Das ist ja einfach. Alles klar. Ne? Also wie soll ich mit so jemandem überhaupt eine Gemeinsamkeit haben? Das geht ja gar nicht. Unterwerfung. Du bist, ne, Unterwerfung. Wir sind am Arsch. Geht nicht. Ganz kurz. Ich bin da. Jetzt, mein Lieber. Du kannst reden. Erstmal guten Morgen und frohe Weihnachten an alle. Frohe Weihnachten. Ich hab eine Frage an den Bruder unter mir, an den Yazidi. Okay. Bruder, ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte stell dir. Du sagst, man soll keinen Hass in sich tragen. Mhm. Beantwort mir nur eine einzige Frage. Der Hass der Jesiden, egal von wo, ob Türkei, Syrien, Irak, ist der nicht berechtigt nach den 70 Genoziden, die sie erlebt haben? Verbietet es meine Religion nicht? Ja? Ist er nicht berechtigt? Es wurde nicht in meiner Religion verboten, Hass zu tragen und andere Menschen zu lehren, andere Religion? Okay. Natürlich mit der Wahrheit, was Flexer sagt, kann ich nicht verleugnen. Es stimmt. Dann erzähle ich dir etwas, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, als ich Ende Juli bis Anfang August im Irak war. Was mit Jesiden passiert, die in Zelten leben. Okay? Ui, Wahnsinn. Jesiden, die in den Zelten leben und in anderen Städten arbeiten und die Einkommen bekommen und wieder über die Grenze zurück zu den Zelten möchten, werden 95% der Einnahmen, die sie eingenommen haben, abgenommen. Nein, ernsthaft? Ja, Bruder. Das ist kein Witz. Alter, was? Ich schick dir ein Video. Das ist aber geplant, das weißt du schon, das ist geplant. Ja, Bruder, ich schick dir ein Video. Schau mal, ich bin Christe. Aber ich schick dir ein Video, wie das ein Moslem, ein schiitischer Moslem beweist, was die PKK, die iranische Miliz, die irakische Miliz mit den Jesiden macht an Grenzübergängen von Stadt zu Stadt. Mann. Bruder, jetzt, ich war vor 2 Jahren war ich im Irak und bei uns im Nachbardorf war auch so ein Camp. Und ich war im Irak, weil mein Vater ist von uns gegangen und wir wollten ein Khair machen. Ein Khair bedeutet, dass wir an die Armen gedenken und dass wir Essen vorbeibringen. Wir sind dann zu diesem Camp hingefahren und das war davor kein Problem. Ja, dass man dorthin fährt und Sachen spendet, das war kein Problem. Aber die haben dann auch voll die Politik gemacht. Wir sind dort angekommen, wir hatten nur Essen bei uns. Wir haben Verbrecher an die Wand gestellt, die haben uns Fragen gestellt, unnötige Fragen. Und wir meinten, wir wollen nur hier den Leuten Essen geben, das ist sonst eigentlich auch nie ein Problem gewesen. Jetzt sind da Absperrungen. Ja, genau, richtig. Man wird kontrolliert und alles drum dran. Ne? Wieso können wir das Essen nicht einfach hier hinlegen? Es war ja in Töpfen. Wir holen irgendwann mal später die Töpfe ab. Die so, nee, ihr müsst das Essen mitnehmen. Und wir wurden wie Verbrecher dort behandelt. Also dort, die haben das alles abgeriegelt. Die Leute dort, die in den Camps leben, die werden kontrolliert und überwacht. Also Flexer, Bruder, versteh mich nicht falsch. Ich bin gegen Hass. Ich bin gegen Hass. Unsere Religion verbietet auch Hass, wenn ich jetzt als Mensch denke, dann ist der Hass der Jesiden berechtigt, was die tagtäglich erleben. Mhm. Der das Leid nicht erfahren kann, kann es ja nicht 100% fühlen. Also ich sag's ja selber, der Leid erfahren hat, kennt nur dieses Feuer, weil er weiß, wie er gelitten hat. Der es nicht erfahren hat, kann es nicht mitfühlen. Du musst es ja erfahren, du lernst ja, wenn du was einen Fehler gemacht, du lernst ja aus dem Fehler, dann machst du es ja nicht mehr. Aber der Schmerz kann nur einer empfinden, der es erlebt hat. Richtig. Kannst du das sagen? Oder der Liebe in sich hat. Ja, richtig. Richtig, Schwester. Adi. Ja, bitte. Adi, lass ich mir die Tät stößen, wenn die Tätscher mehr Regime nehmen, die Tätscher ist, die Menschen mehr nehmen, gehst du die Tät? باوریت چاوا به بریم خودی دی بیانی تو کارو بیر ریم زورا با چاوا گشتی فامیلیا من بریه اوکی بس اس متن اندر متن سون یعنی من گشتی دی که دی تخوط فامیلیا من را گوتی هست چه نکه
Wir verbreiten keinen Hass, wir klären ja auch. Weil der Farm die Kerstet Vision, ne? Ja, der Farm. Das ist mein eigenen Augen gesehen. Natürlich mit die Kerstet. Ja, Tamam, aber wir machen diesen, noch Bruder, keinen Hass. Wer war bitte nicht in diesem Camp, als ihr sie da? Ich bitte dich, lo? Wir ich machen keinen Hass. Das ist Aufklärung. Wir klären die Leute auf und machen ihre Augen auf. SED, mich interessiert eine Sache. Was stört dich denn, wenn ich dich fragen darf? Nein, mich stört ja rein gar nicht. Das Problem ist ja, das Problem in der sichtlichen Lern bei uns ist ja sehr, sehr dieses. Viele, du hast ja, du, das, was du tust, ich hab dir gesagt, dafür respektiere ich dich, dafür danke ich dir auch 100%, ne? Dafür danke ich dir sogar mit aller Liebe sogar. Aber das Problem ist bei sowas, da kommen Emotionen hoch, Emotionen. Bei mir ist ja das Gleiche, bei mir kommt Emotion, ich muss das kontrollieren, weil das, was ihr sagt, stimmt ja. Auch 100%. Ich muss es kontrollieren. Und ich darf mich nicht durch diese Emotionen beeinflussen lassen. Und bei mir, ich stumm mich ganz, dass ich meine Wut rauslasse, da ich auch nicht rede. Weil das stimmt 100% alles, was ihr sagt. Ja, klar. Ich kann das nicht verleugnen. Aber mit den Camps, mit den ganzen Sachen, mit den Jesiden stimmt das. Viele Jesiden wurden so oder warum gebracht. Kann man auch davon sagen. Waren auch viele von mir. Aber trotzdem bin ich einer, ich sage, ich bin lieber ruhig und höre lieber zu, anstatt nennt man, das ja, nennt aber man, Jesiden, guck mal, soll ich dir mal was sagen, Jesidi? Das ist auch Selbstbeherrschung. Guck mal, zum Beispiel, wenn ich, mir manche Kommentare auch anschaue, generell auch auf TikTok oder hier, wie sie meine Hautfarbe beleidigen. Die benutzen schon das B-Wort. Ja, B-Wort für, also Bimbo. Ja, also B-Wort. TikTok-sportlich. Und nicht nur das, die benutzen ja nicht nur dieses Wort, die benutzen auch das N-Wort. Ja, da frage ich mich eigentlich, wenn diese Person dieses Evangelium predigt, frage ich mich eigentlich, warum unsere dunkelhäutigen Brüder überhaupt diese Religion beitreten. Natürlich nicht alle, aber ich frage mich eigentlich, warum unsere dunkelhäutige Gemeinschaft überhaupt zu solchen Leuten folgt. Die beleidigen uns doch sowieso auch mit das N-Wort. Also frage ich mich, warum joinst du sowas? Warum joinst du überhaupt diese andere Glaubensrichtung? Warum joinst du denn? Also ich komme manchmal gar nicht mal drauf klar. Ihr werdet doch auch so beleidigt. Also ich bin auch ganz ehrlich zu dir, Rassismus habe ich mehr von denen erfahren als von der anderen Seite, bin ich ganz ehrlich zu dir. Ja, ist so, 100%. Also, die meisten Sklaven waren ja dunkelhäutig. Ich weiß. Kann man nicht verleugnen. Meisten Sklaven im Islam waren dunkelhäutig. Ja, richtig. Also absolut. Ich kann leider. Aber die leugnen das. Die leugnen das. Die sagen, nein, das war nicht so. Ja. Wie verblendet kann man leider sein? Die haben das ja eingeführt, die Sklaverei, und die Europäer haben es perfektioniert. Lex, ihr habt doch auch als Rosinenköpfe beleidigt, ne? Das Thema Rosinenköpfe, wir sind Tiere, so lauter so Zeugs. Aber wenn du das sagst, sagen sie, nein, das stimmt nicht. Aber es ist leider die Wahrheit, Mann. Das ist eine Historie. Das ging schon so weit. Bekommen, ne? Letztens hat mich eine Sache schockiert. Ganz ich weiß nicht, ob du dich noch an die Sache erinnern kannst, Lex. Bekommen, ne? Es ging so weit, dass sie behaupten, das N-Wort steht in der Bibel drinnen. Ja. Nein, das stimmt nicht. Nicht mal in den hebräischen Schriften steht das drinnen. Wenn wir in den hebräischen Schriften reingehen, ja, guck mal, ich könnte heute eine Bibel machen und da lauter rassistische Verse hinzufügen und sagen, hey, guck mal, das ist damit gemeint. Das ist damit gemeint. Aber wenn wir in den hebräischen und in den altgriechischen Schriften reingehen, steht da nichts mit N-Wort. Also das, was die da sagen, das ist das, was ich dir gesagt habe. Die versuchen, das Wort Gottes oder das Evangelium zu verdrehen. Das war schon immer so. Diese Pharisäer haben Jesus von Anfang an gehasst. Also wenn die uns hassen, müssen die an Jesus denken, müssen wir denken so, die haben aber Jesus schon davor gehasst. Also hey. Das ist ja leider das Problem. Ich habe bis jetzt noch nie einen Menschen gesehen, der zum Islam konvertiert ist, mit einem hohen IQ, also der selbst denken IQ ist kann, gleich null. Der viel gelesen hat, genau. Der viel Wissen hat. Also lass mich das sogar noch besser sagen. Ich habe sogar noch eine viel, viel bessere Geschichte. Ja, also gestern hatten wir das Thema gehabt, Heiliger Geist. Ja, Leute, jetzt müsst ihr gut zuhören. Heiliger Geist. So, Heiliger Geist ist biblisch.
Ja, Moment, ganz kurz, ganz kurz. Edidi, hörst du mich? Ja, bitte. Ich höre aus deinem Mund immer sehr oft das Wort Hass, ne? Aber wir verbreiten hier keinen Hass. Richtig. Gelehrt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das muss uns einfach aufklären, weißt du? Er denkt sich ja nicht Sachen aus, der zeigt uns ja auch das, was zum Beispiel im Koran oder so steht. Wir verbreiten hier keinen Hass. Ich glaube, du folgst ihm noch nicht lange, daher weißt du das nicht. Mensch, also ja. Du hast was falsch verstanden. In dem Sinne, guck mal, wenn wir jetzt darüber reden, weiter erzählen drum und das, entsteht ja dadurch wieder dieser Hass. Wie ich jetzt gesagt habe, ich muss ja das kontrollieren. Das heißt, ich muss das kontrollieren, um diesen Hass nicht zu drängen, dass ich jetzt ja, Sachen auspacke, dass ja, ich jetzt Sachen rede. Mhm. Weil, wie können wir so betrachten, könnten wir auch die so gesagten anderen Religionen auch mit dazu erwähnen. Weil die Jesiden wurden ja auch sehr, sehr viel von 40 Genoziden von den Kurdischen her betrachtet. Ich könnte auch über die Kurden hier drum reden. Aber ich bin so einer, ich sage, ich halte lieber meinen Mund, anstatt dass ich viel babbel. Weil ja, aber er muss darf ich, darf ich nur, darf ich nur noch kurz eine Sache... Mhm. Darf ich kurz noch eine Sache erwähnen? Weil wir ja das Thema gehabt haben, weil der Bruder oben gesagt hat, bei denen ist das IQ sehr, sehr schwach. Ja, gebe ich sogar vollkommen zu. Wir haben einen Special Guest, ja, und das ist der Rob Christian, das ist unser Bruder, ein Bruder von uns. Da haben wir über den Heiligen Geist gesprochen. Und jeder, der weiß, was Heiliger Geist ist, weiß, dass Heiliger Geist biblisch ist. Ja, Heiliger Geist ist biblisch. Heiliger Geist stammt nicht vom Islam, Heiliger Geist stammt nicht von was weiß ich was. Heiliger Geist ist biblisch. Biblisch sogar. So. Wir nehmen das Wort Heiliger Geist. Und da kam einer rein, da haben wir über den Heiligen Geist gesprochen. Da haben wir gesagt, okay, gut. Dann habe ich ihm gesagt, gut, wenn Issa nicht mit dem Heiligen Geist gestärkt worden ist, dann fragen wir uns, wer ist denn dieser Heilige Geist, der damit gestärkt worden ist? Und dann wurde gesagt, Jibril. Da habe ich gleich einen Schock bekommen. Da habe ich mir gedacht, so, seit wann ist der Heilige Geist Jibril? Das Wort Heiliger Geist ist biblisch. Und mir ist aufgefallen, denen kannst du nichts beibringen, weil die wollen eigentlich gar nicht lernen. Die wollen weiterhin eigentlich dumm bleiben. Das ist mir eigentlich aufgefallen. Das ist auch gar keine Beleidigung, aber das ist einfach Fakt. Heiliger Geist ist biblisch. Wenn einer 600 Jahre später kommt und mir erzählen möchte, Heiliger Geist ist Jibril, der ist von allen Geistern verlassen. Sorry, der ist von allen Geistern verlassen. Weil Heiliger Geist ist biblisch. So, wir nehmen das Wort Heiliger Geist und erklären das. Was ist Heiliger Geist? Heiliger Geist ist, das sind die Dreifaltigkeiten. Vater, Sohn, Heiliger Geist. So. Trinität. Genau. Wenn wir diese drei Worte nehmen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dann fragen wir uns, ist Jibril Vater, Sohn, Heiliger Geist? Nein, ist er nicht. Ja, also wie könnt ihr sagen, dass Jibril der Heilige Geist ist? Geht nicht. Ja, und dann kommen die Ausreden, ja, aber unsere Gelehrten sind sich da einig. Ja, von welcher Quelle nehmen das denn die Gelehrten, bitteschön? Ist das nur eine Vorstellung? Träumen die? Oder von wo haben die diese Quelle, dass die sagen, dass Jibril Heiliger Geist ist? Richtig. Heiliger Geist ist biblisch. Genau. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja? Also der Geist Gottes, war. Das ist ja wie... Die Engel sind ja aus dem Licht Gottes, also das sind ganz andere Paar Schuhe. Er hat sie ja erschaffen aus seinem Licht. Dann können wir doch selber sehen. Unser Glaube sagt selber, Genura Hodene. Genau. Genura Hodene. Alexa, ganz kurz bitte. Ali, ich habe eine Frage an dich, ne? Wenn es so ist, wenn wir schon so darüber reden, unterstützt du auch bestimmt die Kurden, ne? Wie bitte? Unterstützt du auch die Kurden, ne? Nein. Nein? Nein. Was sprichst du für eine Sprache? Kurdmanji. Ezdiki. Kurdmanji. Das ist ja mal unser Ursprung. Sie haben es ja von uns. Das sind ja unsere Brüder, die wurden ja zwangsislamisiert. Die Kurden waren früher Serdisch. Serdisch waren auf der persischen Reich. 80% waren aber Ezdi. Ja, aber Bruder, waren andere, aber Leute, ganz kurz. Leute, ganz kurz, bevor ihr weiterredet, ja, ich will nur nochmal den Heiligen Geist nochmal erklären. Ja. So. Heiliger Geist. Vater,
Sohn, Heiliger Geist sind eins. Also kannst du nicht sagen, dass der Heilige Geist Jibril ist. Ist Jibril, der Menschen auferwecken kann? Nein. Nein. Wer kann Menschen auferwecken, Leute? Gott. Richtig. Und das ist der Heilige Geist. Genau. Wenn wir in den 1. Mose lesen, kommt das Wort Heiliger Geist schon vor. Heiliger Geist ist biblisch, genau, und nicht Heiliger Geist ist Jibril. Da ist schon mal der erste Fehler im Koran. Der größte Fehler überhaupt. Fehler bis zum geht nicht mehr. Aber das werden sie eh, die werden eh sagen, nein, das ist nicht so. Ja, das ist der allergrößte Fehler, zu sagen, Jibril ist der Heilige Geist. Falsch. Falsch, 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 falsch. Und nochmal falsch. Genau. Heiliger Geist ist nicht Jibril. Heiliger Geist ist biblisch. Richtig. Ja, und wenn wir das nehmen, das Wort biblisch, dann sehen wir auch schon in der Bibel, ja, wenn du 1. Mose komplett lesen tust, siehst du ganz genau, wer der Heilige Geist ist. Also wie kommt ihr auf das Wort Heiliger Geist ist Jibril? Falsch. Falsch, falsch, falsch und falsch. Fehler in dem Buch bis zum geht nicht mehr. Fertig, Punkt aus. Und dabei bleiben wir auch. Ich bleibe bei meiner Meinung. Flex, Bruder. Ja. Das ist schon alleine falsch. Allah kann nicht Gott sein. Welcher Gott leitet dich in die Irre und gleichzeitig leitet er dich wieder im Recht? Das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Das geht nicht. Welcher Gott leitet dich in die Irre? Welcher Gott führt dazu, dass du was Falsches machst? Das geht doch nicht. Und was ist die Aufgabe des Teufels dann bitte bei denen? Bruder, das ist doch so wie Flex, habe ich mal von Ihnen gehört. Gott ist ein Listenschmied, meinst du doch, Flex, einmal, da schon doch bei denen drin. Ne? Gott ist ein Listenschmied? Also Allah. In der Bibel, Allah. Ich kann es erzählen. Allah ist ein in der Bibel wissen wir ja, dass ja Eva, jetzt müsst ihr gut zuhören, Leute. Okay. Eva wurde ja von der Schlange verführt, wie eine List. Genau. So, und jetzt nehmen wir mal das Wort List und dann gehen wir mal in den Koran drinne. Allah ist der beste Listenschmied. Genau, das ist völlig unmöglich. Das erklärt sich doch alles von selbst. Aber warum das meinte ich denn nicht selber zu unseren kurdischen Brüdern? Ich war ja vorhin, du warst ja auch vorhin in diesem Live. Ne, da haben die das auch erzählt. Also wie kann man so jemanden folgen? Also meine lieben Brüder, ihr wart ein Teil von uns. Das ist nicht euer Glaube. Euer Ursprung sind wir. Wir sind euer Ursprung. Die Wörter sind arabisch. Allah ist arabisch. Wir sagen Khode, Khode, Gott, Khode. Die sagen Allah. Wir haben mit denen nichts zu tun. Das ist ihr Glaube. Das ist der Glaube der Araber. Sie sagen Allah, aber wir sagen Khode. Das ist gar nicht miteinander vereinbar. Ne, wacht auf. Das ist nicht euer Gott. Unser Gott ist Khode und nicht Allah. Ja. Wahnsinn. Flexer, Bruder, da gibt's eine. Ich bin dein Vater, Bruder, du hast mich 20 Mal unterbrochen. nur kurz, diese Delila sagt, also Muhammad Ali war ein Nulldenker, weil er ja den Islam angenommen hat. Muhammad Ali wurde zu dieser Religion verführt. Man hat ihn nur das Schönste vom Schönsten erklärt, weil der Satan verkleidet sich wie das Licht und wie ein Engel. Ganz einfach. Ja. Das ist einfach ja auch so. Um Unterdrückung, ne? Die wurden ja auch unterdrückt. Flex, Bruder Flex weiß ja selber, ne? Die wurden ja auch in Amerika unterdrückt. Die wurden ja Menschen wie zweiter Klasse behandelt, seine Brüder. Er hat ja eine andere Position gehabt. Und dadurch, die schwarzen Brüder waren ja unterdrückt. Dann haben die diesen Glauben angenommen und gesagt, hier, dieser Glaube steht hinter dir. Jetzt, Leute, und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, jetzt benutzen die sogar Sport, um Dunkelhäutige zu verführen. Richtig. Einer gewissen Religion beizutreten. Ich habe das schon mit meinen eigenen Augen gesehen. Genau. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen. Ich werde jetzt auch nicht sagen, was ich damit meine. Ich sage nur, jetzt wird sogar Sport benutzt. Guck mal, wie armselig die sind. Jetzt wird sogar Sport benutzt, um Dunkelhäutige zu verführen, dieser, sagen wir mal, Religion beizutreten. Das ist der Wahnsinn. Ich werde keine Namen nennen. Ihr wisst schon, was ich meine. Sie benutzen jetzt Sport. Guck mal, wie armselig die sind. Die benutzen sogar jetzt Sport, um andere in dieser Glaubensrichtung zu bringen. Aber die christlichen Missionare, hör zu, Leute, die christlichen Missionare reden einfach nur hier darüber und wir sind schon erfolgreich in dem, was wir machen.
Wir müssen niemanden verführen. Wir müssen kein Sport benutzen, um jemanden in einer Religion reinzubringen. Das brauchen wir gar nicht. Aber die müssen es tun. Genau. Weil, wisst ihr warum? Weil deren Religion geht ein Bach runter. Das wissen die. Richtig. Die Frauen von denen werden sie, ne, das beenden. Die Frauen, sieht man im Iran, das wird weitergehen. Die Frauen haben die Schnauze voll von dieser Unterdrückung und Verschleierung und Unterwerfung. Die haben die Faxendicke und das wird, ne, das werden wir in den islamischen Ländern sehen. Die Frauen werden sich erheben und dann sind sie am Arsch. TikTok-Sport. Was ich noch sagen wollte, durch das Internet können die Leute sich jetzt selber schlau machen, sich selber hinsetzen und lesen, ne? Guck mal, das Ding ist, Mohammed hat damit ja nicht gerechnet, dass es in den nächsten 2000 Jahren oder 1400 Jahren, dass es Internet gibt, dass die Leute dann darüber, dass die gucken und nachschauen. Damit hat er nicht gerechnet. Ja, das, also bei uns. Also, hey, das ist der Wahnsinn. Der hat gedacht, alle bleiben dumm. Nein, jetzt haben wir Internet, Technologie ist sehr weit, genau. Wir können in die Schriften reingraben, wir können schauen, wir können gucken, oh, ja, was wir haben ich Brüder, aber Alex, Bruder Flex, wenn du, Beispiel, du, wie kontrollierst du ein Volk oder du, die nach diesem Buch folgen, die halt nicht sehr gebildet sind, die einfach nur das tun, was du sagst, du bist deren Oberhaupt und die führen das sofort aus. Der Koran hat's gesagt, ne Bruder, wir müssen den wahren Weg gehen, dies, das, das, die hören ja auf dich. Die sagen, Flex, der Bruder, der Imam Flex hat gesagt, ne, das, wir müssen diesen Weg gehen, Bruder. Er steht hier am Heiligen Buch drin. Der Bruder wird uns ja wohl nicht anlügen. Gut, dann gehen sie ja diesen Weg, aber haben nicht diesen Freigeist. Sie haben die Freiheit erlangt. Flex, und Gott sei Dank haben wir ein wie Rob oder Mary, die Arabisch sprechen und lesen und uns aufklären können. Genau. Gerade, wir haben jetzt in den letzten Tagen mehrfach gesehen, dass was auf Deutsch übersetzt ist, stimmt überhaupt nicht überall. Richtig, oh, das muss ich sogar noch erwähnen. Steht. Das ist so krass. Genau. Das ist so krass, Leute. Ich muss euch eine Sache sagen. Auf Arabisch, in den arabischen Schriften, ja, die übersetzen das ja auf Deutsch und auf Englisch. Das ist sogar falsch. Auf Arabisch kommt dann die richtige Erklärung. Und wo Rob mir, guck mal, eigentlich ist damit schon dieses andere Evangelium, ich werde jetzt keinen Namen nennen, dieses andere Evangelium, was die predigen, das ist schon debunked. 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 Das kann man nicht mehr schönreden. So, bei deren Schriften, Leute, jetzt müsst ihr mir gut zuhören, bei deren Schriften, der einzige, der die Stunde kennt, ist wer? Isa, auf Arabisch. Wenn wir auf Arabisch das lesen, kennt Isa die Stunde. So Leute, jetzt mal in die ganzen Runde. In der Bibel steht drinne, nur der Vater kennt die Stunde. Jesus Christus sagte selber, ich kenne die Stunde nicht, sondern nur der Vater. So, der Vater kennt die Stunde. So, aber in einer anderen Glaubensrichtung, ja, in das andere Evangelium steht da drinne, Isa kennt die Stunde. So, und jetzt hör zu. Nur wer kennt die Stunde? Gott. Also, ist Isa dann jetzt Gott? Weil nur Gott kennt die Stunde. Also, wie kann es sein, dass Isa die Stunde kennt? Also, ist Isa Gott? Richtig. Debunked! Debunked! Halleluja! Also hat Debunked! Ist so, ja. Auf der deutschen Sprache falsch übersetzt, auf Arabisch kennt Isa die Stunde. Natürlich. Ah. Es kann nur Gott die Stunde kennen und niemand anders. Und der Einzige, der nur die Stunde kennt, ist Gott. Richtig. Das heißt also, debunked. Darüber brauchen wir nicht mehr reden. Fehler wissen geht nicht mehr. Debunked. Und merken das nicht mal. Die merken das nicht. Das ist der Wahnsinn. Die wollen das nicht merken. Die müssen es überlesen. Du musst es überschweifen. Einmal umblättern. Du musst es ja dein Glauben. Wenn sie so schnell umblättern, sehen die das nicht. Ja, du musst es ja umblättern. Da musst du ja diesen Glauben verlassen, weil das Bruder, wenn ich das sehe, dass das ein Widerspruch ist, dann ist ja die komplett alles zerstört. Bruder Ali, also ist dir das auch aufgefallen, dass was im Arabischen steht, stimmt überhaupt nicht mit dem Deutschen überein? Nee, also meine Frau, Dings hier, meine Frau kann ja Arabisch, die hat mir das mal ein paar Sachen erklärt, da meint, das ist einfach nur alles falsch, also viele Sachen. Also was ich sagen möchte ist, wo mir Rob Christian, der Bruder, mir das gestern gezeigt hat, ich hatte Schock bis zum
Also meine Frau kann Arabisch, die meint, das ist alles komplett falsch übersetzt. Also das Ehrlich? ist, Ja, ja, das ja. ist Meine gut. Frau kann Arabisch schreiben, lesen, alles. Ja, das ist gut, weil Ja, das stimmt gar nicht ja, überhaupt. ja, die sagt Also selber, die ganze Religion ist alles nur so dargelegt, wie sie es wollen, ne? Also wie sie. ja, und Sie das. müssen dir ja mit Dings begegnen, sie können ja nicht sagen, wir werden dich, ne, wegmachen. Ja, und das ist das. Die haben vielleicht gedacht, oh, die Leute können alle kein Arabisch lesen und schreiben. Aber wie Richtig. gesagt, wir haben jetzt das Internet und Genau. das Die ist Leute sind ja ausgerüstet. gebildet, genau. Die Leute Genau. sind gebildet, die Leute wachen auf in den arabischen Ländern, die Frauen wachen auf. Das ist totale Unterdrückung, Unterwerfung. Das hat mit Gott und Liebe gar nichts mehr zu tun. Das ist so, ne? Leute wachen ja auf. Also viele, die ich kenne, die selber Muslime waren, die verlassen den Islam. Er sagt selber, das ist falscher Weg. Ne? Also, warum soll ich Leute versklaven? Warum soll ich Leute Nackentherapie machen? Er sagt, was ist das für ein Glaube? Ali, Bruder, du musst dir echt den sunnitischen Hadith reinziehen. Du wirst schockiert sein. Der intime Kuss des Propheten, TikTok-sportlich. Okay. Du wirst schockiert sein. Ja, das ist mit Gott nicht, weil das ist, sorry, TikTok-Troll Sexismus. Das hat mit Gott nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur seine Triebe ausleben, Leute versklaven, vier Nein. Frauen haben, Bruder, du wirst nicht nur. Dauererektion im Himmelreich. Also nicht nur Pädophilie, Ja. sondern auch schwul. Ja, richtig. Das ist unglaublich. Also die selber, die Osmanen, Er warte, küsst warte, ganz ihn. kurz. Du weißt ja selber, die Osmanen haben ja die, Beispiel so, hier, die Janitscharen waren ja normalerweise christliche Kinder, die haben die zu ihren Kämpfern gemacht. Dann kannst ja Vlad und den anderen da hier sein, Bruder, Radu, also der Pascha der Osmane hat mit denen, also verkehrt, ne, also der hat mit denen, ne, Pimpa, Pim-Pum-Pum gemacht. Was meinst du, warum Vlad der Fehler, die aufgeflüstert, also mit dem Spieß da, ne? TikTok sportlich auf, mit dem Pfahl in den Anus, ne? Weißt du? TikTok sportlich, weil sie das mit ihm gemacht haben und deswegen hat er die aufgespießt und, ne? TikTok sportlich, das hat er dann mit denen gemacht, weißt Aber ich bin dein Vater, die meisten sagen immer, das ist alles ja gelogen und so. Nein, 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 das ist nicht Ja, so. Dann aber mach ich. die Er hat mit haben denen sich mit dem gepimpert. sunnitischen Hadith. Ja, Deswegen hat Vlad der Fehler das mit denen gemacht. der kommt, der erscheint. Schau mal, das Witzige ist, dieser Hadith, exakt zweimal erscheint er bei den Sunniten und zweimal bei den Schiiten. Ja, aber ich Also will. muss doch irgendwas Wahres dran sein. Ja, aber ich will damit sagen, die meisten haben das doch noch nie gelesen. Die lesen Ganz nur den kurz, ganz Koran, kurz, Leute. weißt du? Ezidi, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann Bruder, jetzt nehme ich kurz jemand anders hoch, wenn das okay ist. Alles gut, kannst du runter. Nein, ich wollte was sagen, aber die werden mich doch so oder so unterbrechen. Okay, dann sag, wenn du was sagen willst, sag ruhig. Ali, Ja. ich habe ja vorhin nicht gesagt, das heißt, wir müssen doch auch Hass auf Kurden haben, ne? Ich hasse niemanden, Bruder, ich kläre sie Ja, nur nein, nicht. das heißt, wir müssen doch Kurden auch aufklären, oder nicht? Ja, natürlich. Okay, dann klär sie hier drinnen auf in diesem Raum, dass Kurden früher die ersten waren, die Ferman August 1029 den ersten Genozid gestartet haben. Sie gehen ja nach dem Buch, deswegen sage ich ja, das Buch ist das Gefährliche und der Bruder Flex klärt auf. Da Er musst klärt du auch auf, jeden dass Jesiden dies hat aufklären, dass sie nichts aufhören damit zu sollten, tun. das Wort Kurde zu sagen, weil das Kurde im Islamischen nennt. Ne, sie haben ja, ne, das ist, wir müssen die Menschen aufwecken und der Bruder Flex macht eine super Arbeit. Der sagt, dass wenn ein Buch zu mir sagt, ich soll andere quälen, unterwerfen, das machen, dies machen, das hat mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun. Ey. Da, wenn ich selber Moslem wäre, ich würde sofort zum Christentum wechseln. Ganz ehrlich, würde ich sagen, tschüss, adios, Was mit den amigos. Kurden? Die Jesiden sagen doch, wir sind Kurden. Ja, die sagen das ja nur als so, Beispiel als Land sehen die das, Oder als Land. die sagen trotzdem, wir Ja, sind als Kurden. Land, ich Kurden weiß, waren ja was du die, die meinst. ersten uns umgebracht haben. Ja, ich weiß, was du meinst, Bruder, aber die sagen das ja nicht als Land. Als Land, ja, ein Beispiel, wir müssen ja unsere eigene Gegend haben, wir würden ja mit denen gar nicht klarkommen, weil sie ja ihren Rasim, ich sehe dich, ich küsse dein Herz, Rasim. Celia, Natalie, ich küsse dein Herz. Die haben ja keine Ahnung, die meisten von denen waren nie in der Schule, Bruder, wie sollen die das denn wissen? Die kennen nicht, was im Irak passiert ist, was diese ganzen Genozide und so, die waren ja, ne, in andere Länder verstreut, ne? Arash, ich küsse dein Herz, danke. Ja, nee, ist so, wir müssen ja die Wahrheit sprechen, mein Man muss Gott, die was wir hier machen, Wahrheit ist ganz sprechen, normale Bruder, du bist die Aufklärung Deutsche, und ne?
Abu Shanks, ich küsse dein Herz. Beru, ich küsse dein Herz. Leute aufwecken, dass es der falsche Weg ist, weil kein Gott sagt, egal, ne, denn Gott ist der Größte und er ist der Barmherzigste und er wird niemanden sagen, hier bringen den und den um. Das ist völlig unmöglich. Gott ist die Barmherzigkeit, er duldet keine Sünder bei sich. Hallo? Ja, Aras, wir hören dich nicht so gut. Achso, hört ihr mich jetzt besser? Ja. Jetzt hören wir dich besser, ja. Sehr gut. Ali, bist du Kurde, also bist du Jeside aus Irak? Nein. Okay, also guck mal, Leute, ich bin Kurde aus dem Irak. Ich bin aus Sacho. Wo damals 2014 war ich noch in Irak, in Kurdistan. Okay. Die IS-Leute, die Terroristen haben die jesidische Leute in Shingal verfolgt, haben alle geköpft. Die sind alle bei uns gekommen. TikTok sportlich. Ja, natürlich TikTok sportlich, auf jeden Fall. Bruder, auf jeden Fall, die sind zu uns gekommen. Ich als Moslem, meine Familie als Moslem, wir haben den Decken gegeben, wir haben den unser zweites Zuhause gegeben. Unser Zuhause war 2 Stockwerke. Mein Vater hat gesagt, komm, eine Frau hat keinen Mann mehr, die soll bei uns oben gehen, leben. Und mein Vater war Taxifahrer noch. Der hat gearbeitet und für den noch Frühstück und Abendessen gekauft. Wie kann man hier Muslime beleidigen und Jeside als Jeside, Bruder, als Jeside? Ich bin Kurde, ich liebe alle Jesiden, meine Freunde sind alle Jesiden und alle sagen, wir sind Kurden. Heutzutage Jesiden sagen, wir sind noch nicht mal Kurden mehr. Verstehst du, was ich meine? Bruder, du hast was falsch verstanden. 1029 nenne ich sogar Bruder Tab. 1029, ne? Ihr wart die ersten Genozide gestartet haben. Ihr stammt von den Serdischen, ab von Serdisch. Ihr seid in den Persischen, ihr habt unsere Sprache daraufhin geklaut. Also lauf mich verneigen nicht voll, auch wenn du ein gutes Herz hast und so. Alles nicht trotzdem nicht, dass ich dir vertrauen sollte. In den Sichtlichen, da wärst du ein Mensch gewesen, der mir in den Rücken stechen würde. Das weißt du 100% auch selber. Aber vergiss auch die Sachen nicht, wie du die erwähnt hast. Ne? 1976, auch 1978, auch mit dem Zeitraum 14, was du auch erwähnt hast, ne? Wo PKK auch auf die Jesiden drauf geschossen hat. Bestimmt weißt du es auch, ne? Aber ist deine Meinung nach PKK? Nicht in meiner Meinung nach. Ihr Kurden gehört nicht zu mir. Ihr werdet auch nie zu mir gehören. Ihr seid nicht meine Brüder, ihr seid nicht von mir. Ich bedanke mich damit, dass ihr auch mein Volk beschützt habt, aber trotzdem gehört ihr nicht zu mir. Also du bist Jeside und du bist kein Kurde? Ich bin Jeside aus Georgien und Armenien. Ich gehöre nicht zu dir. Du sprichst genau wie ich spreche. Ich spreche Esdiki. Du hast meine Sprache geklaut. Kannst du es mir widerlegen, dass du es nicht geklaut hast? Bruder, kurdische Sprache gibt es schon. Kurdische Sprache gibt es nicht länger als SDG. Wie bitte? Die Kurden seit 3000 Jahren erst danach entstanden. Das darf es mich schon der Ecke dabei. Und du? Wir sind, Bruder, ich bin seit 8. Bruder, wir sind schon seit 8. Sind wir beide nicht von Persien? 3000 Jahre, willst du was beibringen über das Volk? Sind wir beide nicht von Persien entstanden? Falsch, Persien bist du entstanden. Du bist Serdisch, ich bin Jeside. Das Habuyan von Sied, Bruder, was laberst du mich davon? Bruder, deine Sprache und meine Sprache ist komplett dasselbe. Deine ist Kurdisch, Gurmanji in Islamisch, ne, Chachedewe, Yakim Rabeje. Chachedewe, Chachedewe. Du warst, guck mal, dein Volk, jetzt, dein Volk, früher, das ist genau so, wenn ich aus München komme. Welche 40 Genozide gestartet worden sind, von wem waren das? Bruder, ganz kurz, das ist genauso, wenn ich von München komme und du von Frankfurt, wir beide sprechen. Das ergibt doch gar keinen Sinn, was du da gerade preisgibst. Als würde ich meinen Arm brechen und du auf meinen Arm, auf meinen Gips drauf schreibst, Kurde. Bruder, das ergibt doch gar keinen Sinn. Nein, Bruder, wo habe ich, guck mal, erst generell, Bruder, mit Khabar gut mit dir, Anata, mit guter Esina. Ja, aber trotzdem erwähne nicht, dass du Jesiden mit Jesiden, du bist nicht mit Jesiden, du bist vielleicht mit Jesiden aus Syrien, Türkei, Irak gut, aber nicht mit uns. Wir kennen die Wahrheit, deswegen sagen wir, wir sind nicht gut mit euch. Aber die einzigen Brüder sind die Christen, fertig, aus Ende, das wissen auch alle. Aber Bruder, ganz kurz eine Frage, wo sind die Jesiden am meisten? Am meisten sind die jetzt gerade sind es in Irak gewesen, aber Irak. Seit dem 16. Genau. Jahrhundert waren sie in Armenien, Georgien, Russland und in den Gebieten von Mesopotamien, nordirakischen Gebieten. Wo ist die älteste Lalisch? Wo sind die richtigen Jesiden? Richtige Jesiden kommen aus den mesopotamischen Gebieten von Nordirak. Genau, da Shingal, oder? Shingal? Genau, Shingal oder? Shingal sind die richtigen Jesiden, ja, richtig. Genau, ja, und diese okay, Jesiden... Okay, wer hat Shingal beschützt Jesiden bis zu seinem Tod? Warte, dieser Chef und euer Bruder, eure Chef sagt, wir sind Kurden. Babic, aber ich würde niemals sagen, Bruder, bitte lauf mich zu. Ich kenne ihn doch persönlich, Babic, aber ich bitte, Babaschich kenne ich auch. Meine Familie hat doch die beiden belehrt, ich bitte dich, ich heiße mit Nachnamen Masoyan. Weißt du, mein Onkel, ganze Familie ist Peschmerga und die sind da immer. Bruder, dein Onkel ist Peschmerga. Peschmerga hat 6-mal die Jesiden verraten, wie willst du davon erzählen? Nein, keiner hat den verraten. Wo waren die 2014? Wo waren die 2000? Ja, Bruder, 1990, wo waren sie dort?
Kann ich dir ganz einfach erklären, wenn du selber keine Waffe hast und der Rest Waffe hat, dein Gegner und natürlich lügst du da wiederum falsch. Jesiden aus Russland. Guck mal, ich kann dir das auch nochmal widerlegen, ne? Ganz kurz. Bitte, Flexer, bitte, ganz kurz. Bitte, ganz kurz, bitte. Ganz kurz, ich muss mich nur bei jemandem bedanken. Child of God, ich küsse dein Herz für die Unterstützung. Teste mal aus, ob du die ganzen Flaggen hier reinposten kannst. Ich küsse doch dein Herz für den Support. Wirklich, ich küsse doch dein Herz. Was ist mit dem gewesen? Guck mal, ich habe sehr viele Kurden gefragt und ich hoffe, du stimmst auch 100% zu. Von wem hat Peshmerga und PKK Waffen bekommen? Ah, Bruder, das war die ganze Zeit von. Das war Unterstützung von Deutschland, Unterstützung. Okay, nein, von wem war das? Nein, 100%, jeder Kurde hat mir zugestimmt. Jeder Kurde muss mir zugestimmt. Du jetzt selber, von wem haben die bekommen? Ich sag von Deutschland, weil die haben. Okay, falsch. Das war von Jesiden aus Russland, von Det Hassan, Aslan Usoyan. Bruder, oh mein Gott, das war von Jesiden aus Russland. Det Hassan, Aslan Usoyan, jesidischer Mafia-Boss. Warte, ich erkläre dir. Bruder, Flex, Bruder, das stimmt nicht, was der sagt. Warte, ich erkläre dir. Oder warum verdrehst du? Okay, langsam, Leute, langsam, ganz kurz. Eins nach dem anderen. Ja, Mann, bitte lass mich reden. Also, Ezidi, Bruder, ich weiß, was du meinst, diese Geschichte, ich habe genau das Gleiche gehört. Und wenn wir in die Historie reingehen, hat unser Bruder schon recht. Aber Kurde Arash, wenn du was sagen möchtest, gerne, sag. Bruder, guck mal, ganz kurz. Mein Onkel waren die kurdischen Kämpfer, die gegen IS gekämpft haben. Mein Onkel sind Moslem, okay? So, wir haben die Rakete, da gibt es so eine Panzerfaust, die heißt Milano. Du kannst jetzt googeln, aus welchem Land die kommt. Die ist aus Deutschland in München. Milano ist natürlich aus Deutschland. Wie bitte? Natürlich ist Milano aus Deutschland, was erwartest du? Deutschland hat ja euch Waffen gegeben. So, warum sagst du, die haben von Russland... Okay, aber wer war der Erste, der euch Waffen gegeben hat? Der Erste, meint er. Der euch Waffen gegeben hat, war der Hassan. TikTok-Sport. Bruder, das kannst du mir nicht sagen. Bruder, bitte erzähl mir doch nicht. Jeder, guck mal, der Hassan hat euch versorgt, ich bitte dich. Bruder, das waren 100% die Deutschen, 100%. Guck mal, warte ganz kurz. Du kannst googeln, du kannst alles gucken. Du sahst nicht aus wie Lektier, ne? Natürlich weiß ich das. Aussi Melek, der Hassan hat euch die Waffen gegeben. Bruder, du kannst... Ja. Früher hat euch die Waffen gegeben, euch Essen gegeben und Trinken gegeben. Also Flex, Bruder, ich frage dich eine Frage. Bitte, wenn du ehrlichste Person auf der Welt bist, du beantwortest mir jetzt, okay? Ja, also wenn ich es weiß, ich antworte dir. Okay, du musst nicht mal wissen. Guck mal, hier sind so viele Menschen drin. Guck mal, sagen wir mal so, ein terroristischer Angriff kommt auf eine Stadt. So, sei mal bitte ehrlich. Also würdest du Unterstützung von Mafia annehmen oder würdest du von das Land nehmen, wo die meisten Waffen haben, wo die stärkste Waffen haben und wo du siehst noch... Das ist wieder eine doppelmoralische Frage. Das ist aber eine ganz miese Frage. Ja. Okay, Flex, guck mal, wo du noch siehst, auf der Waffe steht, Made in Germany, Export America. So, das heißt, die Waffe kommt von Deutschland und du kannst nicht sagen, die kommt von russischer Mafia. Wieder hast du reingekackt, weil es gibt ja das Gefühl von Schwarzmarkt, mein Bruder. Oder? Du weißt ja, das Wort Schwarzmarkt, was bedeutet? Natürlich gibt es da jede verschiedene Art von Waffen. Was stand da auf den ersten Waffen, wie du gesagt hast? Was stand auf der ersten Waffe drauf? Bruder, bitte. Sag doch, was stand auf der ersten Waffe drauf? Die nicht die Wahrheit ertragen können? Hör zu, Ezi Dibra, die ganze Waffen, die nach Kurdistan gekommen sind, um die kämpfen gegen Israel, gegen IS-Leute, sorry, gegen die Leute die ganze Zeit. Mein Onkel war Peshmerga, wie kann ich hier Fotos reinmachen? Ich schwöre, ich habe Fotos drauf, steht sogar, die in Germany Export Amerika, nur die NATO. Okay, dann kannst du mir eine Frage beantworten. Und die Iraner und die Iran haben diese IS begründet, die und... Okay, kannst du mir eine Frage ehrlich beantworten? Ja, was, Bruder? Okay, sag Wallah, du beantwortest ehrlich. Ich schwöre, wenn ich weiß, ich sag dir. Okay, Tamam. Du weißt ja, dass PKK vor kurzem ein Ding war, ne? Vor kurzem in Russland war, ne? Das weiß ich leider nicht, nein. Okay, warum waren die in Russland? Bruder, für mich ist PKK komplett Terrorist. Okay, warte, Peshmerga ist auch Terrorist, das heißt. Nein, das kannst du mir nicht sagen. Das ist doch ein Doppelbruder, Bruder, ey. Das sind Muslime. Warte. Das sind Muslime wie du nennst dich Terroristen. Das ist aber ein Mysterium jetzt. Wer ist Muslime? PKK sind alle Muslime. Was laberst du da, Junge? Der Glaube ausführen ist verboten. Wo lebst du, Digga? Du hast keine Ahnung. Jeder ist gleich. Der Glaube ist nur verbunden. Die Praktizierung des Glaubens. Hör auf alles, du hast keine Ahnung. Ja. Okay.
ganz kurz, ganz kurz. Ich mach die Frage einfacher. Arash, was für eine Glaubensrichtung bist du denn? Bruder, guck mal ganz kurz. Ich bin Moslem, ja? Ich bin Moslem. So, PKK kommen bei uns. Hör zu. Ich erkläre dir ganz einfach. Bruder, PKK kommen, die entführen kleine Kinder zu denen, ja, damit sagen die Leute Türken, sind, gegen Türkei zu kämpfen. Du übernimmst okay? die Sprache der Türken. Hör zu. PKK entführen kleine kurdische Kinder, damit sie gegen Türken kämpfen. Aber Türken und irakische Kurdistan, Masoud Barzani, haben eine Vereinbarung. Das weißt du ganz genau. Hier kannst du nicht irgendwelche Geschichten erzählen, wo du keine Ahnung davon hast. Meine ganze Familie sind kurdische Kämpfer vom Peshmerga. Bruder, bitte, du hast selber an dein eigenes Wort verkackt, du. Wo hab ich verkackt? Peshmerga, ganz gut. Du hast keine Ahnung. Ich lass dich jetzt nicht genau gleich ausgehen, aber lass mich kurz sagen. Guck mal. Peshmerga, die Waffe von der Hassan wie die PKK auch 1978, ne, da gegründet worden ist, wo sie keine Waffen hatten, wo der Hassan die am 1.19er Ding, wo die Familie Ustoyan die Waffen erst 1990 gegeben hat, alles, würdest du mir sagen, dass der Hassan Peshmerga darauf nicht unterstützt hat? Warum habt ihr angefangen, Jesin zu beschützen? Oh mein Gott, made in Germany, Mann, ganz kurz, ich bin noch nicht fertig, made keine in Germany. Ahnung, Bruder, was? Ganz kurz, made in Germany. Guck mal, habt angefangen, Jesin zu beschützen, made in Germany. Erst wegen uns, dass wir euch Waffen gegeben haben. Sonst wärt ihr nicht mal da an diesem Tag gewesen. Dafür bedanke ich mich. Dafür hat da keiner was gesagt. Aber hör auf zu sagen, dass wir eins sind. Wir sind nicht eins und werden auch nie eins sein. Bruder, bitte, geh mal jetzt nach Lalish in Shingal und frag mal ich den weiß, ich war doch schon dort, alles gut. Babic, ich war doch in Armenien und alle. Frag mal den Größten, sind wir Kurden oder nicht? Was wird er dir sagen? Nein, oder? Der wird dir sagen, wir sind keine Kurden, oder? Ali. Bruder, wo lebst du? Der wird sagen, die sind Kurden. Ja, bitte. Nennen sich die Jesiden aus Irak Kurden? Nein, niemals. Sie ein eigenes Volk, die sind keine Kurden. Kurden, zu 80% waren Jesiden. Ihr folgt dem Glauben des Feindes, mein Bruder. Das ist meine Meinung. Wir haben eure Feinde. Die Araber hassen euch. Die töten Kurden. Wo sind es deine Brüder Ali, im Glauben? Ali. Du hast seinen Glauben, er tötet dich, TikTok sportlich. Okay, Ali, Bruder, guck mal, wir beide man sind hört gut, dich nicht, aber Flexer. Ey, schau mal, ganz, Bruder. Ganz kurz. Kurde Arash. Ja, Bruder. Ich werde dir eine Quelle geben aus der anderen Glaubensrichtung und diese Quelle besagt, ich sag es dir so, ich werde dir nicht sagen, von wo ich diese Quelle habe. Okay. Es ist aber eine Quelle, die authentisch ist. Okay, hör zu. Diese Quelle sagt, ihr Kurden seid Djinns. Glaubst du das jetzt? Ja oder nein? Das habe ich irgendwo gesehen gehabt. Einer hat mir gezeigt. Aber ich weiß es nicht, Bruder. Ich glaube nicht daran, Bruder. Weil, Bruder, guck mal, ich hab sowas gesehen, wirklich, aber ich glaube daran nicht. Weil. Wie bitte? Die Schiiten sagen das aus Iran, ne? Flex, Bruder? Ja. Schiiten sagen Kurden. Ich weiß es nicht. Eine Sekunde. Kennst du diese Quelle? Ich hab das irgendwo mal gesehen gehabt, aber das juckt mich auch nicht, Bruder, weil viele sagen, das okay. Schiiten, viele sagen. Also, was kann jemand, hat jemand einen Computer da? Bruder, hat jemand einen Computer da, der kurz mal die Kamera drehen kann? Ich bin zu Hause, dass ich so reich werde, dass ich einen Computer da habe, Bruder. Nein, Flex, Bruder, ich hab das irgendwo gesehen, das stimmt. Ja. Arash. Eine Frage. Arash. Eine Sache, warte, Abu Shanks. Arash. Ja, Arash. Ja, rede schön. Ich küsse dein Herz. Aber Flex ist zu ehrlich. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Bruder, kein Problem, wirklich. Wenn es um Religion geht, hast du vielleicht schon mehr Ahnung als ich. Du kannst mich wegboxen, da muss ich dir ehrlich sagen, weil ich habe nicht so viel Ahnung. Ja. Aber wenn es um politisch geht und wo ein Jeside sagt, ich bin kein Kurde, Bruder, mein ganz normales Kämpfer, Digga. Das kann mir dir auch doch gar nicht sagen. Was Politik betrifft, habe ich mehr Ahnung. Digga, nie im Leben. Warte mal, bitte. Flex, bitte, tust du mir einen Gefallen, Bruder? Mach Daumen kurz hoch. Lässt du mich nur kurz 10 Minuten mit ihm debattieren, bitte 10 Minuten. Ja. Warte, ich habe nur eine Frage an den. Ali, bitte lass dich 10 Minuten, bitte. Er geht doch Khadi Hastgi, bitte. Ja, bitteschön. Khadi Hastgi. Kode. Abra, ich habe nur 10 Minuten für die Zeit, aber ich gebe 2 Minuten. Komm mal, gehen wir zurück wieder in die politischen Sachen mit dem 13. Jahrhundert, 11. Jahrhundert und gehen wir auch den Christus, gehen wir auch noch den 1391, ne, zu.
In den 1399 wart ihr die Ersten gewesen. 1029 habt ihr Ferman August Pirbergs und haben die ersten Genozide veranstaltet. Dann gehen wir wieder zurück auf die 14. Genozid mit Ferman Pirs, ne? Wart ihr Ferman Pirs, das waren die Kurden. Gehen wir aber zurück, wann war das der erste 49. Genozid? Ach ja, 1541. Gehen wir jetzt wieder hoch. Wie viele Genozide waren das? 40 Genozide von den Kurden. Aber wie viele Genozide waren es wirklich? 115. Okay. Gehen wir auf die 115 von 74 anerkannten Völkermord dazu. Wie viele waren das von denen? Von den kurdischen Seiten? Wie viele waren das? Weißt du es? Nein, weißt du es natürlich nicht. Insgesamt waren es von den Kurden, insgesamt waren es von den Kurden, waren es mehr als 60 fast. 60 oder Ding? Gehen wir auf die 50 zu. Und du willst mir da erzählen, gehen wir jetzt aber wieder zurück hoch zu Peshmerga und auch zu PKK hoch. Du sagst ja Terroristen. PKK hat doch auch Peshmerga auch früher beschützt und waren auch brüderlich untereinander. Du willst mir jetzt erzählen, dass nein, PKK früher nicht. Früher hießen die nicht PKK. Du weißt, früher hießen die nicht PKK. Wie hießen die früher? Kannst du beantworten? Bruder, bitte. Früher hießen die Peshmerga. Ja, früher waren die ja Peshmerga. Okay, warum? Hey, Bruder, du widersprichst dir doch an deinen eigenen Satz gerade selber. Früher waren die ja Peshmerga, weil. Warte. Ich weiß ganz genau. Weil dieser Öcalan, Bruder, warum ist er im Gefängnis? Warum? Weil die haben gesagt, nein, der wird. Ich bin doch kein PKK-Anhänger. Wie bitte? Ich bin kein PKK-Anhänger, auch kein Peshmerga-Anhänger. Ja, was bist du denn? Ich bin Jesido, ich bin stolzer Jesidi, kein Kurde, kein gar nichts. Wer kämpft dich in Garn? Aber Jesidi, ich habe eine Frage an dich, Jesidi. Wer kämpft? Warte, Bruder. Wer kämpft für euch? Wer kämpft für euch, Jesiden? Wer kämpft für ja, euch? Ja, made in Germany. PKK wurde frühere Zeiten gezwungen, für uns zu kämpfen, weil die von uns. Scheiße, Bruder, sag die Wahrheit jetzt. Und Peshmerga auch, made in Germany. Oh mein Gott, ihr seid sechsmal abgehauen, aber lass mich nicht. Er sagt, ich bin kein Kurde, aber Kurden kämpfen für sein Volk. Kämpfen. Guck mal, darf ich dir was sagen, Arash? Ja, Bruder, sag. Laut das andere Evangelium bist du eigentlich ein Schetan. Weißt du das? Dass sie das über euch sagen, weißt du das? Bruder, keine Ahnung, das ist, ich weiß es nicht. Nein. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du hier bei mir im Channel kommst, ich entlarve die bis zum geht nicht mehr. Ich werde den Namen nicht nennen, ich sag dir nur eine Sache. Ich entlarve die komplett. Weißt du, was ich mache? Kennst du das, wenn du in den Ozean reinspringst und du gehst immer tiefer rein? Bruder, ich sag dir ehrlich, du hast recht. So tief gehe ich rein. Guck mal, wenn ich nicht schwimmen kann, ich spring nicht im Wasser rein, Bruder. Da sterbe ich, wie gesagt. Siehst du, Bruder, du hast den perfekten Beispiel gebracht. Wenn du nicht schwimmen kannst, warte. Wenn du nicht schwimmen kannst, dann springst du auch nicht da rein. Siehst du? Genau. Weil du das Wissen da nicht hast. Aber ich will dir eine Sache sagen, Bruder Herz. Eine Sache will ich dir sagen. Und deswegen sind Leute da wie ich, die dich dann aufklären und sagen, hey Bruderherz, hör zu, so und so sieht's aus. Kein Problem, ich habe nichts dagegen, wenn du mir eine Sache aufklärst, aber wenn ich eine Sache schon weiß, Bruder, dann muss jemand andere mir nicht aufklären. Guck mal, zum Beispiel, Bruder, in Deutschland, wir haben Bundeswehr, die kämpfen für euch, für uns. Wer sind die, diese Deutschen? Warte mal, Bruder, darum geht's doch gerade gar nicht. Flex, warte, bitte. Abu Shanks. Abu Shanks, Bruderherz, komm, ich lass dich reden, Abu Shanks. Warte, Leute. Karaman ist da. Ich kümmere doch Karaman sein Herz. Karaman, ich nehm dich gleich hoch. Flex, wenn ich dir bitte nur eine Sache sage, dann höre ich die ganze Tat. Bitte. Arash, ganz kurz, bitte. Ich will euch eine Sache sagen, wirklich, ich höre euch ganze Tag zu. Ganze Tag, okay. Kein Problem. Okay. So, guck mal, in Deutschland kämpft für uns Bundeswehr. Wer sind die Bundeswehr? Sind die Deutschen, ne? Und wer sind wir? Wir sind auch die Deutschen, wenn wir hier leben und deutsche Pass haben. Stimmt. So, perfekt. In Kurdistan, so, sind Jesiden und Kurden so zusammen. Warte ganz kurz, lass mich zu Ende reden. Wer kämpft für die Kurden? Peshmerga, kurdische Kämpfer. So, und nicht PKK. Wer kämpft für die Jesiden? Peshmerga, die kurdische Kämpfer. Was sind die Jesiden? Kurden oder nicht? Was wollen die mir sagen, Bruder? Ich bin selber aus Nordirak. Okay, ich war 100-mal in Shingal, wo ganz Jesiden leben. Du kannst mir nicht. Lass mal Jesidi und dann Abu Shanks. Dankeschön. Flex, ich habe eine Frage an dich, ne? Du kennst ja bestimmt die Geschichte mit den PKK und Peshmerga, dass die Waffen von uns bekommen aus Russland, ne? Warte mal, wer hat Waffen bekommen?
dass die Peschmerga und PKK Waffen von Jesiden aus Russland bekommen hat. Die Geschichte geht auch überall rum. Da musst du mich ein bisschen aufklären. Da bin ich jetzt nicht informiert. Wo der jesidische Mafia-Boss die Waffen gegeben hat. Kennt ihr mich nicht, ne, Ali? Hassan heißt der. Kannst du googeln. Da hab ich mal was gehört, ja. Dann gehen wir aber zurück, ganz kurz. Unterbrich nicht, du hast gesagt. Unterbrich nicht, Alter. Alles gut, Bruder, ich höre dich zu. Gehen wir zurück wieder, dass du sagst, wir sind untereinander eins hier. Natürlich ist der ganz klar, weil die in Syrien, Türkei unterdrückt worden sind. Dass die ganz klar richtig unterdrückt worden sind. Die aus Irak wurden schlimmer unterdrückt. Aber trotzdem haben die Iraker, Babajawisch war bei uns in Lalisha Nurain, war er drinnen bei Armenien? Hat er gesagt, war er Kurde? Nein. Einer hat ihn live präsent gefragt, in Lalisha Nurain, was bist du? Er sagt, das ist Dime. Wie das kannst du dir behaupten, dass ein Babashir, Babajawisch das gesagt hat? Wieder hast du reingekackt. Auf jeden Fall, zu der Nummer 1, jetzt komme ich zu Nummer 2, ne, Peschmerga, also Made in Germany. Guck mal. Yeah. Arash, ne? Ja, ja, der Peschmerga hat uns 2014 hängen lassen, 2001 hängen lassen und 2003 und 2 hängen lassen. 2001. 2001 war das doch auch, da wurden auch Sodawa, in den Gebieten von Sodawa wurde doch auch randaliert. Was genau, gegen Saddam Hussein, ja, stimmt. Okay, was da passiert, habt ihr nicht, oh, bitte, Bruder, ihr habt Angst gehabt vor Saddam Hussein, ich bitte dich. Genau, wir sind alle abgehauen, nicht nur. Ihr seid abgehauen, aber wer sind da geblieben? Kannst du mir sagen, wer geblieben ist? Bruder, niemand ist geblieben. Alles Bruder, was redest du da jetzt? Alle Kurden sind abgehauen. Moment, stopp. Was redest du da? Bruder, was erzählt ihr da? Was redest du da? Weißt du, Junge, was redest du da? Oh mein Gott, Bruder, bitte guck. Ach du Scheiße. Weißt du, was Saddam Hussein gesagt hat einmal? Bruder, bei Gott, Saddam Hussein hat doch Dinge, ein Jesiden. Oh, bitte, Shanks, bitte rede du. Flex. Weißt du, warum ihr Kurden abgehauen seid? Wir Kurden, weil wir Verrat gemacht haben. Weil ihr mit Iran zusammen gearbeitet habt. Genau, weil angeblich das so war. Aber so, die Jesiden, die Christen oder auch andere Völker, die sind geblieben und sind mit Saddam Hussein auch geblieben. Und er hat doch gesagt, Saddam Hussein, der hat selber gesagt, ist egal, was du bist ein Iraker, du bist ein Bruder von uns, fertig. Das war's. Da hat sogar ein Jesiden applaudiert. Ein Jesiden, so ein Soldaten. Wie nennt man das, wenn man einen Soldaten macht? Ich glaube, hier wird zu viel über Politik reden. Ganz kurz. Politik ist eine andere Baustelle, bitte. Ehrlich, Leute. Das ist jetzt eine komplette Baustelle, was wir jetzt hier haben. Aber ich habe nur eine Frage an die Jesidi. Bitte. Ja, bitte. Ja. Bitte, du musst mir diese Frage jetzt beantworten. Ja. Was hast du für eine Nationalität? In sich, ich bin Jeside. Also ist und was ist deine Religion? Scherferdin. Scherferdin, was ist das denn? Scherferdin ist eine Religion, was in den Gebieten von Jesiden aus Syrien und Türkei ganz anders formuliert werden. Die sagen Jesidentum, aber wir sagen Scherferdin, ja, weil wir unsere Religion studiert haben. Wir sind daraufhin rumgereist, weißt du? Und wir wissen, was durch die Kauels insgesamt waren. Deine Religion heißt nochmal, wie heißt nochmal deine Religion? Scherferdin. Boah, ich kann schwer aussprechen. Die nehmen Scherferdin. Mahdi Scherferdin. Abu Shanks, du hast ja. Was ist das in der Religion, Abu Shanks? Ja. Ich? Ja. Christentum. Okay, wie kann ich jetzt Christentum? Stell dir vor, ich sage, deine Religion ist jetzt Ding. Deine Religion ist die Bibel und dein. Und wie heißt das? Deine Religion ist die Bibel und dein Volk ist Ding. Dein Volk, wie soll ich das sagen? Deine Religion ist ja jetzt die Bibel, sage ich jetzt, ne? Ja. Und jetzt, ja. Dein Glaube ist auch die Bibel. Geht das so zusammen? Sag ich deine Religion ist die Bibel. Die Bibel ist ein Buch. Genau, ja. Geht nicht, oder? Ne? Ja. Nein, Jungs, ihr versteht es falsch. Weißt du, wie er meint? Er meint, seine Herkunft ist jesidisch und seine Religion ist auch jesidisch. So, genau, das wollte ich so fragen. Weißt du, ich meine, wie funktioniert nicht, das? Geht doch nicht, ne? Das, guck mal, nein, bei Jeside, bei Esdi, seine Religion, ja. Guck mal, Bruder, deine Religion ist Esdi, da stimme ich zu, Lawas, Javed, Lalisha. Das ist meine Religion, Esdi, seit wann geht sowas? Esid Khan. Der hat doch vorhin gesagt, Bruder, du bist doch... Okay, eins nach dem anderen, Aras. Nur eins, sonst geht das nicht. So geht sonst nicht. Ganz kurz bitte, eins nach dem anderen, weil wir haben jetzt gerade Politikthemen, die passen eigentlich gar nicht hier rein, weil wir haben eigentlich religiöse Themen. Aber bitte lasst mal den Abu Shanks mal bitte da oben reden, weil der Abu Shanks möchte was sagen, bitte. Okay, Bruder, alles gut, rede auf Abu Shanks. Aber was ich nie verstanden habe, so, der eine sagt, ja, meine Religion ist Jesidentum. Okay, das heißt, du bist ein Jeside. Genauso Christentum, da bist du ein Christ. So, aber dann heißt es, meine Nationalität ist Jeside. Ich denke mir so, oh, hä, okay. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber jetzt hat der Jesidi eine besondere Frage beantwortet. Und zwar deine Religion. Ich weiß, ich kann es nicht aussprechen. Tut mir auch sehr, sehr leid. Scherferdin. Ja, das ist interessant für mich. Das höre ich doch zum ersten Mal. Das steht aber da dran.
Das höre ich wirklich zum ersten Mal. Das, das stimmt. Cello, der das schreibt, der Cello, der schreibt auch Scherfedin. Kann ich das ja nochmal richtig erklären? Nein, nein, Scherfedin. Iman Ahmed Tausi Malaka. Badai. Palisade Ali Daraki. Aber ich denke, du musst es so betrachten, ne? Dass die Sinen aus Türkei, Syrien unterdrückt worden sind und dadurch diese Sachen entstanden sind, weißt du? Ja, die ganzen Lügen sind dadurch entstanden. Das heißt, die wurden unterdrückt und haben sich mit den Islamischen dann angepasst, so wie die Sinen aus Irak auch. Das weiß ich ja. Listen to me. Unter den Leuten falsche Quellen und falsche Sachen interpretiert, weil sie waren ja nicht, sie waren ja unterdrückt, sie konnten nicht lesen und schreiben. Wie sollen diese Menschen sich weiterentwickeln? Ali, kurz, Ali, ganz kurz, bitte. Sie waren unterdrückt, sie waren unsere Diener. Leute, Ali, der Kacki, bist du eure Tarnen, Untertanen. Ali, bist du Wir machen jetzt erstmal hier einen kleinen Stopp, weil jetzt gehen wir zu weit in diese Politikthemen rein. Guck mal, Leute, ich möchte Karaman. Nur 30 Sekunden, ich will das schnell erklären, dass andere das verstehen. Alles gut, Jungs, reicht, Jungs, alles gut. Politik beenden, jeder hat seinen Weg. Du willst ja auch nicht über deine Religion falsch denken, weißt du? Dann will ich das auch so kurz erklären. Nein, nein, Jungs, alles gut. Arash, bitte, der Hishwer Daraki. Ganz kurz. Du musst ja so betrachten, dass, wie ich schon gesagt habe, mit den Türken, dass sie falsch informiert wurden, ne? Dass sie falsch ausgebracht haben. Die haben ja mit den islamischen zusammen, mit den muslimischen Leuten. Und dadurch entstand ja dieses kurdische Wort. Dass so und so, dass ihr Jesidentum seid, dass eure Religion Jesidentum ist und so. Und dadurch entstand dann auch die Jesiden aus Georgien, Armenien, Russland. Und in Georgien gibt es ja eine Schule, eine Universität, wo die dadurch studiert haben. Richtig. Und dann sind die auch rumgereist, haben die über die Religion studiert und haben dann gelernt. Und dadurch haben sie gesehen, okay, ey, viele haben das falsch erklärt, jetzt müssen wir das richtig erklären. Aber die wollen sich verstehen. Und deswegen heißt es immer, unsere Religion ist immer Scherfedin. Qurbana Sheikh Adi, Din Scherfedin, Chadwe. Wie geht das? In seinem Qurban steht selber Scherfedin. Aber ja, unsere Sprache ist ESDG. Die kurdische Sprache, das steht von den Serdisch ab, wie schon gesagt, von den Persischen. Ob die der Kurs akzeptieren will oder nicht, kann er akzeptieren. Aber danach die Vermehrung durch das serdische Gebiet ist ja durch das Jesiden gekommen. Dadurch seid ihr gewachsen. Früher hieß Kurde Sid. Sid hieß das Kurde. Danach wurde Sid geändert zu Kürt. Kürt ist abgekürzt und geköpft und dann geköpft verändert zu Kurde. Richtig. Nein, Kurde ist auf Deutsch, also da musst du schon wissen, gell? Kurde sagt man nur auf Deutsch. Okay, also dann würde ich jetzt weiter mal über die Religion jetzt ein bisschen weiter sprechen, würde jetzt weiter über das Christentum sprechen, weiter das Evangelium verbreiten und gleichzeitig auch entlarven. Ich möchte auch nochmal das Thema ansprechen wegen der List. Ja, Bruder Herz. Ich rede von gestern jetzt, ne, was da passiert ist. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, war dieser Mann ein Jeside oder was war er, dieser Fashion, wie der immer auch heißt? Oder Fashion ist kein Jeside, der ist eifersüchtig, weil ich Jesiden unterstütze. Ich unterstütze jesidische Flagge und deswegen haben die Muslime jetzt ein Problem damit, ein Schwarzer. Ich kann auch die Leute sagen, warum du es unterstützt. Ich kann die Leute auch sagen, warum du es unterstützt. Guck mal, an alle, die da drinnen sind. Es gab Videos, auch Livestreams von Muslimen, wo sie auch in den Kommentaren, ja, wo die geschrieben haben, TikTok Sport nicht, ich stimme Jesiden, ... hoch, Anik, Jesiden und vieles mehr. Stand sehr viel in den Kommentaren, besser gesagt, so viele Hass-Predigt in einem Livestream und noch Leute, die kommentiert haben, so viele hasserfüllte Sachen geschrieben, das könnt ihr mir nicht glauben. Und Flex war auch selber dabei. Flex, TikTok sportlich, Flex war selber dabei. Und er hat alles gesehen und nicht nur das, er wurde auch sogar rassistisch auch beleidigt mit seiner Hautfarbe. Wir kennen das. Deswegen unterstütze auch sein Land, die Jesiden und die Aramäen. Die Aramäen kamen auch dazu. Die haben auch die Aramäer auch schlecht geredet. Ja, richtig. Über das Osmanische Reich vor 100 Jahren. Tja, aber bra, das ist scheiße, wenn man Jeside beleidigt. Warum sollte man das machen? Also ich bin ich habe noch nie mein Leben. Falls einer fragt, warum ich jetzt Atatürk als Profilbild habe, ist was ganz. Bruder Arash, schnelle Frage. Du bist ja Kurde, ne? Du bist Khode, ne? Wer? Du bist Khode. Weil du hast bestimmt Khode, Charles. Khode, Allah, Arab, du bist Allah, sagen die Araber. Du musst sagen Khode, nicht Allah. Natürlich, also sagen. Allah ist Arabisch, das sagen die Araber. Aber du bist ja Kurde, Khode. Allah ist Arabisch, Kurdisch ist Khode. Khode, du musst sagen Khode, nicht Allah. Natürlich. Das ist ja deine Sprache. Also, dieser Glaube ist von den Arabern. Das ist ja. Nein! Das ist nur eine. Oh mein Gott, das ist Sprache. Bruder, das ist Arabisch. Ali, das Flecker. Liegt, deine Wurzel liegt doch nicht da drin. Ach du Scheiße, also Jesiden aus. Also Christen aus Kurdistan, die sagen aber auch Khode, oder nicht?
Christen aus Kurdistan, die sagen Khode, das heißt nur Gott. Und Allah heißt Gott. Ja, das ist. Allah heißt nicht Gott. Allah heißt nicht Gott. Ich sag dir mal so, Bruder. Flex, kannst du mal bitte aufnehmen? Lass mich Bruder Flex, bitte. Was bedeutet lass Allah, mich, bitte? Flex? Lass mich bitte aussprechen, bitte. Ganz kurz. Allah heißt nicht Gott, sondern. Lass Flex reden. Flex, was bedeutet. Ey, Leute, was los mit euch? Jetzt mal im Ernst. Leute, kommt, das wird sonst zu extrem. Das wird sonst zu extrem. Flex, Bruder, guck mal, ich verstehe dich. Wie kann man so. Wie du dich fühlst gerade. Abu Shanks, Bruder, erklär mal bitte. Das ist so. Flex, Bruder, warte, Leute, wenn. Nicht alle dazwischen reden, Leute, bitte. Bitte, das funktioniert so nicht. Das wird so nicht funktionieren. Eins nach dem anderen. Abu Shanks wollte was sagen. Lassen wir mal bitte Abu Shanks reden. Allah heißt nicht Gott. Allah ist nur sein Name. Ilah bedeutet Gott. Ilah bedeutet Gott. Warum sagt man Alhamdulillah? Sag mir mal bitte. Ilah, stimmt. La ilaha in, la ilaha. Sag mir mal. Alhamdulillah, Ilah bedeutet Gott. Allah bezieht sich auch auf Gott, Bruder, natürlich. Das ist der Name deines Gottes. So wie bei uns. Ja. Arash, du warst kurz mundtot. Auf Islamisch schon, Bruder. Auf Islamisch, Allah ist Gott. Bei uns heißt unser Gott Yahweh. Und weißt du, was Yahweh bedeutet? Nein, weiß nicht. Ich bin der Ich Bin. Übersetzt. Okay, aber bei mir auf Arabisch... Allah hat 99 Namen, mein Lieber. Ich beziehe das Wort Allah auf Gott. Ich beziehe das Wort... Wir werden jetzt mal über die List sprechen. Alhamdulillah, Bismillah... Ilah, was ist Ilah? Leute, ich bin gleich wieder zurück. Ich bin gleich wieder da. Das heißt, Shanks, ganz kurz. Ali. Ja. Ali, ich hatte noch gesagt, ich habe die paar Jesiden, ne? Weil diese Jesiden sagen, die sollen nicht Al-Fadin sagen, die gehören auch nicht zu mir. Das heißt, diese eine hier, Sarah. Mhm. Sarah sagt, du gehörst nicht zu meiner Religion. Was sagst du als Jeside dazu? Natürlich, was ist unsere Religion? Die immer schon für Diener jemand. Ey, sicher, beide Frage an dich. Nicht belesen, keine Ahnung vom Glauben, null. Warte, jetzt habe ich Ahnung, gell, Bruder? Hör zu. Wir reden nicht von dir, wir reden von dieser Dings hier da, was sie da schreibt. Okay, Ali. An alle Jesiden, die hier drin sind, versteht mich nicht falsch. Warum dürft ihr kein Hass essen? Komm, sag mal. Dings, willst du das erklären, Bruder Yesidi? Das kann ich dir sogar als Christ erklären, warum wir Jesiden kein Kopfsalat essen. Das ist Iceberg und die sollen das nicht, bitte beantworten. Erklär ihn das mal bitte. Also, guck mal, ganz kurz, ich muss kurz rein. Leute, ich merke, das wird sonst so eine hitzige Situation, Arash. Ich bedanke mich, dass du... Bruder, wir reden gerade über Religion, ganz kurz. Da warst. Ich küsse dein Herz und ich muss das kurz stoppen, weil sonst das wird zur Streiterei. Flex, wir reden über Religion, Bruder. Wir reden über Religion. Flex, hol mal diesen Fashion hoch. Hol den mal hoch, diesen kleinen Monarch. Hol mal den mal hoch. Der hängt. Ja. Der hängt. Flex, Flex, Bruder. Ich höre. Egal, Jungs, scheiß drauf. Ja, cool, da. Okay, Kohle. Flex, wir haben gerade nur kurz okay, überlegt. Danke, weil ich merke sonst. Alles gut. Ezidi, Bruder, jetzt passt, ist es okay, wenn ich jemand anders kurz hochhole? Hol mir, Bruder, ich habe damit kein Problem. Okay, weil dann nehme ich dich später hoch, ist das okay? Alles gut. Dann wünsche ich euch Gottes Segen. Okay, Gottes Segen dir auch, Bruder Herz. Gottes Segen. Küss dein Herz. So, okay. Nein, weil sonst, Leute, sonst ich merke, das geht in eine andere Richtung. Sonst streiten sich die Leute und das will ich nicht. So, dann holen wir mal unseren Bruder Karaman hoch. Karaman! Eine wunderbare, schönen guten Tag, Felix. Hey, Salam alaikum, Shalom. Wie geht's dir, Bruder? Gut. Mir geht's sehr, sehr gut, Karaman. Mir geht's sehr, sehr gut. Sehr ich schön. Kann mich gar nicht beschweren. Ne? Und wie war dein Tag so? Mein Tag war gut. Bis jetzt noch gut. Der Tag ist noch nicht vorbei. Okay. Ja.
Felix, Felix, Bruder, wenn du junge Gemüse hier zu dir bringst und dass sie keine Ahnung von irgendeinigen Geschichten haben oder Glauben oder Religion, natürlich wird es zu Streit geben. Ja. Und dann wird auch die Thema lächerlich. Ne? Einer redet über Genozid und einer redet über Religion, der andere redet über Allah, der andere redet über Gott und weiß ich nicht was. Und leider, die können selber ehrlich nicht eine, was soll ich denn dazu sagen? Genau definieren. Ja, weißt du. Wir haben im Namen des Kurdistans nicht mal eins einzige Genozid gehabt. Das war alle islamistische Kurden. Und die islamistische Kurden haben die selber gegen patriotische Kurden gekämpft. Und die haben selber viele Kurden enthauptet. Und die sind selber gegen Freiheit des Kurdistans. Die reden nur im Namen des Islams. Interessiert den Kurdistan oder kurdische Stolz nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber das wundert mich, der gefährlichste Kurde unter Kurden ist eine islamistische Kurde. Weißt du? Der islamistische Kurde ist der größte Feind für Freiheit des Kurdistans. Und Kurden sind nicht unsere Feinde, im Gegenteil, patriotische Kurden sind unsere Brüder. Und gibt es keinen Unterschied zwischen uns, weil unsere Feinde sind immer eins gewesen. Unsere Leid war immer eins. Wir haben zusammen gelitten. In 3.8.2014, wir haben gesehen, einige islamistische Kurden haben die uns einfach in den Stich gelassen und die patriotische Kurden sind die gekommen und haben die ihre Blut für uns geflossen und haben die für uns gekämpft und das ist YPG. Das ist eine Teil von PKK. Syrische Ableger. Partei, weißt du. Warte mal Ali, bitte. Das waren die YPG. Syrische Demokratische Partei oder Armee ist ja Qasade und nicht YPG. Und YPG ist gekommen und hat uns tausende Jesiden gerettet, muss ich ehrlich sagen. Aber im Gegenteil, wenn ich rede auch, wir Jesiden, wir haben auch sehr oft Kurdistan in die Geschichte unterstützt und wir haben Kurdistan geholfen. Und kurdische Revolutionen haben wir geholfen und wir haben auch uns nie, sage ich mal, davon zurückgehalten. Deswegen, wenn eine Kurde kommt und redet über Jesidentum und will er sich lächerlich machen, dann macht er sich lächerlich über seine eigenen Vorfahren. Darf ich mich als Marokkaner Karaman, Fashion, bitte ganz kurz. Karaman, ich würde das auch gar nicht zulassen, dass irgendeiner hier reinkommt und über die Jesiden schlecht redet. Das lasse ich keine Sekunde zu. Nee, ist okay, nein, aber wenn jemand über seine eigenen Vorfahren sich lächerlich machen will, dann unter viele Kurden, dass er selber ein Verräter ist. Weißt du? Und in den letzten Jahren haben die viele Kurden, Tausende, wenn, kann sein auch Millionen von Kurden, haben die selber den Islam verlassen und wollen die nicht den islamische Religion alles eine Religion behalten. Viele sind sagen, nein, wir sind Kurden und unsere Vorfahren sind Jesiden und wir wollen zurück zu unseren Kern. Weißt du, und das ist die Realität und seit 10 Jahren muss ich ehrlich sagen, ich bin einer von den ersten unter Kurden und Jesiden, der hier auf den sozialen Medien sehr bekannt geworden ist. Auf Facebook damals habe ich angefangen, genau nachdem die letzte Genozid, was wir Jesiden in Irak, das was uns betroffen hat damals. Und natürlich, es gab es viele kurdische Islamisten, die bis jetzt auch gegen mich sind und mich als Feind Nummer 1 finden. Und viele... Was? An alle jesidischen Brüder und Geschwister, an unsere christlichen Brüder und Geschwister, Leute, lasst mal den Stream explodieren. Karaman ist da, ja, Special Guest. Alle liken, Leute. Alle mal Tipico spielen mal hier. Alle mal liken, ja.
Wir brauchen hier keine Geschenke, Leute. Einfach Tipico spielen, Leute. Einfach mal bam, 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 bam. Mal die Likes mal explodieren lassen, Leute. So, jetzt Karaman, Bruder. Aber es gibt auch sehr, sehr viele kurdische Brüder und Schwestern, die hinter meinen Rücken gestanden haben und bis jetzt mich immer noch beschützen und mich motivieren und selber den Islam kritisieren. Und die wollen den islamische Ideologie von Kurdistan abschaffen. So ist es. Und großer Unterschied zwischen Gott und Allah, Khode und Allah. Allah hat Menschen befohlen, die nicht Moslem sind, zu töten, bis sie den Islam annehmen. Aber Khode ist der Gott der Liebe, Gott der Barmherzigkeit, Gott, der jeder Mensch liebt und den Gott der gute Weg, gute Gedanken, gute Arbeit mal uns zeigt. Das ist der Khode. Wie stehst du zu dem Christentum? Wie siehst du das Christentum? Christen sind unsere Brüder. Wir haben oft füreinander gekämpft. Wenn du in der letzten armenische Genozide, was Osmanen oder so damals über unsere armenische Brüder damals, was die angetan haben. Wir haben sehr viele Armenier beschützt und dadurch haben wir selber eine Genozide durch Osmanen bekommen, weil wir sind selber Opfer geworden. Und wir sind stolz darauf, dass wir unsere Brüder, christliche Brüder, gerettet haben. Wir werden für unsere christlichen Brüder immer da sein, weil die Geschichte auch immer seit 100 oder 1000 Jahre waren wir füreinander da und wir werden füreinander für immer zusammenbleiben und wir werden auch zusammen leben. Und ich liebe Christentum. Christentum ist eine friedliche Religion. Wir lieben dich, mein Lieber. Wir lieben dich, Karaman. Ja, und ich bin bereit jederzeit für Christentum, für meine christlichen Brüder, also mein Leben auch zu opfern, damit ich meine christlichen Brüder rette von diesem Elend, was die dort im Nahosten erleben. Tolle Worte, tolle Worte. Danke. Danke. Leute, ich küsse eure Herzen. Alle in den Kommentaren ein Herzchen für Karaman. Alle ein Herzchen für Karaman. In den Kommentaren. Ich bin aus Marokko, ja. Also ich bin kein Kurde, aber ich bin mit Kurden aufgewachsen. Eigentlich 100% meiner, also eigentlich 99% meiner Freunde sind Kurden, ja. Ja. Und du hast gerade eben gesagt, ja, nur die Muslime haben dies gemacht, das gemacht. Jetzt. Islamisten, Bruder. Ich habe nicht gesagt Muslime, Islamisten. Es gibt große Unterschied zwischen Muslime und Islamisten. Ganz kurz, Karaman. Ja. Die größte religiöse Bevölkerung der Kurden sind doch Muslime, oder nicht? Ich muss ganz kurz unterbrechen. Darf ich mal antworten? Alex, kurz. Weil du hast viele Sachen gesagt, die mir nicht gefallen haben. Wir müssen das nur gerade rücken. Ganz kurz. Leute, ich muss eine Sekunde unterbrechen. Also wo Abu Shanks reingekommen ist, Gottes Segen an alle. Ich küsse dein Herz, Abu Shanks. Karaman ist reingekommen. Gottes Segen, wie geht's euch alle? Ich küsse euer Herz. Ali ist reingekommen, hat alle begrüßt. Ich küsse dein Herz. Ich bin es reingekommen, hat alle begrüßt, ich küsse dein Herz. Fashion kommt rein, begrüßt hier niemanden, redet nur mit Karaman, das war's. Ich habe am Anfang alle gegrüßt, ich habe am Anfang gesagt, Salamu alaikum, Shalom, Rosh Bash, habe ich gesagt und Gottes Segen. Ganz doch, hat er gegrüßt, Flex, vielleicht hast du nicht mitgekriegt, oder? Dann nehme ich das zurück, okay, dann nehme ich das zurück. Dann habe ich das verschiedene Sprachen, okay. Auf jeden Fall, Karaman, die JPG. Besteht doch größtenteils aus Muslime, die haben doch auch die Leute aus Schengen. Nein, Bruder, das ist ja, was ihr immer falsch denkt. Lass es nur ein Muslim drin sein. Ja. Lass 99% davon Jesiden sein, was du ja behauptest, und einer ist nur Muslim, 1% ist nur Muslim. Okay, hat der Page unter Flagge La ilaha illallah oder unter Flagge das kurdische Flagge haben die gekämpft? Die haben euch befreit. Nein, warte mal, antworte auf meine Frage jetzt. Warte mal. Ich rede über die JPG.
YPG ist eine Partei oder eine Macht, der überhaupt nicht an den islamische Ideologie denkt und überhaupt nicht akzeptiert, bra. Nein, Bruder, das ist der Wahrheit. Und YPG genauso und PKK genauso. Aber Alhamdulillah, ein Moslem, der YPG, der betet doch auch fünfmal am Tag. Nein, nein, die beten nicht. Nein, bra, nein, 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 die beten nicht. Was betet der an? Nein, die beten nicht. Die sind Patrioten. Die sind Patrioten und die lieben ihre Identität und ihre Land über alles. Okay. Weißt du? Und Islam existiert für die nicht, weißt du? Also das sind dann Shisha-Moslems. Das hat nicht mit Moslems zu tun. Die sind gar keine Shisha-Moslem. Nein, nein, warte, warte. Fashion, hab ein bisschen Respekt für diese Leute, weißt du? Das lasse ich mir nicht gefallen, ne? Nein, da sind Kämpfer und die haben IS. Die haben IS vernichtet und wenn du irgendeine Hass gegen die hat, weil die haben deine IS-Brüder vernichtet haben, das ist doch dein Problem. Ja, aber ich lasse mir nicht gefallen, dass jemand so mit diese Argumente gegenüber YPG oder YPG. Das sind meine Brüder und meine Schwester und lass sie mir nicht gefallen, weißt du. Ich muss bei einer Sache kurz reingrätschen. Fashion, ja. Du hast ja jetzt eine Anfrage gestellt. Was ist denn jetzt deine Intention jetzt hier in dem Stream? Nein, ich möchte nur das gerade rücken, gerade mit Karaman, weil ich kenne viele Kurden und hat die muslimischen Kurden sehr schlecht geredet. Ja. Sehr schlecht geredet. Der größte Teil der muslimischen Kurden hier unterstützt. Das sagen die Kurden selbst, Fashion. Das sage ich selber nicht allein und musst du die Geschichte lesen. Sehr hart die PKK, unterstützt sehr hart die PKK. Muslime machen das, finanziell gesehen. Und er hat die gerade so schlecht geredet, alle gar. Und die unter einen Tisch gekehrt, als würden die niemals die. Ja, aber Karaman kennt ja die Geschichte. Das ist der Wahrheit. Das ist meine Volk und ich kenne die Geschichte meines Volks. Du kennst nicht besser als ich. Aber diese Geschichte hast du absichtlich. Guck doch mal, wenn du jetzt auch unter die Verrätern, die kurdische Verrätern, was die selber gegen PKK oder gegen Freiheit des Kurdistan kämpfen, da sind alle islamistische Kurden, die selber Hand an Erdogan gegeben haben. Erdogan und damals den Saddam den Rücken verstärkt haben und immer so weiter. Das ging ja seit 1000 Jahren geht es so. Das sind alles kurdische Verräter, richtig? Nein, das sind Verräter. Überall gibt es Verräter. Überall gibt es Verräter. Okay, dann haben wir das mal klargestellt. Yani, du sagst nicht, wir sagen es so wie du es gesagt hast, es sind nicht alle Muslime, aber es gibt welche, die Verräter sind, richtig? Ja, Flex, wer hat gesagt, alle Muslime? Du hast gesagt, größtenteils weißt du, unsere muslimischen Kurden. Fashion, ich habe gesagt, alle kurdische Islamisten. Ja. Es gibt Unterschied zwischen Islamisten und Muslime. Jetzt hast du weißt du, Alhamdulillah. Sag's jetzt mir, ja. Gesagt. Wenn du eine Flohmarkt-Moslem bist, ist ja was anderes. Sondern das eben nicht gesagt. Eben hat er das. Das stimmt ja nicht. Natürlich sage ich immer seit 10 Jahren. Dann ist doch von Anfang an gesagt. Die ganze Zeit schon gesagt. Verallgemeinert. Aber egal. Und dann noch zu meinem letzten Punkt. Ja, zu meinem letzten Punkt. Du stehst ja sehr gut zum Christentum, hast du gesagt. Ja. Ja. Ja, weil glaubst wir haben du, genauso Jesus gelitten wie wir. Glaubst du, dass Jesus Gott ist oder ein Prophet? Du, das müssen die meine christlichen Brüder. Dazu? Warte, Leute, er hat mich die Frage angestellt und lass mich mal antworten. Ja. Das musst du mich nicht fragen. Das respektiere ich, was meine christlichen Brüder sagen, weil das ist deren Religion und deren Religion, muss ich ehrlich sagen, habe ich großen Respekt davor. Ja. Und das ist eine friedliche Religion und ich liebe meine christlichen Brüder und werde ich immer da sein für dich. Genau. Karaman, du darfst reden. Wenn alle dazwischen reden, mache ich immer so eine Sendeprüfung. Und für Christen, weil die haben unsere christlichen Brüder, haben die auch genauso gelitten wie wir durch den islamische Ideologie. Die haben auch viele Genozide bekommen. Die haben auch viele Leid bekommen. Keiner hat von den, sei mir nicht Sauerfischen, aber das ist der Wahrheit. Keine Religion ist ja friedlich, haben die gelebt mit den islamischen Religionen. Weil die würden immer von islamischer Religion bekämpft. Durch den islamischen Religion waren die erniedrigt geworden. Durch islamische Religion sind die bespuckt und alles Kuffar. Und deine Religion sagt ja selber, Adinu andallahi huwa al-Islam.
der einzige Religion bei Allah ist der Islam und außer Islam wird keine andere Religion geben und akzeptieren. فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرُ الْإِسْلَامُ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْخَاسِرُونَ sagt deine Religion. Wer nicht den Islam annimmt, wird bekämpft und wird uns nicht gefallen lassen, solange dass der Islam nicht angenommen hat. Richtig. Bitte schön. Und das rede ich von deinen Büchern, was ihr geschrieben habt, nicht ich selber. Richtig. Ja. Deswegen sage ich immer, umkehren, 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 denn der wahrhaftige Jesus Christus sagte, in mir ist das Leben und das Licht und die Wahrheit. Ne? Deswegen sage ich immer wieder, Leute. Und ich alles hier sehe, ich sage Halleluja. Danke, danke. Karaman, küsst dein Herz. Karaman, küsst dein Herz, wirklich. Ich küsse dein Herz, wirklich. Und ich feiere auch die Weihnachten. Ja, danke, danke, Bruderherz. Danke, danke. Jetzt ist der nächste dran. Jetzt werde ich natürlich stumm geschaltet. Darf ich reden? Oh, super. Ich dachte gerade, hier herrscht keine Demokratie. Nein, nein, wir haben hier eine Redezeit. Jeder hatte Redezeit. Jetzt bist du dran. Also erstmal danke dir, Flex. Und zweitens, Karaman, mein lieber Bruder, man muss einfach die Wahrheit sagen. Jesiden glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Sie glauben, dass er nur ein Prophet ist. Und wenn sie das glauben, dann wird ihnen auch im Christentum nur das Höllenfeuer zur Verfügung stehen, wie auch die Muslime, wie auch die Juden. Das muss man ganz klar festhalten. Bitte, lass die Jesiden weg, weil darum geht es ja gerade nicht. Bitte. Das war meine letzte Frage, die ich ihm gestellt habe. Wer nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, dem steht das Höllenfeuer zur Verfügung. Man muss dran glauben, dass Jesus Gott ist, man muss an die Trinität glauben. Das ist ganz einfach. Ja, aber meine Glaube verbietet mir, dass ich eine andere Religion alle andere Religion respektlos behandle, weißt du? Wenn meine christlichen Brüder denken, dass Jesus Gott ist für die, dann ist ja Gott für die. Ich respektiere das. Du hast, ach so, ich habe gerade was respektlos gesagt, deswegen. So. Nein, ja, ich respektiere. Fashion, Fashion, guck mal, ich mache jetzt die Redezeit raus, den können alle reden, Fashion, ja, zu mir klar. Eingefallen. Wir bleiben jetzt bei dem Thema, was Karaman gesagt hat, aber wir reden jetzt nicht über Okay, lass mir Christentum weg. Lass mir das Christentum weg. Reden wir über diese. Bleib mir bei Islam. Lass mir dieses Whataboutism. Er will ja nur über Islam reden. Bleib mir genauso, ja? Lass mir weiter über den Islam reden. Karaman, bitte sehr. Was ist dein Anliegen? Was meinst du? Ja, du hast. Wir bleiben beim Islam. Erzähl, wie da, der Islam. Egal wo der Islam verbreitet ist, wird durch den Schwert Blutes geflossen, Elends geflossen, Leides geflossen, Unterdrückung und Frauenunterdrückung und sowas alles. Okay. Also sag's mir, warum lebst du in Deutschland, warum lebst du nicht in einem muslimischen Land? Du alles Marokkaner. Wie bitte nochmal, Bruder? Warum lebst du in Deutschland? Du hast doch eigenes Land. Ich bin hier reingeboren. Bist du hier reingeboren? Ja. Aber bist du ein Marokkaner? Ich bin Deutscher. Deutscher, kein Marokkaner. Vorher hast du gesagt, dass du Marokkaner bist. Jetzt bist du auf einmal Deutscher geworden. Meine Wurzeln sind aus Marokko, aber ich bin Deutscher. Aber weißt du, das gibt es circa 50 Millionen Moslem, die geflüchtet sind von islamischen Ländern und die haben den Frieden hier in christliche Länder gesucht und die leben. Darf ich noch was hinzufügen? Ja. Die Frage ist jetzt zwischen. Guck mal. Du sagst ja, Alhamdulillah, du bist Moslem, richtig? Ja, richtig. Ja, würdest du in einem muslimischen Land leben wollen, weil da in einem Scharia-Land so zu 100% ausleben so wie Afghanistan. Also ich sag mal so, wir schauen uns ja jetzt erstmal den 8. Januar mal an, was da genau passiert in Deutschland mit diesem Generalstreik und so weiter. Und wenn es da richtig eskaliert. Fashion, meine warum Frage war ja Thema? Ja, ich sage. Lass ihn mal ausreden, Flex. Warte. Er hat ein wichtiges Wort gesagt. Lass ihn mal. Was meinst du, 8. Januar? Sag's mir, komm nochmal. Ja, am 8. Januar, und dann könnte bürgerliche Bewegungen, die gegen den Islam hetzen und schießen, an die Macht kommen, weil das ja vielleicht wahrscheinlich da zu einem Sturz der Regierung kommen könnte oder sonst, weil man weiß nicht, was nach dem 8. Januar. Hier in Deutschland meinst du? Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich möchte es einfach nur erwähnt haben. Ja, ich kann nach Marokko, das ist gar kein. Also solange Deutschland für dich gut und schön ist, bleibst du hier, und wenn irgendwann Schwierigkeiten auf Deutschland, wenn Deutschland auf die Schwierigkeiten zustoßt, wirst du Deutschland auf einmal so verlassen und gehen.
Wie bitte? Sorry, also solange schön und gut ist in Deutschland. Solange sie dir Bürgergeld bezahlen, wenn ihr Muslime wie im Dritten Reich mit den Juden macht, ja, dann verlasse ich Deutschland. Was meinst du Dritten Reich? Also, du weißt ganz genau, was ich meine. Du weißt ja, wir wollen mal richtig verstehen von dir, was du meinst. Was ich meine? Vorbereitet ihr irgendeinen Krieg, einen Bürgerkrieg hier in Deutschland oder was? Ich erzähl's dir. Es gibt hunderte Streams wie Flexer seine, die verfolgen alle gar dieselbe Richtung, immer gegen den Islam zu schießen. Ja. Ja. Es ist eine Propaganda, die von wem die auch finanziert wird, weiß ich nicht. Ja. Die rollt, der Rubel rollt die ganze Zeit, die Leute sind nur gegen den Islam am Hetzen. Ja? Ich bin Illuminati. Vor allem eine Plattform Flex, Plattform wie TikTok, die eigentlich dafür gedacht war, für Kinder, dass sie hier ein bisschen tanzen und keine Ahnung was und dass man hier ein bisschen sich unterhält, benutzen viele diese Plattform. Okay, weißt du was? Ich gebe es zu. Ich werde von Soros bezahlt. Was machen wir jetzt? Du wirst von Soros bezahlt. Nein, das Schlimme ist, es heißt ja auch, die Jesiden bezahlen dich, weil du für die Jesiden bist. Ey, Fashion! Warte, Leute, ich muss eine Sache sagen. Aber es gibt Gruppierungen, wird da selber mit verlinkt. Ganz kurz. Mein Ex-Muslim, ABK, hat ihn ja selber hops genommen schon vor vier Jahren. Warte, darf ich reden? Ja, warte. Aber ich bin Jeside, mein Volk wurde gelitten durch deine Religion. Aber nicht in Deutschland. Weißt du? Aber nicht in Deutschland. Deswegen sind meine Volk geflüchtet. Meine Volk ist geflüchtet. Vor deiner Religion sind die geflüchtet. Aber du bringst deine Religion. Du bringst also meinst du, dass jemand bezahlt mir das, damit ich das sage oder was? Ja. Ich will kurz was sagen, alle kurz stimmen. Ich rede jetzt ganz kurz mit Fashion. Zwei Minuten brauche ich, Leute. Alle nur kurz stimmen. Bitte sehr. Stimmen. Karaman, Bruder Herz, bitte. Alle nur kurz stimmen. Ganz kurz. Ich rede nur kurz mit Fashion. So. Denkst du, Fashion, dass Mohammed damit gerechnet hat, dass wir jetzt Computer haben, dass wir eine Technologie haben, dass wir so tief in euren Schriften graben werden, dass wir gewisse Dinge erfahren? Nee, hat Mohammed damit schon mal gerechnet? Nein, das war Allah. Allah hat das gesagt. Wir uns nicht im Koran steht, wenn wir uns, Umgangssprache, wenn wir uns nicht assimilieren, wir werden nur akzeptiert als Muslime, wenn wir uns assimilieren. Sie akzeptieren dich nur, wenn du so wirst wie sie. Und er hat das vorhergesagt und es stimmt. Allahu Akbar. Ja, und wo sagt er aber, dass diese Technologie so weit geht wie jetzt? Wie bitte? Wo sagt er aber, dass die Technologie so weit geht wie jetzt? Der sagt das. Warum soll das? Das steht nicht drin. Ich komme 2021 kommt das iPhone 15 raus. Bereitet euch drauf vor. Denkst du, so hat er das gesagt? Also in der Bibel steht drin, dass all diese Dinge auftreten werden. Und deswegen ist die Bibel die Wahrheit. Der wahrhaftige, lebendige Gott, Jesus Christus, hat alles vorhergesagt, was heute passieren wird. Steht in der Bibel. Muslime glauben daran. Aber in deinem Buch, Der Injil und die Tora. Warte, ganz kurz, Fashion. Ja. Aber in deinem Buch finde ich nichts von dem. Von was? Nochmal der letzte Satz, vorletzte Satz. In der Bibel, ja, alles, was heute passieren wird, steht in der Bibel drin. Da finden wir das. Ja, und deswegen ist die Bibel die Wahrheit, der wahrhaftige, lebendige Gott. Deswegen ist er die Wahrheit. Denn als er am Kreuz war, hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat die Wahrheit gesagt. Aber in deinem Buch finden wir sowas nicht. Doch, man hat uns gewarnt, wenn wir nicht so werden wie ihr. Was sind denn die Prophetien? Wir werden verfolgt. Wir machen das noch viel einfacher. Was sind denn die Prophetien im Koran? Du meinst die Prophezeiungen? Prophetien, ich weiß, ich habe noch nie Prophetien gehört. Die Prophezeiungen, bei uns gibt es noch wir eine. Wir können die deutsche Sprache nicht so gut wie du beherrschen, weil wir nicht, ich bin nicht hier in Deutschland geboren. Du bist, am Anfang warst du Marokkaner und auf einmal bist du Deutscher geworden und nach fünf Minuten weiß ich nicht, was du wirst danach. Hier sagen viele, ich habe ein Problem mit Jesiden. Das stimmt nicht, ihr könnt gerne kommen. Und dann könnt ihr euch mit meinen ganzen jesidischen Brüdern an einen Tisch setzen und dann kriegt ihr erstmal von denen erstmal ein bisschen Fett ab. Jederzeit gerne.
Du bist Moslem, ist das richtig? Alhamdulillah, ja. Ja, also das heißt, du hast jesidische Geschwister oder Freunde und... Richtig, alles meine Brüder und, du brauchst... Darfst du denn christliche Freunde haben? Leute, stummt euch mal alle kurz. Stummt euch mal bitte alle kurz. Alle ganz kurz. Ich war noch gar nicht fertig. Okay. Ganz kurz. Also in der Bibel haben wir etliche Prophezeiungen, was heute passiert. Jetzt frage ich dich, Fashion, was für Prophezeiungen haben wir im Koran? Wie kannst du uns denn überzeugen? Wo habt ihr Prophezeiungen? Ich habe noch nie eine Prophezeiung bei euch im Koran gesehen. Was habt ihr für Prophezeiungen? Bruder, ich kann dir nur eine Sache prophezeien, ja? Nimm den Islam an und du wirst dann vom Höllenfeuer gerettet. Sehr schön! Das ist eine Prophezeiung, die ich dir garantieren kann. Da ist eine Prophezeiung, die ich mache, die Scherbe, Bruder. Die Bank! Nimm die Scherbe. Guck mal, merkt man, dass du ein Unwissender bist. Du hast schon den richtigen Bart. Wallah, du hast den richtigen Bart. Darf ich mal kurz Fashion. Wobei, du Arabisch Gott heißt. Fashion, Bruder, wir haben nichts gegen Moslems. Wir haben was gegen islamische Ideologie. Okay. Unter Moslems gibt es auch gute und schlechte Menschen, weißt du? Und nicht jeder Moslem praktiziert den Islam zu 100%. Du hast viele jesidische Freunde, die sind so wie Bruder für dich, aber Islam verbietet, dass du mit einem Kafir eine Freundschaft schließt, weißt du? Ich bin eine Kafir in Ansicht deiner Religion. Ich bin eine Kafir. Karaman, Khalo, Karaman. Ich nenne dich auch die ganze Zeit Khalo. Wegen Respekt, ja. Kein Problem. Lass mich diese Sünde mit mir nehmen, ja? Weil dann stehe ich ja vor Allah, wen ich als Freund habe, wen nicht, ja? Das entscheide immer noch ich für mich selbst, ja? Und wenn das eine Sünde sein sollte, weil das so beschreibt immer, dann lass es eine Sünde sein. Dann ich merke, du bist ein guter Mensch, aber du hast deine Religion falsch verstanden, Bruder. Nein, total falsch verstanden. Nein. Weißt du, hast du nicht richtig gelesen, deine Religion? Warte mal ganz kurz. Ich lasse mir doch nicht von einem Christen oder einem Jesiden oder einem Juden oder einem Buddhisten mir meine Religion erklären, wie ich zu leben habe, was du weißt noch nicht mal, was in deiner Religion ist. Aber ich glaube, bei euch hackt es manchmal ein bisschen, wenn ich zu euch sage, ey, ihr seid ja komplett Antichristen, ihr verhaltet euch komplett nicht christlich, wenn ihr hier Hetzer treibt. Das aber ist komplett unchristlich. Ja, aber wo hetzen wir denn? Arabisch heißt, das weißt du schon. Hast du dich mal mit dem... Du nicht, Flexer, ich rede nicht über dich persönlich, aber deine Leute, die du immer als Gäste hochholst. Ja, aber hast du schon mal die denn? Was haben die denn gemacht? Zum Beispiel ein Abu Shanks, den kenne ich euch schon ein bisschen länger. Ja? Hast du schon mal dich beschäftigt mit Ayat al-Qur'ani al-Qitaliyah? Nein, habe ich nicht. Ayat al-Qitaliyah im Koran, hast du dich beschäftigt damit? Nein. Nee, okay. Dann, du hast gar keine Ahnung von Islam, aber, Bruder. Aber komisch, dass ein Jeside sich sehr gut mit dem Koran auskennt. Warum? Ja, nachdem den Massaker, was meine Volk gelitten haben durch den islamische Ideologie, dann habe ich den Koran genommen, habe ich ein bisschen unter meine Lupe genommen und da, was ich rausgekriegt habe, also muss ich ehrlich sagen, damit du heute mir hier drin sind bist, die Haare vom Kopf gefallen. Weißt du. Guck mal, ganz kurz. Ich will nochmal dieses Thema ansprechen, weil das mich so sehr interessiert. Also, unser wahrhaftiger, lebendiger Gott, der Herr Jesus Christus, hat uns viele Prophezeiungen in der Offenbarung. Die ganze Bibel ist voller Prophezeiungen, die heute auftreten. Die wir heute sehen. All die Prophezeiungen im Namen des Herrn Jesus Christus. Ja, denn er ist der wahrhaftige, lebendige Gott. So, wenn ich mir dein Buch anschaue, Fashion, und gerade eben hat man es ja auch gemerkt, was für Prophezeiungen habt ihr überhaupt in den Koran? Gar nichts, was wir bisher gar nichts nennen können. Willst du mir jetzt sagen, eine Mondspaltung? Bis heute wissen wir ganz genau, es hat sich nie ein Mond gespaltet. Was ist denn das für eine Prophetie? Wenn ich in ein Planetarium gehe, ja, wenn ich in ein Planetarium gehe und mir diese Lupe nehme, warte ganz kurz, Karaman. Und wenn ich diese Lupe nehme, ich sehe gar keine Mondspaltung. Es hat noch nie eine Mondspaltung gegeben, je und je in der Geschichte. Und jetzt frage ich dich, Peschen, was für Prophezeiungen
habt ihr in der Bibel? Dankeschön, du hast das Wort, du darfst reden. Im Koran meinst du? In der Bibel, dankeschön. Nenn mir 5 Stück von der Bibel, bitte. Ich meine, sorry. Ja, aber ich will, mir doch mal, ich will mal eine von der Bibel hören. Darf ich dir helfen, Feschen? Ich will sagen, wie passiert ist. Feschen, kann ich dir helfen? Ich hab dir ja eine gesagt. Im Koran steht, wenn ich nicht gleich werde wie du, ja, wenn ich mich nicht assimiliere, haben wir genau diese Situation, die und heute das passiert. Ist eine Prophezeiung. Das ist eine Prophezeiung. Das ist eine Prophezeiung. Das ist eine Prophezeiung. Kann ich dir helfen, Feschen? Kann ich dir helfen, kurz, Feschen? Ja, das ist eine Prophezeiung. Was? Ja, mal, dann, ich sage mal, eine Prophezeiung von den. Darf ich mal eins sagen? Ja. Lass mich dir helfen, Feschen. Ja, bitte sehr. Es steht in euren Büchern, dass der Prophet gesagt hat, wer jeden Tag 7 Datteln isst, ja, und wenn eine Schlange ihn beißt, wird ihn nichts bringen, weißt du? Datteln, 7 Datteln, wenn du jeden Tag isst, kannst du auch Gift trinken, wirst du nicht sterben oder nicht leiden dadurch, weil ich krank werde. Ist das ein Hadith oder was ist das? Ja, da red mal, da frag mal, Pierre Vogel, dann wird er dir erzählen. In welchem Hadith steht da? Welcher Hadith also, ist das? Also jetzt muss ich dich nicht anlügen, aber das steht in euer Hadith. Ich kann Sahih al-Bukhari, weißt du. Sahih al-Bukhari? Ja. Komisch, ey, wallah, ihr kennt euch alle gar immer mit dem Islam so gut aus. Ihr habt euch alle gar gelesen. Ihr habt die Sahih al-Bukhari. Nein, der Flex, er ist kein schlechter Mensch, aber er kann seine Religion nicht, weißt du, das ist ja das Problem. Gott auf Arabisch, also eine Sache muss ich ja erwähnen. Fashion, du bist ein respektvoller Mensch, muss man wirklich sagen. Ja, ich beleidige. Du bist sehr, sehr respektvoll. Und dafür wirklich wirklich Hand nach oben, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, und das sage ich auch vor 600 Leuten, du bist wirklich ein respektvoller Mensch, aber du kennst dich mit der Religion ja gar nicht aus, Mann. Das ist, du sollst, guck mal, die was richtigen Warte. Die richtigen Muslime in meinen Augen sind die Muslime, die den Islam zu 100% ausleben. Und dann austreten und erkennen, dass da was nicht stimmt. Das sind für mich die richtigen Muslime. 99% deswegen haben wir Leute wie Rob Christian, Ahmad Ex-Muslim, Christian Prince, darunter Salafis. Hey, das sind richtige Salafis, die den Islam 100% ausgelebt 100% haben und irgendwann mal erkannt sind. Haben, hey, hier stimmt doch was. Ja, das sind Leute, die das Wissen haben, ja. Ich habe nicht 100% Wissen über den Islam komplett, ja. Das kann ich auch sagen hier. Das ist auch nichts Schlimmes im Islam, ja, wenn man nicht 100% Wissen hat. Man kann sich immer noch reinlesen und rein. Ich bin jeden Tag dabei und ich danke eigentlich euren Streams, weil durch eure Streams bin ich meiner Religion näher gekommen. Vorher war ich ein richtiger Jahil. Ein Jahil, sein Vater. Ich sag's dir. Und durch eure Streams bin ich meiner Religion. Na siehst du, wir haben dir geholfen. Näher gekommen. Jeden Tag informiert mich mehr. Wir haben dir geholfen, damit du Deutschland verlässt, Bruder Feschen, und gehst du zu Marokko, zu Azat al-Islam. Und du bist Jahil. Ja. Wer redet jetzt alles? Ich weiß nicht, verstanden, wer alles redet. Weißt du, kennst du das Wort Azza, Fashion? Al-Aznam. Al-Azzat al-Islam. Ja. Und Azzat al-Islam ist das, wenn ein Moslem in seinem eigenen Land lebt, weißt du? Und wenn du unter Kuffar lebst, dann hast du deine Azza verloren, Bro. Weißt du? Ich habe meine Azza verloren. Ja. Ja. Fashion, du lebst ja. Guck mal, oder ich mach's noch besser. Fashion, jetzt mal alle, gib mir nur eine Minute. Fashion, eine ganz wichtige Frage. Du arbeitest oder arbeitest du nicht? Ich arbeite. Du arbeitest. Wann hast du Weihnachtsgeld bekommen? Nein, 13. Monatsgehalt. Okay, das ist Weihnachtsgeld. Okay. Nein, das ist kein Weihnachtsgeld. Das ist 13. Monatsgehalt. Das ist Weihnachtsgeld. Nein. Monatsgehalt. Das ist nein. Weihnachtsgeld. Nein. Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld ist nur 70% deines Lohnes. Ich kriege 13. Monatsgehalt. Das ist ein Lohn nochmal extra dazu. Ganz wichtig. Das ist ein Riesenunterschied. Okay. Und du bist dann der Jahil. Okay. Also du willst mir sagen,
Ja. Du willst mir sagen, du willst uns hier in Deutschland sagen, das ist kein Weihnachtsgeld? Das ist kein Weihnachtsgeld. Er meint den das ist Weihnachtsgeld, mein Freund. Steuerlich und absetzbar gesehen, das ist Weihnachtsgeld. Das ist 13. Monatsgehalt. Er merkt doch nicht mal, dass er ein Jahil ist. Das ist ja, aber wie kannst du in einem Land leben, wo Alkohol gibt? Das Monatsgehalt wird am Ende des Jahres bezahlt. Das Monatsgehalt auch Weihnachtsgeld dazu gehört, ne, aber egal, ne, also. Nein, wird nicht egal. Jetzt sagen wir, jetzt müssen wir okay, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Warte, Leute, eine Sekunde. Eine Sekunde. Wir machen das jetzt noch viel einfacher. Ja. Hast du letzten Monat doppeltes Gehalt bekommen, 13. Gehalt? 13. Gehalt habe ich bekommen, doppelt, 1:1 doppelt, nicht weniger. Nicht wie Weihnachtsgeld. Okay, hast du es letzten Monat bekommen oder diesen Monat? Wie bitte? Warte, Fashion, immer mit der Ruhe. Hast du es letzten Monat bekommen oder hast du es diesen Monat bekommen? Ich bekomme das diesen Monat. Ich krieg mein ersten Lohn. Hast du es jetzt letzten Monat oder bekommst du es jetzt? Ich krieg meinen ersten Lohn, kriege ich immer zum 1. und mein 13. Monatsgehalt habe ich zum 15. ausgezahlt bekommen. Das normalerweise Warte, ganz kurz, Leute. Diesen Monat hast du es bekommen oder letzten Monat? Ich habe das zum 15. abgerechnet bekommen. Also diesen Monat? Ja. Also hast du Kuffargeld bekommen? Warum habe ich Kuffargeld? Das ist Weihnachtsgeld. Das ist Kuffargeld. Ja, jetzt hast du uns alle gerade zum Lachen gebracht. Ich habe es nochmal erklärt, dass der 13. Monatsgehalt nicht Weihnachtsgeld ist und du willst es immer nicht schaffen. Du weißt, dass es so ist und wir tun gerade Ulala. Das ist Weihnachtsgeld. 13. Monatsgehalt ist nicht Weihnachtsgeld. Du Sohn eines Charufes seid. Weil ein Weihnachtsgeld ist nur 70% deines Gehaltes. Und der Monatsgehalt ist 100% Auszahlung. Und wenn ich Steuern diene, das abgerechnet. Nein, bitte nicht beleidigen, Leute, nicht beleidigen. Ja, das ist ihre Art. Bitte, wenn das zu Beleidigung kommt, gehe ich raus, muss ich ehrlich sagen. Ich komme nicht hier. Ich komme nicht hier so. Das geht ja nicht. Nein, lass ihn mal. Lass ihn mal. Fashion, ist Weihnachtsgeld eine Pflicht? Vom Unternehmen oder nicht? Weihnachtsgeld ist keine Pflicht, nein. Ja, genau. Das heißt, dein Chef gibt es dir freiwillig zu Weihnachten. Richtig, ich habe auch damals. Damals habe ich auch dieses Corona-Geld bekommen von meinem Unternehmen. Das sind bis zu 1.500 Euro Steuern. Kuffargeld. Die hab ich auch so. Der lebt in einem Kuffarland. Nein, okay, unterscheiden wir mal zwischen Corona-Geld und Weihnachtsgeld. Aber ihr redet Weihnachten ja schlecht, ihr seid ja nicht. Warte mal ganz kurz. Wenn das Kuffargeld ist, ja, und es kommt bei mir an, dann ist ja wieder muslimisches Geld, richtig? Weil ich habe es ja angenommen, weil ich ja Moslem bin. Das heißt, wenn ich von diesem muslimischen Geld. Warum arbeitest du nicht in dein eigenes Land? Seid ihr auf muslimischen Straßen, richtig? Ey, ich werde wahnsinnig. Fötchen, was braucht ihr? Ey, Jungs, Leute. Das wird schwachsinnig gerade, bitte. Fashion. Bra, Bruder, hört mir zu. Warum meiste Moslem fliehen von islamischen Ländern weg? Von welchen islamischen Ländern? Sag mir Syrien, Irak, Palästina, Libanon, Jordanien, Somalien, Sudan, überall. Marokko, Tunesien. Ja, warum? Ja, ich gehe nur von Deutschland aus, ja. Ich gehe nur von Deutschland aus und ich schaue mir immer diese Flüchtlingsstatistiken an und so weiter, um mit anderen Islamhetzern zu debattieren, ja. Und Syrien ist da ja auf Platz 1, danach kommt ja, glaube ich, auf Afghanistan gefolgt, ja. In Syrien hat ja geherrscht, oder herrscht immer noch Krieg eigentlich. Aber Afghanistan herrscht keinen Krieg. Afghanistan herrscht Scharia. Warum geht ihr nicht nach Afghanistan? Weil die NATO 20 Jahre lang die Taliban. Nein, aber NATO ist nicht mehr da, Bruder. NATO hat 20 Jahre lang die NATO. NATO ist nicht mehr da. Jetzt herrscht Scharia in Afghanistan. Lass mich ablenken. Die NATO hat die Taliban 20 Jahre lang bekämpft. Um am Ende wieder die Taliban an die Regierung zu setzen. Echt krass. Ja, okay, dann bitte schon. Dann bitte schon, Bra, geh mal nach Afghanistan. Go US-Team! Ja. 20 Jahre lang haben die Taliban gekämpft. Fashion, das ist ja nicht mal böse gemeint. Aber wenn du ja sagst, Alhamdulillah, du bist Moslem, dann müsstest du den Islam 100% ausleben. Hast du heute eine Gebetswaschung schon gemacht? Habe ich heute, ja.
Hast du heute gemacht? Wie oft hast du heute jetzt schon gebetet? Jetzt haben wir jetzt 12 Uhr Mittag. Wie oft hast du gebetet? Ich habe den Fajr und den Subh gebetet. Ich muss jetzt den Dohr gleich beten. Fertig. Und hast du bestimmt uns alle verflucht. Okay, wann machst danach du das? Danach kommt der Asr, danach kommt der Maghrib. Ja. Der Isha ist dann um 18 Uhr 8. Und dann ist das alles erledigt, Bruder. Sag mal, hast du Deutschland verflucht oder nicht in deine Gebete? Ich habe Deutschland, nein, ich habe Deutschland. All diese Sachen gemacht. Guck mal, warte, ganz kurz. Du hast ja all diese Sachen gemacht, aber du machst es auf einem Boden von einem was? Kuffar-Boden. Gehen Mekka, oh mein Gott. Das ist ich bete in Richtung Osten. Ich bete gehen Mekka. Das heißt, ich ziehe Mekka bis nach Deutschland hier rüber. Allahu Akbar. Was sucht ihr mit dem Kopf? Flex, Bruder, ich verabschiede mich. Also muss ich ehrlich sagen. Fashion, ich mag dich, Bra. Ob du obwohl du bist eine Moslem, ich mag dich. Aber ich mag keine Islamisten und ich mag keine islamische Ideologie, muss ich ehrlich sagen. Ja, Khalo, kein Problem. Guck mal, ich unterstütze auch die jesidische Bewegung. Ja. Vielleicht kennst du Farhad Azadi, ja? Ja, kenne ich Farhad Azadi. Ja, und ich unterstütze zu denen. Grüß dich mal von mir und alle Liebe. Also muss ich ehrlich sagen, Leute, wenn ihr debattiert ohne Hass, könnt ihr gerne debattieren ohne Beleidigungen. Flex, ich bin stolz auf dich und einen dicken Kuss für meine christliche Bruder. Und ich stehe hinter euch und ich bin für euch jederzeit da. Padermann, danke schön. Habt einen schönen Tag, ne? Bitte schön. Wünsche ich euch auch. Danke. Flex, hast du eine Anfrage von Elias zufällig? Flex, hörst du mich? Nochmal? Ja? Hast du eine Anfrage von einem Abi Elias? Kannst du mal nachschauen? Okay, ich kann mal gucken. Wer ist das? Der möchte gerne hoch. Kannst du dir das mal anschauen? Oder lass uns ihn mal hören, was er zu sagen hat. Okay, keine Ahnung. Der ist gerade in den Kommentaren, ja. Ach, egal, Flex, ganz kurz, bevor alle reden. Möchtest du noch was sagen, weil dann würde ich jemand anders noch kurz hochholen, weil die Plätze sind dann so zu stark besetzt hier. Runter, Bruder, ich gehe runter. Ich geh auch runter. Alles gut, Flex. Alles gut, ich gehe runter. Gott segne, mein Lieber. Okay, alles gut. Okay, wie ihr wollt. Flex, ich wünsche dir was. Besinnliche Feiertage, macht's gut, Leute. Euch allen wünsche ich das natürlich. Dir auch, mein Lieber. Ich hoffe, dass am 8.1. in Deutschland alles gut wird und bleibt zu Hause am 8.1. Züge, alles fällt aus. Autobahnen werden zugesperrt, bleibt zu Hause am besten. Ich hoffe, alles gut. Alles klar. Ja, okay. Den wählen. Ah, und möge alle euch recht leiten. Tschüss. Ja, ciao. Gott beschütze dich. Ich sage immer wieder, möge der Herr Jesus Christus ihn recht leiten. Alles gut. Genau, ich küsse das auch. Willkommen zu Jesus, das ist der wahre Weg. Möge der Herr Jesus Christus ihn recht leiten. Alles möge gut. Möge er deinen Traum erscheinen. Bruder, ich bin da, Bruder. Ist es okay, wenn ich dich kurz auch runtersetze und andere hochhole? Weil dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ist das okay? Natürlich, das ist okay, Bruder. Okay, alles klar. Ich küsse dein Herz, Bruder, dafür. Kannst auch nochmal eine Anfrage stellen, ist kein Problem. Danke dir. Ja, so, jetzt holen wir mal andere hoch, weil dann ist es ein bisschen fair, weil sonst... ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber den hole ich mal kurz hoch. Holen wir mal... ich glaube, der Abi Elias ist ja hier oben, genau. Oder? So, Abi Elias und Aslem, was können wir denn für euch beiden tun? Hallo, erstmal. Ja, hallo. Und zwar, ich bin seit 20 Minuten in dieser Live. Ich bin Kurde aus Syrien und ich bin in Syrien aufgewachsen. Okay, was können wir denn für dich tun? Auf diese Thema, also Islamisten, Christen, Yahuden, also weißt du, was ich meine? Okay. Ich bin seit 5 Jahren in Deutschland, also ich kann nie so perfekt, aber ich versuche, weißt du. Auf jeden Fall. Also wegen dieser Hass, Christen, Juden, Muslimen, also ich bin auch eine Muslim, aber muss ich nicht ein Radikal sein oder wie eine, weißt du, was ich meine? Also um dich geht's ja auch gar nicht, alles gut. Ich weiß, und also ich bin auch eine Muslim, Bruder. Ich habe in dieser Welt mit gar keinem Menschen Problem, Bruder. Mit Juden, mit Christen, mit Esiden, mit Indien, Bruder. Wir haben keine Probleme. Wir sind alle von einer Person, Bruder. Von Adam und von Hawa. Dein Buch lehrt aber was ganz anderes, mein Freund. Aber auch mal zu, ich will bis weit, also weiter noch.
Also sagt mein Dien auch, sagt so und sagt so, guck mal, Bismillahirrahmanirrahim, ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'abudum, wa la antum abiduna ma abudum, wa la ana abudu ma abudum, lakum dinakum wa liyadin. Das heißt, also... Du hast deine Religion, ich habe meine Religion, aber trotzdem tue ich meine Geschwister und Brüder aufklären, muss ich, das ist meine Aufgabe. Wie muss ich, Bruder, ich bin ein Muslim, aber ich, warum soll ich den Toten, Bruder? Bin ich keine Muslim jetzt? Okay, dann lies uns mal, hast du dein Koran bei dir? Nein, habe ich nicht, leider, ich bin nicht zu Hause. Warum hast du dein Koran nicht bei dir? Warum soll ich meinen Koran bei mir haben? Kleines Buch oder so, hast du nichts dabei? Nein, habe ich nicht, ich bin nicht zu Hause. Du aber sag mal, welche Sura willst du sagen? Sura 9, Vers 5. Okay, was sagt da? Was sagt da? Ich dachte, du kennst dich mit dem Koran nein, aus. Nein, ich will das du sagen. Ja, wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, was dürfen die dann machen mit uns, mit Christen und Juden? Bruder, sag dir eine Sache. Sag dir nur eine Sache. Guck mal, ich habe gesagt, ich bin eine Muslim, ich bin keine Radikale. Ich habe mit dir, guck mal, du kannst so sein, du kannst so sein. Du kannst auch eine Christe aggressiv sein, eine Christe radikal sein, Bruder. Der auch, Juden auch, Bruder, Muslime auch, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich bin eine Muslim, ich sag dir, ich habe mit gar keine Menschen auf diesem Weg. Wir sind alle von einer Familie, von Adam und Hawa. Warum Elias, kannst du uns aber mal die Frage beantworten? Weil ehrlich gesagt stelle ich mir auch immer die Frage, was das zu bedeuten hat. Jeder sagt irgendwie was anderes. Weißt du, was ich meine? Kannst du die Frage von Flex beantworten, was das genau bedeutet? Ja, weiß das alles, was der ich weiß, was die Felix sagen. Das, wie soll ich das? Was heißt das genau? Also, okay. Was heißt das? Okay, wir machen das einfach. Das solltest du eigentlich kennen. Wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, was darfst du mit mir machen als Christ und was darfst du mit den Juden machen? Zurzeit bin ich eine Muslim. Und ich mache, Bruder, guck mal, das ist vor 1400 Jahre alt. Hör mal zu. Das ist 1400 Jahre alt. Damals, die haben das gemacht. Das ist bis heute noch gültig. Das ist nicht, das geht nicht um damals. Das ist sogar die Bibel ist bis heute noch gültig. Also kannst du nicht sagen, das ist damals gewesen. Also das heißt, du willst sagen, deine Schrift ist damals, also braucht man nicht mehr drauf hören, oder wie? Nee, selbst wenn es damals, das war ja gerade eine Bestätigung. Das war ja eine Bestätigung, was da steht. Guck mal, es gibt ja noch, ich bin hier reingekommen wegen nur dieser Hass, Bruder. Guck mal. Du kommst und du gehst, Bruder, du kommst nur um eine Sura, Bruder. Was haben Muslime Schutz gemacht? Was haben Muslime Christen an Kuffar getötet? Warum redest du nicht über gute Sache, Bruder? Warum redest du nicht über gute Sache? Das verstehe ich nicht. Was ist die Problem, jetzt. Bruder? Nein, mein Lieber, du bist ein sehr, sehr lieber Mensch, sage ich dir ganz ehrlich. Aber du kennst deine Schrift nicht. Das ist das Problem. Du kennst ja deine Schrift nicht richtig. Ja. Du bist wirklich ein lieber Mensch. Ich küsse dein Herz dafür. Aber du kennst deine. Bruder, wenn ich meine, was du gerade gesagt, Bruder, wenn muss ich ein radikaler Muslim sein und sage, also Christen und Juden nicht kaffar, du bist von einem. Du wartest von einem Muslim so sagen, Bruder. Nein, falsch. Ich erkläre es dir nochmal. Es geht nicht darum, ob du ein Radikaler bist, darum geht's nicht. Ich will nur, dass du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Und zwar, du kennst deine Schrift nicht. Du selber als Person, du bist ja kein radikaler Mensch. Du bist ja kein radikaler Mensch. Aber bin ich ein Muslim oder nicht? Was? Nochmal? Bin ich ein Muslim oder nicht? Also wenn du sagst, du bist ein Muslim, gehe ich davon aus, dass du ein Muslim bist. Was ist eben deine Meinung? Was ist eben deine Meinung? Was meinst du, was ist in meiner Meinung? Meinung. Also in seinen Augen, was bist du, was ist er für dich so gesehen? Also du bist für mich kein schlechter Mensch, nur weil du jetzt sagst, du bist Moslem, mit dem hat es nichts zu tun. Darum geht's nicht. Er meinte, glaube ich, ob er im Glauben verfestigt ist, nach deiner Meinung nach, ob er dem Buch folgt. Normalerweise ist er ja nicht verfestigt, weil er die Schrift nicht kennt. Ja. Naja, lebst du, oder fragen wir es noch besser gefragt, lebst du den Glaube zu 100% aus, also den islamischen Glaube? Ja, 100%. Bist du ganz sicher? Bruder, kein perfekt Muslime sein oder kein perfekt Christe sein, keine kann perfekt Jude sein, Bruder. Du weißt das richtig genau, Bruder. Richtig. Bist du perfekter Christe, Bruder? Du folgst Bibel 100%? Nein, Bruder.
Okay, ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Was sind aber die fünf Säulen des Islams? Fünf Säulen? Was sind die fünf Säulen des Islams? Gebet, Zakat, Umrah, man astata'a alayhi und Sadaqa. Bruder, guck mal, ich bin da aufgewachsen, ich bin arabische Schule gegangen, islamische Schule gegangen, weißt du? Und ich sag dir, wegen dieser Hat, dieser Hass, wir sind in Deutschland, also wir sind im, also wegen islamische Radikale, weißt du, was ich meine? Wir sind hier gekommen, Bruder, hier geflüchtet, Bruder. Aber trotzdem, ich sage, ich bin Muslim, Bruder. Die haben meine Schwester, meinen Bruder getötet, meine Familie getötet. Wer hat deine Brüder und Geschwister? Bruder, du weißt ganz genau, was in Syrien passiert in 2014. Bruder, du hängst. Elias? Hallo? Ja, Elias, was bist du denn für ein Landsmann? Ja. Ich bin und du bist aber trotzdem Muslim. Ja, ich bin Muslim. Wo ist das Problem? Hört ihr mich? Du hängst. Jetzt besser. Also du bist Kurde und bist aber Muslim, richtig? Jetzt? Ist alles okay, Leute? Man hört dich, aber du hängst ein bisschen. Ja, Leute, hört ihr mich oder nicht? Man hört dich. Okay, ich glaube, jetzt sollte es passen. Warte. Du hakst ein bisschen, ja. Okay. Abi, Elias. Ja. Elias, hörst du mich? Ja. Okay. Laut islamischer Sicht, als was wirst du bezeichnet? Du hast gesagt, du bist Kurde, oder? Ja, hört er mich jetzt oder hört er mich jetzt nicht? Ich höre dich. Elias, auf. Leute, eine Frage. Hört ihr mich oder hört ihr mich nicht? Ja, wir hören dich. Doch, man hört dich. So, Leute. Hört ihr mich, Leute? Ja, man hört dich. Elias, du hast dich auf stumm geschaltet. Okay. Elias. Ja. Elias, laut, du bist ja muslimisch, du glaubst ja an Allah, oder? Ja. Okay, laut deiner Schrift, als was werden Kurden bezeichnet? Bruder, es gibt Kurde Christen, es gibt Kurde Muslime, es gibt Kurde Eside, es Bruder, gibt Bruder, warte, ganz kurz. Laut deiner Schrift, als was wirst du bezeichnet? Laut islamische Schriften, laut wie wirst du bezeichnet? Bruder, ich verstehe deine Frage nicht. Ja, was meinst du genau? Kannst du mir einfacher machen? Du bist laut so hart das klingt, ja, so hart es klingt. Ja. Moment, meine Verbindung ist also, ganz schlecht. Ey, was ist denn los? Das ist gut mit meiner Verbindung, ey. Oder ist es meine Verbindung, Leute? Jetzt ist gut. Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Nicht, dass wir hier gehackt werden. Jetzt ist gut. Okay. Laut islamischer Schrift, ja, wenn wir das lesen, wie wirst du als Kurde bezeichnet? Weiß er gar nicht. Wie weiß ich gar nicht? Alles, was ist? Der sagt, das ist ein Mensch. Warte, wir holen Karaman rein. Karaman kann Arabisch. Moment. Hol mal Karaman rein. Karaman kann Arabisch. Ja. Eine wunderschöne guten Tag. Darf ich mal kurz auf Kurdisch mit Ihnen reden? Wunderschönen guten Tag. Brau, tisch kudera Kurdistan, it karish morbe. Ich rojava ma bera bije. Tisch kudera rojava ich. Karaman, bitte erkläre ihn auf deiner Sprache. Ja. Laut den Schriften, wie er bezeichnet wird, und gib ihm auch bitte die Überlieferungsquelle, weil er wird es mir sowieso nicht glauben. Nee, kein deswegen Problem. Sagst du es. Das ist ja meine Sache, kein Problem. Das ist Afrini, ja, das ist Kobani. Das ist noch ein bisschen, Bruder. Das ist meine Bische. Warum? Privatsache. Dann bist du keine Kurde. Warum sprichst du im Namen des Kurden jetzt hier? Wenn du selber nicht sagen willst, aus woher du kommst, und das ist keine Privatsache, ich komme aus Garmischloch. Was ist ja schlimm daran?
Tamam, Azraqim, Abijan. Das Raqi? Dann bist du kein Kurde. Chawa ist kein Kurde. Nein, Raqqa ist eine arabische Stadt. Ja, aber gibt es tausende Araber, dass die auf der kurdischen Sprache besser als du tausendmal besser beherrschen können. Ja. Auf einmal bist du jetzt aus Kobane. Also was vielleicht, wieso, das regst du dich auf, wenn ich auf Deutsch sage? Er ist kein Kurde, Bruder Flex. Er kommt aus Raqqa und er möchte gerne Kurde sein. Weißt du? Ja. Das ist die erste Sache. Und zweite Sache. Ja. Hey! Ja. Bruder, ich rede ganze Zeit, Flex, ich rede ganze Zeit, guck mal, der kennt mich ganz genau, Bruder. Ja. Ich rede mit dem ganze Zeit kurdisch, ne? Aber ich will nicht meine Stadt einfach sagen, der ich sagt, kenn die nicht. Du kommst kenn die nicht. Woher kenne ich dich? Bist du mein Nachbar oder was? Ja. Du möchtest gerne Eltern Kurde her, sagen. Elias. Wo kommen denn deine Eltern her? Ja, ich habe den gesagt, der weiß das. Kommt aus Kobane und Kobane durch den islamischen Schwert wurde vernichtet. Ja, aber was heißt das? Das war nicht unser Thema. Guck mal, das ja, war unser Thema. Das ist dein Thema. Das ist dein Thema. Okay. Er fragt, die Flex hat dich gefragt, auf Kurdisch werde ich sagen: Gelu, Tjave Musulmana, dat wo kurte chi. Tjave Musulmana, kurte chi ma? Kufar. Ja, und wenn du Kafir bist im Auge des Moslems oder islamische Ideologie, du bist eine Kafir, dich als Kurde, nehmen die nicht an als Moslem. Du wirst nicht akzeptiert. Und wenn du selber zugibst, dass du in den islamischen Ideologie, du wirst als Kurde eine Kuffar benannt, schämst du dich nicht, im Namen des Kurden kommst du hier und redest du, dass du eine Kurde bist und ein stolzer Moslem bist. Karaman, ich verstehe dich gar nichts, ne? Und Hälfte, Oberhälfte des Kobane, ich will dich gratulieren, Flex. Hörst du mich? Flex? Flex, hörst du mich? Ich höre dich. Ich will dich gratulieren. Zu 100% Kobane waren die, zu 100% waren die Kobane Moslems, bevor IS kam. Jetzt sind über 60% haben die den Christenglauben angenommen. Ich gratuliere es euch, meine lieber christliche Bruder und Schwester. Da hast du 100% recht. Ja, da habe ich 100% recht. Also, du kommst aus Raqqa und aus Kobane. Und aber du hast, guck mal, unser Thema, guck mal, Tamra Guru Brabnera. Warum haben die 60% von Kobane christliche Tum angenommen, christliche Glauben angenommen? Bruder, warum haben die den Islam verlassen? Hallo, du hast mir gesagt, guck mal. Du hast mir gesagt, was ist unser Thema war, Tamarago, Nasser Kubani und Nasser Christibut. Ja, aber sei ehrlich, im Namen des Kurden oder Rojava, aber ich bitte, Elias, dass keiner kommen Elias, hier einfach. Elias, ganz kurz, rede mit dir, aber Elias, weißt du, was mir aufgefallen ist? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Karaman ist gerade eben reingekommen, auf einmal drehst du dich um 360 Grad und auf einmal kommt plötzlich was anderes. Weil er kann Kahraman. Alle kennen Kahraman, bra. Und wenn Kahraman kommt, dann dreht der Spieß immer öfter um, weißt du? Weißt du, warum meine deutschen Kenntnisse nicht so gut sind? Deutsche Sprache, Flex? Weil ich habe mich mehr gekümmert um meine Muttersprache. Und viele wundern sich, Kahraman, so lange lebst du in Deutschland und du kannst die kurdische Sprache so super beherrschen. Weißt du, ich kenne besser als die Leute. Aber Kahraman, eine Frage dich. Dann frag. Du brauchst keine Zmane, ich brauche sie. Okay, dann merke ich, bitte schön. Karaman, ich habe ihn runtergesetzt, Karaman, weil er hat mich angelogen. Ja, er ist kein Kurde. Er kommt aus Raqqa und Raqqa sind die Araber, weißt du. Vielleicht kann er ein bisschen kurdische Sprache beherrschen. Und er kommt nicht aus Kobane. Kobane ist eine Stadt, die jeden Kurde stolz macht. Weißt du, die haben IS, die haben die Mujahedin dort vernichtet, weißt du. Karaman, die sind hier zum Christentum übergetreten, meinst du? Ja, 60%? Ja, 60%, die sind zum Christentum eingetreten und die haben jetzt für sich die Kirchen gebaut, weißt du, und die feiern Weihnachten ganz normal. Maschallah. Und die zu 60% haben die den islamische Religion verlassen. Halleluja. Ja. Halleluja. Ali, mein Bruder, man sagt auch, 10 sind Kurden.
Aber Karaman, ist dir mal aufgefallen, bei uns Christen ist der Frieden kein Gewalt. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, natürlich. Ich liebe Christentum, weil Christentum so hat Ähnlichkeit mit unserer und unsere hat Ähnlichkeit mit Christentum. Weißt du, alle Religionen, Flex, alle Religionen sind friedliche Religionen, außer ohne Glauben. Alle Glauben suchen nach Frieden. Nur der Islam sucht nach Hass, schnürt nach Hass und nach Töten und alle, die nicht Moslem sind, zu vernichten und zu und Zwang, durch den Zwang, den Islam anzunehmen. Richtig. Und wer den Islam nicht annimmt, alle so, sag ich mal, Ahl al-Kitab, die haben drei Wege. Entweder nehmen die das Islam oder bezahlen die das Jizya oder werden die bekämpft, solange dass den Islam annehmen. Aber so Leute wie wir, Jesiden, die nicht Ahl al-Kitab sind, nur zwei Wege haben wir, entweder den Islam oder getötet zu werden. Weißt du, das ist der Islam. Und egal, wo der Islam herrscht, herrscht Krieg, bra. Oder herrscht Armut. Ja, weißt du, herrscht Unterdrückung. Diese Ideologie, das ist ein, der Prophet Mohammed sagt, Rizqi tahta zalli ramhi. Ich habe meine Brote durch mein Schwert gekriegt, mit Gewalt, weißt du. Und gibt es in deren Büchern, Koran, in deren Büchern Ghanaim. Ghanaim, das bedeutet, wenn ich komme und dich überfalle, dich umbringe, Beispiel, deine Frau und deine Frau und das alles, was dir gehört, ist meine Ghanaim, dann gehört mir, weißt du. Und das ist halal in Islam, ja. Ghanaim ist halal. Karaman, du hast dich gut damit auseinandergesetzt. Wolle, Karaman, du bist ja belesener als manche Muslime selbst. Also. Ja, und das Problem, viele haben selber keine Ahnung, wenn die selber ihre Bücher lesen, richtig, weißt du, dann werden die ehrlich. Und ein islamischer Gelehrter, er hat gesagt, Islam ist ja bis jetzt entstanden durch den Angst. Wenn wir den Angst unter uns Moslems beschaffen, dann wird keiner Islam mehr geben. Genau. Weißt du? Ja. Weißt du, die geben selber zu. Ja. Die sagen selber, Ur'abu. Ur'abu bedeutet, ihr solltet Angst in deren Herzen stecken, weißt du, damit die den Islam nicht verlassen. Genau. Angst und Schrecken verbreiten. Angst und Schrecken verbreiten. Deswegen kläre ich auch hier meine Brüder und Geschwister auf und deswegen sage ich immer zu meinen Brüdern und Geschwistern, wenn jemand anderes kommt und ein anderes Evangelium verkündet, so sei er verflucht. Warum? Denn unser Herr hat selber gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist getan. Es ist schon vollbracht. Also dürfen wir auch eine andere Lehre nicht annehmen. Warum? Ja. Warum lassen wir uns so leicht abwenden, wenn der Herr uns aber in der Bibel gezeigt hat, es ist vollbracht, denn das Evangelium ist und bleibt die Wahrheit. Deswegen, Leute, es ist ganz, ganz wichtig, Leute, liest die Bibel. Das sage ich immer wieder zu unseren Glaubensbrüdern und Geschwistern. Sage ich immer wieder. Frohe Weihnachten, ja. Bruder. Marus. Frohe Weihnachten. Segen an alle und frohe Weihnachten. Aber das Geile von Elias, er wollte zuerst seine Stadt mir nicht verraten. Weiß ich nicht, warum. Ja, er wollte flüchten, Bruder. Du weißt selber. Er ist dieser Anhänger von diesen, die schwarzen. Ja. Du von Raqqa. Raqqa war eine Hauptstadt von den IS, das weißt du? Das ist die Hauptstadt von denen. Deswegen. Ja. Er hat gleich sein Radio gezeigt. Weißt du, was sie in Kobane eingerichtet haben? Die haben Kinder enthauptet. Die haben Frauen vergewaltigt und enthauptet. Die haben sogar die Katzen getötet. Hauskatzen, weißt du? Die sagten, da sind Kurden. Bekämpfe die Kurden überall. Da sind doch Kuffar. Und in einige deren Bücher steht drin, was bedeutet Jinn auf Arabisch, Leute? Innal akradun qawmun min al-jinn. Wer kennt das mehr? Jin. Ja, gesagt, Jin. Soweit wie ich weiß, Karaman, soweit wie ich weiß, laut Islam sind Kurden Jins. Ja, Jin, was bedeutet Jin auf Arabisch? Geister, glaube ich, oder? Also Deutsch. Da sind keine Menschen, Dämonen, da sind Geister, Geistersöhne. Dämonen.
Ja, Dämonen, Dämonen, genau das, Dämonen. Weißt du, Kurden sind Dämonen, also man soll die bekämpfen überall, wo man die findet. Aber die meinten, weißt du, aber Flex, was mich wundert, weißt du, wenn ich dir sage, dass wir dir wundern, es gibt einige Kurden, die sind mehr Islamisten als arabische Islamisten. Richtig. Weißt du, die sind bereit, alles zu opfern für Islam. Das gibt's auch unter Kurden. Das muss man nicht vergessen. Ja, weißt du? Und meiste kurdische Patrioten werden die durch deren Schwert getötet. Weißt du? Das ist ja das Problem. In 90er Jahren gab es große Krieg zwischen die und PKK. Aber ich muss auch ehrlich sein, die können nichts dafür. Die werden verarscht. Die kriegen ja eine richtige Gehirnwäsche. Ehreleitung, richtig. Ja, und wahrscheinlich geht da auch alles das sind richtige Organisationen, die werden von Katar, Saudi-Arabien, Erdogan unterstützt, weißt genau. du? Die haben auch Macht. Ne? In vielen Seiten von Kurdistan, also kann man, also ich selber, ich kann jetzt nicht nach in einige Seiten von Kurdistan nicht hingehen. Wenn ich hingehe, werde ich sofort hingerichtet oder besteinigt. Mhm. Karaman, aber wir wissen das. Ja, du deckst ja die Wahrheit auf, ne? Ja. Du hast deine Gemeinschaft mit der Finsternis, du hast ihre Finsternis aufgedeckt, da musst du weggemacht werden. Ja, aber du weißt, wie viel Kurden haben die sich bedankt bei mir, damals und immer noch. Sagt Kahraman, du hast unsere Augen eröffnet. Richtig. Weißt du, wir danken dir dafür. Ja, natürlich. Das macht der Bruder. Leute, einmal alle hier in den Chats mal die jesidische Flagge posten. An unsere ganzen Abonnenten, Leute, postet mal bitte die jesidische Flagge. Alle in Kuban ist das 2014 passiert und du folgst, glaube ich, Flex noch lange, also nicht lange, seid genau, ehrlich. Genau. Und wir haben die letzten Wochen sehr oft darüber gesprochen, was in Kobane 2014 passiert ist. Und wir leiden bis heute noch runter. Und es gibt ja das Internet, das heißt, es gibt etliche Videos, wie die Leute 2014 gelitten haben. Ob das jetzt das Video ist mit der Frau, die leider ihre... Ich weiß, was du meinst. Und ich habe auch immer wieder erzählt, die Frauen sind vertrieben worden, die sind abgehauen in die Gebirgen mit ihren Kindern zusammen, konnten ihren Kindern kein Essen geben. Das heißt, sie mussten ihre eigenen Kinder dort begraben. Und wie gesagt, wir reden seit Wochen darüber, wir wissen alle darüber Bescheid. Und Gott sei Dank gibt es das Internet, dass wir selber uns die Videos anschauen können. Was also passiert ist und wir leiden bis heute. Ja, aber das steht alles in deren Büchern. Ja. Also der Prophet Mohammed hat selber Bani Khaybar, Bani Qanaqa und Bani Qurayda überfallen und deren Frauen versklavt, deren Frauen für sich und seine Armee genommen, den Männer alle enthauptet und alle jugendliche, männliche Teenager, die Haare an den Brust gewachsen ist, die haben auch enthauptet. Und alle anderen kleinen Kinder haben die Gehirnwäsche gemacht für die und haben die für sich als Sklaven angenommen. Weißt du, das kann man nicht vermeiden. Das steht in islamische Bücher. Soll irgendeine Moslem kommen und mir sagen, dass ich lüge? Nein. Sollen die mir die Geschichte von Bani Khaybar erzählen? Die Geschichte von Bani Qanqa, Geschichte von Bani Qurayda. Sogar Khalid bin Walid ist der Sahaba von Mohammed, hat er selber bin Nuwayra enthauptet und seinen Kopf in Flammen gesteckt und in diese Flammen hat er sein eigenes Essen gekocht. Weißt du, der ist der engste Sahaba zu Prophet Mohammed. Wahnsinn. Weißt, ja. Und seine Frau vergewaltigt. Also du kennst ja die ganze Materie, Karaman. Also. Ja, und wenn man diese Geschichten erzählt, dann sag ich, wenn du irgendeinen Islamist fragst, warum hat er das getan? Ja, Ibn Nuwayra war eine Kafir, der war gegen das Islam.
Ja, 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 aber auf einmal ist er gegen den Islam. Dann auf einmal war er gegen das Islam. Nein. Muslim, ja, ja. Ja, der wollte nur den Islam nicht annehmen, vielleicht, weißt du. Er wollte friedlich leben und seine eigene Religion von damals oder weiß ich nicht, was das war, praktizieren. Und dann, da hat er ihn getötet, ihn enthauptet und seinen Kopf in die Flammen gesteckt. Und über diese Flammen, hat er sein eigenes Essen gekocht. Da machen die gleich Taqiyya, oder was sagt ihr? Und in der gleichen Nacht hat er seine Frau vergewaltigt. Bruder Kahraman, diese Geschichte mit Muhammad Chayani, Askurman, die ist der Böse. Chad Veyani, Chad Sarkoska, Tubu Chemka, Tubu Khiza, Khul, Chad Khiza, Wiji, Zmela, Wikashkir. Nein, hör mal auf, das ist keine wahre Geschichte, bitte. Erzähle keine Geschichten von Flohmarkt, Leute. Ja, ich suche, wenn ich was suche, dann lese ich deren Bücher. Und in deren Bücher steht alles drin, weißt du. Ja, also was irgendeine Geschichte, was du gehört hast oder erfunden wurde, das mag ich solche Sachen nicht. Ne? Also, noch was, der Zaid, da hat der Prophet Mohammed Zaid adoptiert und ihn großgezogen, erzogen oder weißt du. Und irgendwann hat er Zaid geheiratet und war er angeblich der Sohn von Mohammed, adoptive Sohn. Und irgendwann geht der Prophet Mohammed zu ihm nach Hause und verliebt sich in seine eigene Schwiegertochter. Und dann, ich kenne die Geschichte. Ja. Und dann geht er zu Zaid und sagt, Zaid, diese Frau habe ich eine Wahi bekommen von Allah, dass du musst dich scheiden lassen von deiner Frau und deine Frau soll meine Frau werden. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Danke, einfach nur krank. Also ich kann das schon gar nicht ernst nehmen. Also mein Bruder, ne? Also das kann ja nicht von Gott kommen. Ne? Du bist ja sehr belesen da drin. Wie kann das von Gott kommen, Bruder? Nein, die sind stolz darauf, Ali. Die sind stolz. Die Frage ist, Leute, was ich noch sagen muss, ich werde seinen Namen nicht nennen. Wie kann ein Prophet eine andere Frau ausspannen? Wie geht denn sowas? Das ist unglaublich. Wieso? Es gibt in Surat an-Nisa, wa inna amra'atun mu'minatun wahabat nafsiha lin-nabi likay yastankahuha. Eine Frau kam zu Prophet und hat sich ihre Körper beschenkt, ne? Sagt zu der Prophetin, du kannst mir antun, was du möchtest. Oh mein Gott. Weißt du? Da steht. Hey Bruder, aber sag mal ehrlich, wie ist deine Meinung? Wie kann das? Das kann doch nicht von Gott kommen, Bruder. Das ist doch. Weißt du was? Also, ehrlich gesagt, ich habe nichts dagegen, was die unter sich machen. Die sollen einfach uns in Ruhe lassen, weißt du? Ja. Es gibt manchmal Fragen. Die fragen uns, warum redet ihr nicht über Christentum? Ja, aber die Christen haben uns nichts angetan. Die tun uns nichts. Was soll ich über Christen reden? Richtig. Na, wenn die uns in Ruhe lassen, wir werden die auch in Ruhe lassen. Richtig. Aber wenn die uns nicht in Ruhe lassen, natürlich werden wir weiterreden. Richtig. Also mehr alles uns umzubringen können die nicht, aber einmal bin ich auf diese Erde gekommen und werde ich auch einmal diese Erde verlassen. Richtig. Und habe ich keine Angst vor Tod, weißt du? Genau. Ich werde sowieso sterben. Genau. Und warum soll ich Angst haben? Richtig. Absolut. Ja. Wahnsinn, was wir hier heute alles lernen, Mann. Also und Karaman auch nochmal da. Und auch nochmal die Geschichte hier zu erzählen, das ist der Wahnsinn, was wir so das Schlimme, lernen. Das Schlimme, Flex, wenn du manchmal in Moscheen geht, dann kommt der Mullah und erzählt diese Geschichten und alle sagen, Allahu Akbar, guck mal, wie ganz der gut. Islam schön ist. Weil alle jetzt gerade fragen, warum hat Flex armenische Flagge? Leute, ich küsse die Herzen der Armenier, Leute. Ja, ich unterstütze diese Flagge auch, deswegen Leute, wenn die Flagge da ist, Leute, ich küsse eure Herzen, Mann. Ne, dass ihr Bescheid wisst, Leute. Auch eine Minderheit, die ich auf jeden Fall unterstütze, Leute. Ich küsse eure Herzen, Leute. Die haben auch gelitten, muss ich ehrlich sagen. Und im Endeffekt haben die eigenes Land und ich liebe auch Armenier, muss ich ehrlich sagen. Ja, sehr gut, Mensch. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir da und unterstützen auch Armenier. Auch, ja. Ne? Auch, deswegen nicht vergessen, Leute, ich küsse die Herzen eurer Mütter. Sag's euch nochmal.
Leute, deswegen haben wir auch die armenische Flagge, Leute. Bruder Karaman, ich habe eine Frage, aber wer, also es gibt ja nur diesen einen Glauben, der sehr, also ist nach meiner Sicht, dass Angst und Schrecken in der Welt verbreitet. Es ist ja nur irgendwie ein. Aber wisst ihr, welche so, Flagge ich auch noch liebe? Ja. Ich auch ehrlich, bam! Schloma Uno! Ja. Jawohl. Ali, yeah. Ali, bra, das ist Asch. Ja. Erzähl mal. Uno! Bra, man muss auch, was man redet, muss man auch aufpassen. Ja. Es gibt unter Moslems auch friedliche Moslem, gute Moslem. Wir sagen nicht, dass alle Moslem Terroristen sind, aber ich sage, alle Terroristen sind Moslem. Ja, diese Islamisten, die meine ich. Ja, die Islamisten. Also es gibt friedliche Moslems auch, muss ich ehrlich sagen, die den Islam nicht praktizieren zu 100%. Allein, die sagen, du, wir sind Moslem und nicht mehr. Weißt du? Und man muss nicht alle unter einen Kamm scheren. Ne? Differenziert, richtig. Und ich habe nichts gegen Moslems, nur deren Ideologie. Ich habe was dagegen, weil deren Ideologie respektiert meine Meinung nicht, akzeptiert meine Meinung nicht, akzeptiert mich nicht als Mensch. Ich muss deren Religion annehmen. Warum soll ich eure Religion annehmen? Wieso? Dann noch mit Zwang. Also, das gibt ja keinen. Und das Ganze auch noch mit Zwang, ne? Ja. Also mit Zwang. Keine Liebe, weil wer es nicht annimmt, dann gibt es auch eine Nackentherapie. Ne? Ja, ich will keine Namen nennen, aber ich muss. Wo ist da die steht im Koran: Umurtu an uqatilu nas hatta an yashhadu la ilaha illallah. Da weißt du, also ich würde befohlen, dass da sagt der Prophet Mohammed, ich wurde von Allah befohlen, solange die Menschen bekämpfen, bis sie den Islam anzunehmen. Unglaublich, unglaublich. Ja. Und morgen ist mal frohes Weihnachtsfest. Ja, frohe Weihnachten. Frohes Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich habe gestern ein Video gepostet auf meine Sprache. Karaman, eine Sekunde. Thorsten, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ja, ich wollte. Ich verfolge euch ein bisschen. Ich kriege diese Moslem-Christen-Diskussion mit. Was ich halt schade finde, ich meinerseits respektiere und akzeptiere die Moslems. Andersrum wird mein Glaube, ne, den Christentum, von denen manchmal sehr stark attackiert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde, der Respekt gegenseitig ist wichtig. Bruder Karaman kennt sich da in der Sache sehr gut aus eigentlich. Ja, das Problem ist, dass... Worauf möchtest du denn hinausgehen, Thorsten? Erklär uns das ganz genau. Ich finde, dass jeder seinen Glaube leben kann. Richtig, das soll er ja machen. Das kann er gerne machen. Es ist mir egal. Ob nur Moslem, Hindu, ist mir alles wurscht. Nur ich möchte, dass... mein Glaube von denen auch genauso respektiert und akzeptiert wird, wie ich es tue. Dein Glaube wird aber nicht respektiert laut deinen Schriften. Oder Rahnermann, ganz genau. Das finde ich sehr, sehr schade. Das ist aber auch, ich denke, es liegt auch an den Menschen, wie sie dann dieses auch umsetzen. Einige sind sehr radikal und das ist, wie gesagt. Das ist euer Schuld, Thorsten, das ist euer Schuld. Ihr Deutschen habt ja selber Schuld. Wenn es so lange Bürgergeld gibt, weißt du. Und euer eigene Grundgesetz frisst euch, weißt du selbst. Das ist euer Problem. Das Problem ist, es liegt bei den Deutschen. Warum lässt ihr euch das alles gefallen? Ich bin alles Gast hier in Deutschland und ich respektiere dieses Land. Ich bin Jeside und ich bin dankbar, dass die Deutschen mich aufgenommen haben und ich respektiere dieses Land und ich respektiere Gesetze dieses Land und ich respektiere die Sitten dieses Landes, weißt du? Das ist schön. Weißt du, aber wenn irgendeiner Moslem kommt und er meint, er sucht nach einem friedliches Leben, soll er leben. Aber wenn er dieses Land nicht respektiert, hat er dieses Land nicht zu suchen. Warum lässt ihr euch gefallen? Genau, raus damit. Weg. Ja. Ganz das einfach. Mal, da habt ihr mal, selber schon. Sag's mal so, guck mal, Thorsten, lass uns mal auch ganz ehrlich sein. Ich meine, wenn jeder hier reinkommt in dieses Land, ja, hier auf deutschem Boden, ja, jetzt gehen wir mal ganz direkt, jetzt sprechen wir mal Deutschland an. Ja. Wenn wir hier in Deutschland sind, müssen wir uns
was? Wir müssen uns hier anpassen. Genau. So. Ich kann jetzt nicht mit meiner afrikanischen Ideologie in einem Land kommen, wo ich Gast bin. Ich bin ja immer noch Gast hier drin. Okay? So. Das heißt, du bist ich bin hier zu arbeiten, ich passe mich hier an. Ich bin noch nicht fertig, ganz genau. Ich mache hier meine Sachen. Ich darf tun und machen, was ich will. Aber ich bringe keine andere Ideologie in diesem Land rein. Warum? Das ist immer noch deutscher Boden. Ganz einfach. Ja. Aber wenn jetzt jemand anders hier reinkommt, ja genau, aber wenn jetzt jemand hier reinkommt, um meinen zu müssen, seine Ideologie hier auszuleben und hier mit Gewalt zu verbreiten, ganz ehrlich, One-Way-Ticket, gehen wir zurück auf den Es ist das Land der Deutschen. Es ist das Land der Deutschen, das ist zu respektieren. Das ist euer Land. Das ist euer Land. Wir sind gerne dabei, mitzuhelfen, genau. Dieses Land zu beschützen. Genau. Weißt du, wer dieses Land nicht respektiert, aber das Problem von den Deutschen, manchmal, es gibt einige Deutschen, was sagt man? Wir sind alle gleich vor euch da, weißt du? Das ist ja das Problem. Nein, wir sind nicht alle gleich. Es gibt es viele, die stehen hinter hinter Deutschland und die wollen auch dieses Land beschützen und nicht, dass sie unsere Freiheit uns ausrauben. Richtig. Ich hab eine Frage an dich. Nee, nicht an dich hier, an unseren Gastgeber. Ja. Hast du die deutsche Staatsbürgerschaft? Lex, er meinte ich. Das hat damit nichts zu tun, das hat mit deutschen Stütz. Also ich habe die Staatsbürgerschaft, ja, tatsächlich. Dann bist du doch kein Gast. Ja, wir sehen also unsere Ideologie. Ja, ich nenne mich Afrodeutsch. Ich nenne mich Afrodeutsch. Ja, aber du bist aus meiner Sicht mit der deutschen Staatsbürgerschaft kein Gast. Nee, das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Also ich habe auch deutsche Pass. Ich habe auch deutsche Pass. Und das bedeutet nicht, dass ich ein Deutscher bin, nein. Aber ich habe Respekt vor diesem Land, weil ich habe eine Eid geschworen für dieses Land. Genau. Und ich werde diese Eid nicht brechen, muss ich ehrlich sagen. Richtig. Und ich bin seit über 30 Jahre lebe ich in Deutschland. Und ich bin sehr dankbar. Sehr dankbar. Und ich hoffe, dass du irgendwann auch deutsche Flagge mal auch zeigst, mal Bruder Flex. Alles Dank an Deutschland, genau. Weißt du. Und ich bin sehr dankbar an Deutschland, muss ich ehrlich sagen, dass die mich aufgenommen haben und dass ich meine Rechte und mein Leben ausleben, wie ich möchte hier in Deutschland. Aber dann seid ihr doch keine Gäste mehr, dann seid ihr doch genauso stolze Staatsbürger wie jeder andere auch. Ja, okay, so. Egal was. Also so sehe ich das. Ja. Tatsächlich sehe ich das auch so. Bin ich schon ganz der Meinung von Thorsten. Ja, wir haben diese Dings angenommen. Also die Lebensweise, unsere Denken, unsere Handeln demokratisch, jeden respektieren. Aber es gibt gewisse Leute, die nicht so denken wie wir. Aber, genau. Aber es ist doch. Also ich will es nochmal erwähnen. Es gibt gewisse Leute, die versuchen, hier eine Ideologie auszuleben und das mit Gewalt zu predigen. Und das funktioniert hier in Deutschland halt leider nicht. Da sind wir alle einer Meinung. Also das ist halt meine Ansicht und ich sag mal, ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir sind alle Gäste auf dieser Erde. Ja, das sowieso. Ne? Also bin ich auch Gast. Aber trotzdem, ich lebe in Deutschland. Das Recht, meine ich. Keiner hat das Recht, also die Gesetze des Deutschlands zu unterwandern und die zu brechen und sich über dem Gesetz zu stellen. Sie sollen friedlich hier leben, da ist jeder willkommen. Das deutsche Gesetz zählt für die. Machst du einmal deutsche Flagge als Hintergrundflex? Ja, das Grundgesetz müssen sich dran richten. Also ihre Dings, ihre Ideologien oder ihre ganzen Vorstellungen, da ist nicht. Ghana. Ja, hier ist es. The Black Panther, die Faust. Die Faust der Ghanesen, Leute. Hast du deutsche Flagge? Mach mal die deutsche Flagge, deutsch. Die deutsche Flagge muss ich noch hinzufügen. Das habe ich noch nicht hinzugefügt. Aber das mache ich heute Abend. Ja. Thorsten, wir stehen hinter Deutschland, Thorsten. Wir stehen hinter deutschem Grundgesetz. Das ist auch schön. Das ist auch schön zu wissen. Natürlich. Auf jeden Fall. Und wer Deutschland nicht respektiert, hat dann Deutschland nichts. Ja. Meine Aufgabe, Thorsten, ist es, wie gesagt, die Deutschland zu präsentieren,
unterdrückte Völker wie die Aramäer, wie Armenier, wie Esiden zu unterstützen, und gleichzeitig tue ich auch aufklären und gleichzeitig tue ich auch, wie gesagt, über das Evangelium sprechen. Also bei mir ist wirklich ein Allrounder. Ich mache einen Remix ein bisschen, so, ich nenne das einfach mal ein bisschen Freestyle und kläre halt ein bisschen auf. Heute, wie gesagt, ist so ein Allround, das heißt also, wir haben verschiedene Themen heute. Gleichzeitig sprechen wir über das Evangelium, gleichzeitig sprechen wir über Minderheiten wie Esiden, Armenier, Aramäer und über so solche Sachen. Das sind halt ich fand die letzte Stunde sehr spannend. Ich habe hier ein bisschen mitgelesen mitgehört. Und ich fand das auch sehr spannend, auch wie ihr damit umgegangen seid, auch mit den etwas radikaleren Muslimen, die hier zu Gast waren, fand ich schon sehr interessant, wie du auch mit umgegangen bist. Ja, wir haben ihre Sache. Absolut. Und trotzdem, wer Deutschland nicht respektiert, hat in Deutschland nichts zu suchen. Richtig. Ganz einfach, genau. Okay, ja, ganz einfach. Die Tore sind offen, können die wieder zurückgehen, woher die gekommen sind. Azare Vista. Bye-bye. Aber wenn ich das sage, wenn ich das sage aus meinem Munde... Brauchst du nicht sagen, wir werden das für dich sagen. Wir sagen gut. Nein, aber das ist ja so. Wenn ich sage, ich als Thorsten das sage, bin ich Rassist. Ich habe dasselbe Problem, ja, ich kenne das. Ja. Na? Aber dafür... Soll ich ganz ehrlich sein? Der ehrlichste Mensch, der hier in diesem Channel drin ist, das ist der Wahnsinn, das ist immer noch der Karaman. Leute, in den Chat bitte alle ein Herz für Karaman. Danke, Bro, danke. Karaman, dein Herz. Ich küsse doch dein Herz. Ich küsse auch dein Herz, Bruder. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn. Karaman-Maschine, wirklich. Aber Thorsten, eigentlich muss dir das egal sein, dass die Leute dich nennen oder so. Ich bin ja auch in Anführungszeichen Bio-Deutsch, von daher, du kannst deine Meinung sagen, und wenn dich jemand irgendwie diffamiert, dann soll er es halt machen, ganz ehrlich. Das muss mir komplett egal sein. Ich kann nichts dafür, was vor meiner Geburt gelaufen ist. Richtig. So. Da muss ich dich kurz unterbrechen, Thorsten. Ich finde das sehr gut, dass du das gerade erwähnt hast. Was davor passiert ist, in dieser Zeit, ja, das hat mit den Deutschen heutzutage nichts zu tun. Das waren die doch Nazi, das waren doch keine Deutschen, das war Nazi. Thorsten kann nichts dafür, dass das damals passiert ist. Ja, aber die Deutschen dafür, das müssen wir trennen. Wir können nicht jetzt sagen, wenn wir jetzt einen Deutschen auf der Straße sehen, der ist wahrscheinlich auch so einer. Falsch. Wer so denkt, der ist auf den Kopf gefallen. Es ist einfach. Ja, so. Aber Alex, Flex, wie viel Mal haben die Deutschen versucht, Attentat über den Hitler haben die geübt, weißt du, und die haben nicht hingekriegt. Also das haben die mit deutscher Geschichte nichts zu tun, das war nur eine Partei, eine Organisation, die Deutschland übernommen hat, ne? Genau. Und das Deutschland zu Dreck gezogen hat. Also gibt es große Unterschiede zwischen Deutschen und Nazis. Genau, aber wir dürfen unsere Geschichte nicht vergessen. Dürfen wir nicht vergessen. Es darf auch nicht wieder vorkommen. Richtig. Und wir befinden uns gerade in einer sehr schwierigen Phase. Einer sehr, sehr schwierigen Phase. Irgendwann muss ich deutscher Bundeskanzler werden. Da sagen die viele deutsche Freunde von mir. Sagen die, Karaman, du musst Bundeskanzler werden. Meine Stimme hast du. Also ja. So weltoffen... nein, aber wir dürfen unsere Geschichte nicht, also die Deutschen dürfen die Geschichte nicht vergessen, wir dürfen es nicht mehr zulassen. Also ich finde auch, dass die Leute, die jetzt neu eingereist sind, sie müssen verstehen, was die Deutschen, also die Nazis getan haben. Sie müssen wissen, sie sind ja in der Pflicht, also die Leute müssen ja lernen, was hier passiert ist, und die hier auf den Straßen rufen und diese, ne, ich will nicht ins Detail gehen. Das könnt ihr ja nicht machen. Bond. Das kann man ja nicht machen. Ne? Also. Ich bin auch stolz auf euch, meine liebe Brüder und Schwester, die alle da Kommentare schreiben, dass die stolz sind auf mich. Ich bin auch stolz auf euch. Gottes Segen dir. Was meinst du, Stosse? Habe ich nicht verstanden. Gottes Segen dir. Danke. Und gestern habe ich auf meine Sprache die Weihnachten gratuliert an meine christliche Brüder und Schwester. Und ich sage nochmal frohes Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja. Das ist so, ne? Frohe Weihnachten dir auch, Karaman. Danke. So, ich werde mich wieder verabschieden, Flex. Schönen Tag wünsche ich euch und fröhliche Weihnachten.
Fröhliche Weihnachten. Fröhliche. Bleibt in der Liebe. Dankeschön, frohe Weihnachten. Denn der Herr ist der Barmherzige, aller Barmherzigen. Also, falls alle fragen, das ist meine Flagge, das ist die ghanesische Flagge. Land okay. Der Könige. Ja, Ghana. Ich küsse doch eure Herzen, ich küsse doch eure Herzen. Genau. Ja, Leute, wir haben echt schönes Gespräch hier. Ne? Es geht hier nicht um Hetze, es geht einfach nur ein bisschen Aufklärung. Um Aufklärung. Bei mir ist, wie gesagt, totaler Allround. Ja, das heißt also, ich rede über das Evangelium, ich tue die Dunkelheit aufdecken, ich rede über die Minderheit, und zwar Esiden, Aramäer, Armenier. Ne? Wir haben einfach einen Allround. Politische Themen sind jetzt nicht so meine richtige Stärke, aber wenn es jemanden gibt wie Karaman, der sich damit auskennt, gerne, weißt du, dann haben wir auch ein bisschen politische Themen. Und derjenige, der hier reingeschrieben hat, in Ghana sind überwiegend Muslime, das ist falsch. Lüge, absolute Lüge. 80%, wir haben 80% Christen in Ghana, 20% wow. Sind Muslime. 80% sind Christen, 20% sind Muslime. Sogar nur 18%. Die Muslime leben in Ghana ganz abgeschottet. Die können mit der Ideologie gar nicht mal in der Stadt kommen und sagen, hey, konvertier, da gibt's richtig Stress. Bei uns in Ghana gibt's sowas nicht, dass ein Moslem in der Stadt kommt und uns sagt, hey, ja, aber keine Chance, die leben total abgeschottet. Also ich finde auch, was in Hamburg, oder wo war das mit dieser Kita, mit diesen Weihnachtsdings, wollten die ja wegmachen, diese Beschenkung und etc. Ne? Also sie leben in einem christlichen Land, sie haben hier nichts zu bestimmen, irgendwas hier zu verändern. Also das sind ja Gäste. Ihr müsst euch den Gepflogenheiten des Landes anpassen. Ihr könnt hier nichts verändern oder abschaffen. Ihr seid Gäste. Versteht? Richtig. Ja, sind ja schon Dinge verändert worden. Ne, das geht nicht. Aber so Kreuze in den Schulen oder sowas. Das ist ja schon. Und ich muss eine Sache erwähnen, weil hier hat einer reingeschrieben, wir sollten bei unseren ghanaischen Brüdern anfangen zu gucken, weil sie ja Moslems geboren sind. Ich habe das öfters erwähnt. Wer das Evangelium verstanden hat, der wird niemals das Christentum oder sagen wir mal den Herrn Jesus Christus den Rücken kehren. Genau, ihr habt das richtig verstanden. Denn wenn wir das Evangelium verstanden haben, oder wenn man das Evangelium verstanden hat, der kehrt niemals von den Herrn Jesus Christus um. Ganz einfach. Unsere Brüder, meine Blutsbrüder, die sich den Rücken den Herrn gekehrt haben, die haben das Evangelium nicht verstanden. Denn hätten sie das Evangelium verstanden, würden sie unserem wahrhaftigen, lebendigen Gott nicht den Rücken kehren. Ganz einfach. Simple and easy. Ich habe es verstanden. Ja, warum? Wir lesen in den Schriften, Vorsicht, sie werden das Evangelium Christi verdrehen. Vorsicht, sie kommen mit falschen Weissagungen. Vorsicht, sie erzählen Hirngespinste. Fertig. Und nicht einer, der 600 Jahre später kommt und mir erzählt, ey, so, ach, der am Kreuz. Es erschien ihnen nur so. Ja, dein Glaube erschien ihnen auch nur so. Ja, genau, 600 Jahre später. Es erschien ihnen nur so. Aber Flex, Bruder Flex, wenn ich dich unterbreche, aber das kommt ja nur von denen. Also kein anderer Glaube hat das jemals ins Zweifel gezogen. Also so jetzt. Das nein, so. Es kommt nur von denen. Ja. Ne? Da müssen wir ehrlich sein. Und weißt du, stell dir mal vor, ich komme 600 Jahre später und dann gucke ich am Kreuz. Ach, es erschien ihnen ja. Nur so. Ja, dein Glaube erschien dir auch nur so. Also wenn ich mir die Höhle so anschaue, es erschien ihnen tatsächlich wirklich nur so. War es denn ein Engel, der ihn gedrückt hat? Er rennt weg aus der Höhle, aber er wusste nicht mal, dass es ein Engel war. Sehr, sehr fragwürdig. Wahnsinn! Wahnsinn, ey. Du musst gerade ein bisschen schmunzeln über deine Interpretation, finde ich gerade sehr amüsant. Ja. Naja, das ist ja die Wahrheit, ne? Das klärt ja auf. Also er hetzt ja nicht gegen andere Gläubige. Er sagt, also diese Ideologie halt, es gibt gewisse Sachen, die nicht, ja, was die dann gegen uns anwenden würden, das ist einfach nicht vereinbar, ne? Also da muss man ja ganz ehrlich sein, ne? Wenn die so radikal werden oder würden, dann müssen wir leiden und das werden wir nicht einsehen. Ja, absolut. Wahnsinn. Nee, Leute, ich muss ganz ehrlich sein, heute hatten wir wirklich einen sehr, sehr geilen Stream, Leute. Ne, das ist, ich glaube,
wirklich ein sehr, sehr krasser Stream, den wir heute hatten. Ja, heute Mittag, wirklich, das ist brutal. Wir haben wunderschöne Menschen wie die Jesiden, wunderschöne Menschen wie die Aramäer, wunderschöne Menschen wie die Armenier. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Was für eine geile und starke Zusammenhalt wir hier haben. Und auch, wie gesagt, an die Community. Leute, ihr seid die Besten. Wirklich, also. Und wenn alle Menschen so miteinander leben würden. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Warte, ich poste das jetzt. Gottes Augapfel. Oh, yes. Ja, Bruder Ali, der Stream war heute gut. Ich glaube, wir sind seit 10 Uhr live. Kann das sein? Ja. Ja, war sehr gut. Also man muss, wenn alle Menschen so miteinander gut umgehen, Israeli, würden wir die Welt verändern. Also wenn man Leute, alle rein. Ein Herzchen an die Israeli, Leute. Jetzt rotiert der Chat wieder. Israeli. Ja. Alle ein Herzchen für die Israeli, Leute. Ich küsse deren Herzen. In den Chat, Leute. Israeli, Leute. Ich küsse deren Herzen. Leute, die dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Die dürfen wir auch nicht vergessen, Leute. Ich küsse deren Herzen. Ne? Küsse doch deren Herzen. Blau, die blaue Farbe, Leute. Israeli. Ich küsse doch deren Herzen. Also wenn wir alle so jetzt miteinander umgehen würden und wenn die sich auch so anfassen würden, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Dann würde ja. Viel friedlicher, wir leben alle nur einmal, ne, also wir müssen doch einen Ort des Friedens schaffen und nicht einen Ort des Chaos. Richtig, absolut, absolut, absolut. Ne, unsere Kinder sollen hier leben, sie sollen miteinander klarkommen und nicht in Leid leben und sich gegenseitig bekriegen, also das ist, ne. Vero, weißt Richtig. Du das wirklich nicht, was du mich fragst? Nee, ich frage dich, ich sag's dir gleich. Ich weiß, was das heißt natürlich. Ja, dann ist ja gut. So. Ich kann viel mehr Wörter davon, als du denkst. Hoch oder so. Und dann machen wir vielleicht noch eine kleine Pause. Gucken wir mal. Trotzdem wird City nicht Meister. Ja, Skandal. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Was geht da? Wo ist die Fahne hin? Okay, warte. Ich poste die Fahne gleich wieder. Warte. Ja. Tu Alec. So, was können wir denn für dich tun, Skandal? Was bist du für Landsmann? Aus Ghana. Aus Ghana. Oko Pananu. Yes. Ja? Wo sie? Eye, eye, etc. Mimui, na uns we. Habibi, du hast vergessen, wo du herkommst, glaube ich, wa? Nein. Glaub mir, du hast vergessen, wo du herkommst. Falsch. Darf ich unterdrückte Länder nicht unterstützen? Du darfst jeden unterstützen. Darfst jeden unterstützen. Jeden. Okay, jeden. Aber wo ist das jeden, Problem? Jeden Menschen auf dieser Welt darfst du unterstützen, der, wie soll ich das sagen, der unterdrückt wird. Jeden Menschen, der unterdrückt wird, oder? Gibst du mir recht? So, mein Guter, ich wünsche dir alles Gute. Ich will ja gar keine Diskussion anfangen. Alles Gute. Bist du auch so Baerbock? Wir sind alle Israelis. Bist du auch so einer? Wie kommst du jetzt da drauf? Also, du sagst ja hier, keine Ahnung. Darf ich Jesiden unterstützen? Jesid, Bruder, ihr darfst jeden unterstützen. Jeden okay, Menschen darf ich jeden. Aramäer unterstützen? Jeden, Habibi, jeden. Darf ich Armenier unterstützen? Bruder, ich habe mit niemandem ein Problem, Wallah Billah. Okay, warum haben alle ein Problem mit dieser Flagge hier? Warum? Bruder, ich habe mit der Flagge noch nie ein Problem gehabt. Ja, also, dann ist doch gar kein Problem. Aber was zurzeit auf dieser Welt passiert, ist es wegen dieser Flagge, muss man auch sagen. Aber was können die Zivilisten dafür? Was können diese palästinensischen Völker dafür, die jetzt systematisch nacheinander ausgelöscht werden? Was können diese Menschen dafür? Ja, aber warte mal. Darf ich dich was fragen? Natürlich. Okay. Und ich möchte, dass du mir eine ehrliche Antwort gibst. Als die Raketen reingeflogen sind in Was? Israel ja? und als in Berlin die alle sich gefreut haben und Baklava auf der Straße verteilt haben, da hat sich jeder ja gefreut. Was sagst du dazu? Also das ist mir fremd. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Das hörst du zum ersten Mal? Ja, Wallah.
Wallah, ich hätte ja eine Antwort geben, aber ich höre das gerade zum ersten Mal. Also, ich weiß nicht, welche Berliner das gemacht haben. Wenn die das gemacht haben, sollen die verflucht sein, ja, sag ich mal so. Wenn die das gemacht haben, aber ich bezweifle, dass es daran eine Wahrheit gibt. Ich bezweifle es. Also willst du sagen, dass ich das nicht miterlebt habe? Ich habe das gesehen. Du hast das gesehen? Du bist aus Berlin? Ich habe das gesehen. Guck mal, sie schreiben welche, das ist gelogen. Ich glaube, das wird hier nur Fitna gemacht. Hier wird das ist definitiv nicht gelogen. Das ist nicht gelogen. Okay, ihr sagt das. Zeig mir Videos. Schick mir Videos zu, wo ich sehen kann. Ich schicke dir Videos, Adam mich. Marusch schickt dir Video. Alles gut, Marusch schickt dir Video. Ein Moment. Nachdem die Raketen losgeflogen sind und die Berliner auf die Straße Baklava verteilt haben. Zeig mir mal diese Videos. Ich schick dir das. Das kam sogar in den Nachrichten. Kannst du gucken, in den Nachrichten sogar. Also ich schaue alle Nachrichten, aber ich schaue mir nicht diese Medien an, diese Nachrichten, wo einseitig zeigen. Das darf man sich nicht anschauen. Weißt du, was ich meine? Man muss von beiden Seiten schauen. Von beiden Seiten. Ich bin kein Palästinenser, ich bin kein Israeli, aber ich bin ein Mensch. Verstehst du, was ich meine? Ich bin ein Bruder, Mensch. Du küsst doch dein Herz dafür, ist doch gar kein Problem. Sag doch keiner was. Ich habe doch nicht gegen dich als Mensch was. Gegen dich habe ich doch gar nichts. Sag doch keiner, um Himmels Willen. Guck mal, das Ding ist, ich find's traurig, dass du jetzt hier die Flagge reinmachst, ne? Und sagst, man darf die nicht vergessen. Ich finde das irgendwie traurig, weil in dem Sinne jetzt, guck mal, es ist Weihnachten, ne? Es werden jetzt viele Bilder geteilt auf dieser Welt, wo ein Hälfte Tannenbaum, Hälfte Fackel ist, ne? Okay. Hast du dieses Bild gesehen? Muss ich mir nochmal anschauen, aber es kann sein, ja. Es geht gerade so ein Bild jetzt TikTok und Instagram auf jeden Fall. Und dieses Bild ist schon sehr bedeutsam, sage ich mal. Ja, hat sehr viele Bedeutungen. Mhm. Man kann das von beiden Seiten sehen und von anderen Seiten sehen. Also jeder Mensch, der Kinder hat, der Familie hat, der einen gesunden Verstand hat, sage ich mal, ja? Ja. Ohne kranke Neigungen. Ja, der sieht das alles falsch, was gerade. Aber was sagst du dazu, dass Hamas seine eigenen Leute als Schutzschilder benutzt? Was sagst du dazu? Weil ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich nicht vor Ort bin. Wenn ich vor Ort bin, ich würde sagen, ja, okay, du hast recht. Woher weißt du dann, dass die anderen Sachen stimmen mit den hohen Kinderzahlen zum Beispiel? Okay, woher weißt du dann, dass die anderen Sachen dann stimmen? Bitte? Woher weißt du, okay, Marusch, sag du. Ich wollte es gerade sagen, aber sag du, Marusch. Woher weißt du dann zum Beispiel, dass diese ganzen anderen Sachen stimmen mit den hohen Kinderzahlen und so? Woher weißt du das dann zu 100%, wenn du das andere nicht weißt? Genau. Also guck mal. Siehst du Skandal? Merkst du was? Nee, ich merke nichts. Ich merke hier gerade, dass... Merk dir eine Sache. Nimm nicht nur das an, was du für dich glaubwürdig erscheinen lässt. Du musst verstehen, dass hinter der Sache, egal, ich kann da jetzt echt nicht mehr viel sagen, weil du hast dir eigentlich selber ins Bein geschossen gerade, Bruder Herz. Warum habe ich mir in ein Bein geschossen? Marusch, erzähl du ihm das. Erzähl ihm. Warum denn? Warum schießt ein Unwissender gegen sein Bein? Ein Unwissender, hä? Also ihr könnt doch mir dann zeigen, den richtigen, oder? Warum jetzt gegen mein eigenes Bein geschossen? Gut. Hä? Ey, weil du zum Beispiel sagst, du glaubst gar nichts, was von der einen Seite kommt, weil du nicht da bist, aber du glaubst das andere, was von der anderen Seite kommt, ohne da gewesen zu sein. Das macht gar keinen gesagt? Sinn. Warte mal, einen Moment, habe ich das gesagt? So in etwa hast du das gesagt. Ich habe nur hingelegt und ich habe nicht gesagt, dass ich daran glaube oder daran glaube. Habe ich das gesagt? Also ihr widerspricht euch gerade. Nee, du bist ja ganz klar auf einer Seite, das kann man ja merken. Also, nee, ich bin nicht ganz klar auf einer Seite. Ich bin okay. Skandal, eine Frage, Skandal. Würdest du die israelische Flagge, zeigst du Liebe zu der israelischen Flagge oder hast du ein Problem mit der Flagge? Was habe ich nochmal? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Würdest du die israelische Flagge in die Hand nehmen und sagen, ich liebe die Zivilisten? Würdest du die israelische Flagge auch nehmen in die Hand halten? Ich nehme die Flagge. Weißt du, welche Flagge ich in die Hand nehme? Keine Flagge. So, wegen dieser Flaggen ist es doch alles hier. Nein, das war nicht meine Frage.
Guck mal, ja, mein in Israel Frage. Sind ja auch, guck mal, in Israel sind ja auch unschuldige Frage? Menschen umgekommen. Warte, Skandal. Warte, Skandal. Okay. Skandal, warte, warte kurz. In Israel sind ja auch unschuldige Menschen gestorben. Würdest du auch die israelische Flagge in die Hand nehmen und sagen, hey, für die Zivilisten, ich bin auch für euch, würdest du es in der Hand nehmen? Nein. Warum nicht? Nein, ehrlich gesagt, nein. Weil ich nehme nichts in die Hand, was mit Blut beschmiert ist. Warum ist das mit Blut beschmiert, ha? Erklär mal bitte. Guck mal, ich sag euch eins, ne? Was erklär damals, mal bitte, warum das mit Blut beschmiert ist. Was 1945 hier in Deutschland abgespielt hat, ne? Das habt ihr alle, glaube ich, vergessen. Das haben die alle vergessen. Da haben wir doch gerade eben noch drüber geredet. Was in Deutschland passiert ist, warum es passiert ist, warum es dazu gekommen ist, dass es diese Aktionen passiert, weil die Menschheit wurde darauf, die Menschen haben einen Brief, die gehen nach diesem Brief. Versteht ihr? Warum? Was redet der denn? Du hast ja gerade eben gesagt, warte, du hast eine Aussage getätigt, die mich interessiert. Du kannst auch gleich reden. Kollege, lass mich mal reden. Guck mal, ich sag euch ganz einfach. Warum wurden die damals systematisch hier ausgelöscht? Warum wurden die von Deutschland vertrieben oder von Europa? Wieso? Erklär mal bitte, warum. Wieso? Bitte. Wieso? Bitte erklär mir das bitte. Skandal, ich möchte jetzt eine Erklärung. Warum werden die ganzen Moslems aus ihren eigenen Ländern vertrieben? Wieso? Wieso? Warum werden die nach Europa geschickt? Warum dürfen die nicht in ihrem Land leben? Warum werden die weggeschickt? So, ich sage euch ganz einfach, es ist diese Politik und was ihr hier macht, ist richtig falsch. Richtig falsch. Weil ihr seht das alles nur einseitig, okay? Ihr müsst das beidseitig sehen. Jeder Mensch hat auf ein Recht, auf ein Haus, auf ein Dach, auf seine Kinder, dass seine Kinder seine Träume leben dürfen. Sind wir dafür? Habe ich recht? Sind wir sogar dafür, was okay, du sagst? Du hast ja nichts Falsches gesagt. Wie bitte? Du siehst das doch auch nur einseitig, Bruder. Ich sehe das redest nur von einseitig. Einer Seite die ganze Zeit. Und du sagst die ganze einseitig. Zeit, du kannst mit Israel nicht... Ich sehe die Juden. Guck mal, ich habe jüdische Freunde hier. Ja, wie alle. Jeder. Irgendwie. Hey, aber mir ist aufgefallen, seit dieser Sache, alle haben plötzlich jüdische Freunde. So viele Juden gibt es gar nicht. Genau, das sehe ich auch so. So viele Juden gibt es gar nicht. Also, ich weiß nicht, irgendwie haben alle jüdische Freunde. Alle haben komischerweise jetzt jüdische Freunde. Ich habe jüdische Freunde. Also, jeder im TikTok, der mir gerade folgt, der mich kennt und der weiß, dass ich einen Judenfreund hier habe, der ist der einzige wirklich, den ich auch kenne. Ansonsten, weiß ich nicht. Aber guck mal, der Kollege, der war gerade jetzt in Abu Dhabi. Der war Urlaub machen, der Kollege. So, ein Jude, der in Abu Dhabi war. Der ist bestimmt auch für Palästina, oder? Wie bitte? Der ist bestimmt auch für Palästina, der Jude, oder? Weil der ist ein Jude, ein originaler Jude. Ey, Ja. Er ist ein toleranter Mensch. Er weiß was. Guck mal, ich soll sein. Er ist ein Jude, er weiß die Wahrheit. Und ihr wisst die Wahrheit nicht, leider. Okay, warte mal, ich bin auch Jüdin und weiß ich jetzt auch die Wahrheit? Ja, dann bist du eine Jüdin, die diese Flagge radikal liebt. Radikale Menschen haben auf dieser Welt... Ich bin jetzt radikal auch noch. Suche. Ich bin ehrlich. Ich bin auch noch radikal, oder was? Anscheinend, so wie du dich hier gibst. Ja? Du, Janne, du hast kein Tolerant. Janne, du willst jetzt keinen Urlaub machen in Abu Dhabi? Nein, du gehst lieber Tel Aviv, ne? Was redet ihr da? Was ist denn los? Also du als eine tolerante... Also ich gehe auch lieber Tel Aviv. Als ein toleranter Mensch, würdest du nicht in die Dubai fliegen und Urlaub machen wollen? Erstens, ich kann nach Dubai fliegen, ja. Okay, aber warum... Ich kann nach Dubai fliegen und wer sagt, dass ich nicht nach Dubai fliege? Warum darf der Kollege nicht nach Dubai fliegen? Jetzt nur eine andere Frage. Warum darf er nicht? Warum diese blöde Antwort? Natürlich darf er nach Dubai. Hey, alle, so, verstehst du das? Ihr schießt euch gegenseitig in die Beine. Ey, was ist mit dem los? Hast du irgendwas genommen? Jetzt mal ganz Leute, ehrlich. Bleib mal bist cool. Du verwirrt? Ja, du bist cool. Irgendwie sehr bleib verwirrt. Und bleib mal auf diesem Scheißwelt ein bisschen respektvoller. Versteht ihr, was ich meine? Ihr habt gar keine Ahnung, was ihr redet. Ihr seid die Menschen, die hier sitzen zu Hause, TikTok, Instagram, hier Medien berichten. Was? Ihr glaubt jeden Scheiß, Alter. Ist so, ich war schon mal in Israel, auf jeden Fall. Okay, guck mal, du hast eine Aussage getätigt, ihr glaubt jeden Scheiß, sagst du. Aber warum glaubst du, ey, du hast eine Aussage getätigt, damit schießt du dir selber ans Bein gerade. Okay, erzähl mal. Flex, glaubt er an die Zahlen, was die Hamas weitergibt mit den Zivilisten, die gestorben sind? Hat er das erwähnt? Ja, genau. Okay. Glaubst du an diese Zahlen? Ich habe die Frage gerade nicht verstanden. Glaubst du an diese Zahlen, die im Netz sind, wegen den Toten von Gaza?
Also die verstorbenen Zivilisten vom Palästina. Ja, glaubst du an diese Zahlen? Also ich sehe Bilder, ich sehe Videos, ne? Und jetzt zur Zeit sehe ich auch... Nein, also Skandal. Wir wissen, dass da Leute gestorben sind, auf jeden Fall. Ja, keiner sagt hier, dass keine gestorben sind. Auf jeden Fall sind da Leute, also Zivilisten gestorben. Ja. Warte hoch, eine andere Frage, eine andere Sache, ganz kurz. Skandal, bist du Kurde? Ich bin Kurde, Alhamdulillah. Du bist Kurde, sagst du? Ich bin Kurde, ich bin Moslem, ja. Aber weißt du, was laut der Überlieferungskette, was die über Kurden sagen, wie die euch Kurden bezeichnen? Wer? Ihr als Kurden. Es gibt eine Überlieferungskette, ich werde jetzt keine Namen nennen, das besagt etwas über euch Kurden. Erzähl mal. Also du kennst diese Überlieferungskette nicht? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt nicht, was ich meine. Bruderherz, ich werde es dir nicht sagen, aber du wirst ganz stark über meine Worte nachdenken, was ich dir jetzt gesagt habe. Es gibt eine Überlieferungskette und ihr Kurden werdet als etwas ganz Bestimmtes bezeichnet. Aber extrem. Gegenüber den Juden oder was, verstehe ich da nicht gerade? Nein. Nochmal. Ihr Kurden, du hast gesagt, du bist Kurde. Ja. Okay. Es gibt in einer Überlieferungskette, ja, ein bestimmtes Evangelium, wo sie das Wort Gottes ja gerne verdrehen. Ja. Und da gibt es eine Überlieferungskette, die etwas gegen euch Kurden sogar sagt, wer ihr Kurden seid oder wie ihr bezeichnet wird. Die kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Sagt mir nichts. Also ich weiß, dass wir die älteste Volk sind, das weiß ich. Ja? Und dass wir auf den Weg von Allah gehen, das weiß ich auch. Hast du mal den Koran gelesen? Alhamdulillah. Echt? Ja, ich hab gelesen. Okay, hast du schon die Überlieferungsketten schon gelesen? Überlieferungsketten? Was der Kette? Ja, weißt du nicht, was Überlieferungsketten sind? Sag mir nicht, diese Überlieferung, also was überliefert? Hadithe. Ja. Erzähl, frag. Hast du die Hadithe gelesen? Hadithe habe ich gelesen, Teil. Bist du Sunni oder Schia? Oder guck, da fangt schon wieder an, das ist Politik. Ich bin Alhamdulillah, Muslim. Ja, aber das war doch eine normale Frage. Ob ja, du das ist also, Schia, Sunni, das ist an die Hadithe oder was? Wie bitte? Glaubst du an die Hadithe? Ich glaube an Hadithe, ja. Okay, dann haben wir das ja geklärt. So. Ja, dann hast du was verpasst. Ja, du bist niemals Kurde. Wer schreibt da, du bist niemals Kurde? Can. Die Leute, Alter. So. Auf jeden Fall, ich wünsche euch alles Gute. Ja, ich muss in diesem Sinne, ich muss auf meinen Sohn aufpassen. Ich wünsche euch alles Gute. Okay. Ja, mach's gut. Ja, wir wünschen dir auch alles Gute. Vielen Dank. Kein Problem. Alles klar. So, Leute. Woher kommt er, was ist das? Es ist ja nicht böse gemeint, Leute, aber seht ihr, deswegen... Unwissenheit. Bruder, es hat eine Minute mit dieser Flagge gedauert, bis wir den ersten wieder drin hatten. Das ist Wahnsinn. Bruder, Marusch, das ist einfach so. Bei denen ist das so, diese extremen Jungs, die Extremen. Wenn du sobald diese Flagge zeigst, dann ist... Ja, aber die sehen einfach nur rot. Das ist so heuchlerisch. Rot. Wer hat im Jemen denn die ganzen Muslime da massakriert? Das waren keine Juden, das waren selber Muslime. Da sagt kein Mensch was. Keiner von denen kommt da hoch. Also ich sag ja selber auch zu den Kurden, also diese Extremisten. Ich sag, sobald es gegen die Kurden, sind alle gegen euch. Auf einmal paar, man kann ja nicht sagen alle, die Patrioten sind dagegen natürlich, ne? Die jetzt Beispiel, wenn es gegen Palästina geht, auf einmal sind sie eins miteinander. Ich sage, warum sind sie denn nicht eins mit euch, wenn es gegen euch geht? Die sind eins, aber gegen euch. Ja, das ist so krass. Eins gegen euch. Ich sage, ihr seid so verrückt. Grüß Gott. Ja, verrückt, verrückte Welt. Oh, Leute, ich bin schon etwas schockiert. Ne? Ich bin schon schockiert. Ja. Ich will euch nur eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
jetzt benutzen diese Menschen, ja, das werde ich jetzt mal einfach mal in die Runde mal reinschmeißen. Jetzt benutzen diese Menschen, ich werde deren Namen nicht nennen, aber ihr wisst schon, was damit gemeint ist. Sie versuchen jetzt durch Sport, ja, jetzt müsst ihr gut zuhören, Leute, durch Sport Leute zu verwirren und in deren Glaubensrichtung reinzubringen. Das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Jetzt machen die das sogar durch Sport. Ja, damit sie, weil der hat ja viel Reichweite, ne? Also einer, der Beispiel Fußball oder etc. oder Basketball, der jetzt, ne, also ein Ansehen hat. Die versuchen jetzt alle, die in dem Sportbereich sind, zu verwirren und diese Hirngespinste, dieses verdrehte Evangelium zu verkünden, indem sie sagen, hey, hör zu, das ist das einzig Wahre. Wenn du das nicht machst, Hölle. Genau. Leute, das ist der Wahnsinn. Ja, solche Hirngespinste. Guck mal. Durch Sport versuchen die jetzt gewisse Leute zu manipulieren. Das ist der Wahnsinn. Du musst dir einmal so vorstellen, Flex, wie kannst du Menschen also zu dir bringen, gewaltlos? Die versuchen alles zu verdrehen und dann alle auf ihre Seite zu bringen. Das ist ja auch so, bei denen steht das ja drin. Ihr müsst, ne, umso mehr ihr werdet und die werden ja Leute bekehren, dann werden sie ja immer mehr. Sie werden, das werden ja auch hier geboren und Leute bekehren, bis sie die absolute Macht haben. Und dann gute Nacht. Wahnsinn. Hört man mich? Ja. In the name, ja, wir hören dich, meine Liebe. So. Hallo zusammen. Yes. Hallo, frohe Weihnachten. Ja. Ah, oh, frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du das feierst. Aber ja, ich habe gefeiert. Frohe Weihnachten, danke. Also ich feiere das auch. Also als hier sieht, ich feiere auch Weihnachten. Ja. Ich wollte noch einen Fakt bringen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht. Ich komme aus Armenien, das erste christliche Land. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Aserbaidschan reisen wollen würde, dürfte ich das erstens nicht. Nee, kannst du nicht. Ganz kurz an die ganzen Mods. Sobald diese Pharisäer beleidigen Leute, ihr wisst schon, wen ich meine, wenn die Pharisäer ein falsches Wort sagen und beleidigen, sofort sperren, nicht stummen, sperren. Ganz einfach. Sollen sie halt mit 10 weiteren Fragen kommen, weil die beleidigen hier die Flagge und das geht so nicht. So, jetzt in the name. Genau. Und ich habe einen Schweizer Pass, einen nicht armenischen Namen. Sprich, ich wollte in mein Land zurück, also ich wollte mein Land anschauen gehen, also eine Kirche. Und meine Mutter hat mich davor gewarnt, sie hat gesagt, nein, ich soll das unterlassen, weil die werden das herauskriegen und mich dann, ihr wisst schon, was machen. Und Fakt ist, als Christ hast du keine Chance, egal wo du hingehst in ein muslimisches Land, du kannst nicht sagen, ich bin Christ. Die Muslime, die alle keine Chance. Nee, du kannst das machen. Niemand wird dir zu nahe treten. Doch, vor 2-3 Monaten wurden Frauen und Kinder ermordet, nur weil sie Christen sind, in Bergradabach. Und bitte hört damit Wahnsinn. Auf, euch auszureden. Ich habe Familie dort unten gehabt. Sie leben jetzt alle in Armenien, weil ihre Häuser und so geklaut wurden. Ich soll nicht sagen, wir sind nicht radikal. Doch, seid ihr. Wahnsinn. Wow, oh, krass. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Boah. Ja, I love Palestine. Was können wir denn für dich tun, meine Liebe? Hallo zusammen erst. Also, ich höre die ganze Zeit, was ihr redet, oder? Und es stimmt nicht, nicht alle Christen werden gehasst, zum Beispiel in islamischen Ländern. Das stimmt gar nicht. Schaut mal zum Beispiel in Ägypten. Warte. Oh, Ägypten, ganz schlechtes Beispiel. Nein, noch schlimmer. Kopten über, keine Ahnung, 500 Jahre Minimum. Christen mit Muslime und sie haben gar keine Probleme. Wirklich. Du hast die Juden auch noch vergessen. Ja, die haben Ägypten auch besser. Die leben ja auch noch so gut mit. Lassen wir sie mal bitte sprechen. Leute, wir müssen Respekt zeigen. Lassen wir die sprechen und dann will ich nur eine einzige Sache sagen. Ich lasse sie sprechen. Okay, so.
Also überall, ich denke so, jeder Mensch hat Recht in dieser Welt zum Leben, erstens. Oder? Stopp, ich es muss ganz kurz unterbrechen. Ganz kurz. Ja? Einer hat hier gerade die Jesiden beleidigt, an Nick, Jesiden. Bitte, bitte an die Mods, diese Leute sofort sperren, wenn sie die Jesiden beleidigen. Sofort. Wir müssen ganz vorsichtig sein, weil hier sind Leute, die beleidigen die Jesiden und das geht echt nicht. So, direkt sperren. Direkt sperren, sofort. Sofort. So, sorry, Isle of Palestine, jetzt kannst du reden. Okay. Sorry, jetzt das gehört dir. Schau, ich lebe auch in der Schweiz, zum Beispiel. Mein Mann ist Ägypter. So. Und ich reise sehr viel in islamische Länder. Und ich habe nie gesehen, wirklich, dass zum Beispiel die werden beleidigt oder die leben nicht gut zusammen und so weiter und so fort. Es ist nicht so. Menschen sind alle ganz, ganz anders, wie eine Hand. Wir haben 5 Finger und die Menschen sind nicht gleich. Okay, im Moment ist sehr schlimm in der Welt. In Ukraine und jetzt in Palästina und so. Aber das heißt nicht, dass die, zum Beispiel die Christen werden gehasst. Das ist nicht so. Oder Muslime. Man muss die Religion respektieren. Egal welche Religion ist das. Wir müssen in Frieden leben, uns lieben. Du hast vollkommen recht. Nicht hassen und hitzen. Ah, Muslime machen das, die machen das, die machen das. Nein, muss Respekt sein gegen jeden Mensch. Gott hat die Erde gemacht für jeden Menschen. Jeder Mensch hat Recht. Nee, aber in gewissen Büchern ist das aber ein bisschen anders definiert. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, ihr habt euer ganzes Leben Zeit, den Weg zu ihm zu finden. Das ist das, was der Herr gesagt hat. Und nicht irgendwelche Hirngespinste zu verteilen, sondern das Wort Gottes zu anzunehmen. Richtig, das hat Jesus gesagt. Genau. Und schau, in Islam, Jesus... Genau, du hast genau gesagt. Finde ich schon mal gut. Ja, das ist so. Weißt du, wir sollen uns lieben, nicht hassen. Das ist nicht gut für uns, für Menschen. Wir machen selber die Erde kaputt. Niemand andere. Wir können nicht sagen, oh, die Welt ist kaputt. Nein, die Menschen sind kaputt. Menschen machen das selber. Selber dieser Hass gegen Religionen, gegen Menschen. Oh, du bist black, du bist gelb, du bist rot. Nein, wir sind alle Menschen. Gott hat richtig, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich sage auch nicht mal nein. Also das, was du sagst, ich gebe dir sogar zu 100% recht. Ja, wir sind alle Menschen. Wir sollten gegenüber Liebe zeigen, wir dürfen uns nicht hassen. Ich gebe dir sogar 100% recht. Okay. Aber es heißt nicht, dass wir irgendwelche Hirngespinste folgen sollen, sondern wir müssen ja den wahren Weg folgen und nicht irgendwelche Hirngespinste. Oder irgendjemand, der ein falsches Evangelium hier predigt, der, sagen wir mal, 600 Jahre später kommt, dass wir das annehmen. Das ist falsch. Also so ein Weg müssen wir aufklären. Mit Zwang, dass sie uns bekehren sollen. Das geht ja, das hat ja mit Gott nichts zu tun, das ist meine Meinung. Genau. Wenn jemand mich ich kann ja jetzt nicht meinen Nacken dagegen halten, ja, und sagen, ja, okay, ich nehme es. Es geht nicht. Also du musst ja zu Gott finden mit deinem Herzen und nicht jemand zwingt dich, dass du meinen Gott annehmen sollst oder meinen Glauben oder sonstige Religion. Genau. Aber sagst du jetzt, dass die zum Beispiel die Muslime zwingen, Menschen die Religion zu annehmen? Ja, was sagst du denn? Das steht in ihrer Schrift. Nein, Ali, es ist nicht so. Wir zwingen. Wir klären niemand zwingt niemandem, weißt du. Was richtig ist. Okay, darf ich ein Beispiel nennen? Ganz kurz, Leute, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ja? So. Wenn ich mir diese ganze Geschichte anschaue, Isle of Palestine, ich respektiere dich, weil du sehr, sehr respektvoll redest und ich finde das auch wirklich sehr, sehr schön. Dafür küsse ich dein Herz. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, ja, in Libyen am Strand waren 21 Menschen, darunter war einer Muslim. Stimmt. So. Das habe ich gesehen. Genau. Bei dem anderen, zack. Willst du den Islam annehmen? Bei dem anderen, nein, zack. Bei dem anderen nochmal, zack. So lange, bis der 13. kam. Oder der 15., sorry. Und dann hat man ihm gesagt, hey, der hat gesagt, nein. Hat dagegen gesprochen, hat gesagt, ich habe mir die anderen Christen angehört. Und das, was die gesagt haben. Und deswegen bin ich heute was? Ein Christ.
Und weißt du, was die mit denen gemacht haben? Weil die anderen den Islam nicht angenommen haben. Und er, inklusive er, weil er umgekehrt ist in dem Moment. Er ist als Märtyrer gestorben, der Kerl. Und hat gleichzeitig sofort den Christentum angenommen. Weil er die anderen 10 Leute angehört hat, was die gesagt haben. Und was, weißt du, was die mit dem gemacht haben? Zack, boom, der auch gleich weg. 21 Christen wurden am Strand ermordet. Warum geht da keiner auf die Straße und sagt, hey, wir sind auch für die. Was ist denn mit denen? Ich gebe dir 21, darunter war ein Moslem, der sofort den Christentum angenommen hat und als Märtyrer gestorben ist. Und ich küsse sein Herz dafür. Und weißt du warum? Das ist die Liebe Gottes. In dem Moment hat er sofort erkannt, das kann keine saubere Religion sein. Und dann hat er sofort den Christentum angenommen. Das ist er wurde hier, sein Kopf hat. Ja, aber warte, das sind die Radikale. So, weißt du was? Kann nicht normal sein. Natürlich ist das nicht normal. Das sind Radikale. Verstehst du? Das sind nicht normale Menschen. Wenn so normal Mensch tut das nicht. Sorry. Weißt du? Ich sage dir so, Alhamdulillah, ich bin auch Moslem. Aber weißt du, ich respektiere jede Religion. Wenn du glaubst an einen Tisch oder an einen Stuhl, okay. Ist nicht mein Problem. Weißt du, glaub, was du willst. Verstehst du? Aber das ist deine menschliche Seite. Deine Religion sagt aber was anderes. Deine Religion sagt was anderes. Hey, guck mal, mir macht das ja nichts aus. Mir macht das ja alles nichts aus. Aber was habt ihr für ein Problem mit dieser Flagge? Können die Menschen was dafür jetzt oder wie? Was machen wir jetzt? Was kann die Flagge dafür? Warte, ich habe nicht Probleme mit dieser Flagge. Wer sagt dir das? Herz, warte, ich sage dir etwas. Frage nicht jeder hat weil viele, mit viele haben ein Problem so. Mit dieser Flagge. Also ich sehe kein Problem mit der Flagge. Warte, ich sehe kein Problem mit der Flagge. Ich lass mich kurz ausreden. Ich sage dir etwas, okay? Also, ich bin halb Polin. Polen, kennst du Polen, oder? Und halb Libanese. Du bist halb Polen und halb was? Ja, halb Libanese. Libanon. Kennst du Libanon? Sicher? Ja, natürlich. Okay, also ich bin halb. So. Ich bin in Polen aufgewachsen. Mein Vater hat uns den Islam beigebracht. Weißt du, aber friedlich, ohne zum Beispiel Hass und so weiter und so fort. Verstehst du? So. Wir können Hass nicht. Wir hassen niemanden. Natürlich, das, was jetzt abgeht, zum Beispiel in Gaza, ist sehr schlimm. Niemand kann sagen, nein, es ist okay. Weil wir sehen das, oder? Dort sterben Kinder, unschuldige Kinder. Wo können nicht dafür. Die können wirklich nicht dafür. Zum Beispiel nicht beleidigt sein. Weißt du, du bist ein Mann, ein Mensch, ich bin ein Mensch. Okay, zum Beispiel, du bist geboren, sagen wir, in Afrika. Du bist dort geboren. Ich bin geboren in Polen. Da bin ich schuld darauf, dass ich zum Beispiel in Polen oder dass ich eine Araberin geboren bin oder dass ich eine Judin bin. Nein. Wir sind alle Menschen. Spielt keine Rolle. Bleibt Menschen. Oh, öffne ihre Herzen. Okay. Eine Frage. Ja. Das ist wirklich sehr wichtig. Ich frage dich mal, als du bist ja Muslima, richtig? Alhamdulillah, ja. Okay. Ist das okay, wenn ein Moslem einen Dunkelhäutigen als N-Wort betitelt? Ist das okay? Ist das okay? Oder wie siehst du das? Nein, ist nicht okay. Ist nicht okay. Meiner Meinung nach sollte jeder Schwarze, der das sieht, sollte sofort den Islam verlassen. Wenn ein Moslem einen Dunkelhäutigen als das N-Wort betitelt. Sofort Islam verlassen. Leave, run! Run! Weil es gibt... Warte. Es geht nicht soll gerade die Religion verlassen, weißt du, das ist für dich selbst gelassen. Willst du verlassen, verlass. Ganz einfach. Nein, kannst du nicht verlassen. Flex, kannst du dich mal aufhören, dass du dich einfach so verlassen kannst? Du bist ein bisschen so, weißt bitte bleib ganz ruhig. Bitte dich. Wir streiten nicht, wir reden nochmal. Demokratie ist das hier, das ist Demokratie. Jeder kann reden bei Flex. Also das ist Demokratie und kein islamisches Land. Jeder hat hier Redefreiheit. Dankeschön.
Genau, es gibt hier andere Regeln. Wir haben hier keine Scharia. Richtig, und hier kann jeder reden. Wir sind alle gleich. Ich respektiere meine christlichen Brüder, wie sie mich respektieren. Also, warte, ich bin tätowiert zum Beispiel. Ich habe Fulltattoo. Ich trage keine Kopftuch. Dein Glaube wird niemals meinen Mund verbieten. Aber warte mal, ich habe eine Frage. Willst du, dass die Scharia hier in Deutschland kommt? Natürlich nicht. Dann warum bist nicht? Du gerade leider warum ausgetreten. Weißt du bist gerade die Menschen frei bleiben. Religion, ja, du bist gerade ausgetreten von deiner Religion. Du kannst dir jetzt eine neue suchen. Du darfst die Scharia nicht ablehnen. Richtig. Wer sagt das? Dein Islam sagt das, was deine Religion sagt das. Hab keine Gemeinschaft mit den Ungläubigen. Du bist ja schon bei den Ungläubigen. Du darfst nicht zur Scharia Nein sagen. Hast du das nicht gelernt? Ich kann sagen, hör zu. Weißt du, meine Religion ist in mein Herz. So. Ich muss nicht Kopftuch tragen. Ich muss nicht das machen. Nein, nein. Wenn du das machen darfst, was du willst, dann hast du gerade eine neue Religion aufgemacht? Ja. Nein, ich mache, was ich will. Verstehst du? Es gibt Regeln in deiner Religion und wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du ausgetreten. Dann bist du nicht Muslima. Nein. Ganz einfach. Nein. Ho, bist du das, ha? Ja, das bin ich. Ja, ich kenne dich von vielen Lives. Du bist so ein bisschen Kanalrate, du weißt das, ne? Jeder in verschiedenen Lives, du bist ganz andere Person. Nein, ich bin immer gleich. Nein, du bist hier zu dem, was weißt ich sage. Wenn du sprichst zum Beispiel, ich muss ganz kurz unterbrechen, alle, ganz kurz. Hm? I love Palestine. A'uzubillah, ich muss das ansprechen. A'uzubillah, ich muss das kurz ansprechen. Ja. Du hast gesagt, kein Kopftuch, keine Scharia. Keine Scharia. Nein. A'uzubillah, du bist raus. Das hast du gerade gesagt. Bismillahirrahmanirrahim. Ich mache, was ich will. Ich glaube an Allah, verstehst du? Das geht nicht. Du hast im Islam Regeln. Nein. Das geht nicht. Nein. Lies richtig Koran. Okay, du hast eine neue Religion gerade eröffnet. Rede mit mir nicht, bitte. Du hast nichts zu melden hier, wirklich, mit mir, rede nicht, weil ich höre dich in verschiedenen Lives, weißt du bist sehr falsche Person. Warum stehst du nicht zu dem, was ich sage? Wirklich, dich auch. Jetzt, wie bitte? Allah soll mich bestrafen. Okay, I love Palestine, eine Frage, eine einzige Frage. Hast du alle bitte ganz kurz auf Stumm? Juden, ganz einfach, ich muss sie was fragen. Alle bitte kurz auf Stumm. Eine Sache. A'uzubillah. Eine Frage. Bist du da? Du machst gerade Kaffeepause. Nein, ich bin da. Okay. Sure 4, Vers 34. Kannst du uns das bitte lesen, Schwester? Würde mich interessieren. Kann ich nicht. Warum nicht? Will ich nicht. Weißt du, wenn ich Hope höre, gerade koch bei mir, obwohl ich bin sehr tolerant, wirklich sehr tolerant, für jede Person. Aber weißt du, wenn ich sie höre... Aber warte, warum willst du das nicht lesen? Ich will nicht. Du bist doch... Aber warum? Gibt es einen Grund? Und es geht ja jetzt nicht um Hope. Sagen wir mal, Hope ist gar nicht hier. Ich verstehe nicht. A'uzubillah. Ich sag mal, Hope, wenn sie deine Gegenwart spürt, dann kocht es sehr gewaltig bei ihr. Warte. Ich warte. I love Palestine. I love Palestine. Innerlicher Hass, ne? Also dieser innerliche Hass. Ganz kurz, Leute. I love Palestine. Bist du noch da? Ich küsse doch dein Herz, Schwester. Bist du noch da? Du machst Kaffeepause. Hallo? Sie muss kurz googeln. Ja, vielleicht schaut sie danach. Ne? Ah, sie ist rausgegangen. Oh nein. Nein. Sie ist voller Hass. Ja, deswegen, wo sie hob ihre Gegenwart. Ich muss leider sagen, es gibt welche, wenn die sehen, dass ich da bin, haben die ein Problem, weil die wissen, wie ich drauf bin. Und
Ich finde das immer so lustig. Ja, das ist immer, wenn jeder, also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, wenn jeder mal seine Sicht nur erklärt und sein Leid, aber was war mit dem Leid der Israelis, wo sie die alle umgebracht haben? Das sehen sie nicht auf einmal. Wahnsinn. Die hat ja auch nur von Gaza gesprochen. Ne, also die reden ja nur davon, aber das andere Leid sehen die nicht mit ihren ganzen Bomben und Schießereien darüber. Ja, da musst du mit Konsequenzen rechnen. Wenn ich irgendjemanden angreife, dann muss ich mich auch angreifen. Ja, das sehen die leider nicht. Ja. Also man muss ja differenzieren. Natürlich sind ja auch von den Zivilisten gestorben. Natürlich, sag mal so, kein Mensch ist ja perfekt. Es gibt ja die perfekte Waffe nicht. Es geht ja, das passiert halt. Das Ding ist, ich wollte nur, dass sie das vorliest und mir dann erklärt, was damit gemeint ist. Das war's, mehr will ich gar nicht. Die hat doch selber eine Religion gerade eröffnet. Die macht doch, was sie will. Sie macht doch, was sie will. Die hat doch keine Ahnung. Die hat keine Ahnung. Die weiß wahrscheinlich noch nicht mal, was da steht. Die haben ja nur das Gute erklärt, Flex, Bruder. Die haben nur das Gute erklärt. Den Rest haben die alles rausgelassen. Das ist einfach so. Sie werden ja bekehrt, die müssen ja das Gute sagen. Danach kommt das, bis sie dann nicht selber vor. Unwissenheit. Unwissenheit ist sehr gefährlich. Der einfach diesen Glauben annimmt, ohne zu wissen, ohne sich selber zu belesen. Ohne sich zu belesen, einfach annehmen, ja, Islam ist ja so schön, so wundervoll. Wenn man das also ich habe das Gefühl, vielleicht hat sie auch gar keinen Koran zu Hause. So kommt es mir vor. Keine Ahnung. Gar nicht belesen. Deswegen kannst du ja auch nicht drauf antworten. Du meintest ja, schlag mal das auf. Wo soll sie denn da was aufschlagen, wenn sie keine Ahnung hat? Sie hat doch ihre eigene Religion gerade eröffnet. Sie macht doch, was sie will. Also ihr habt es ja selber gehört. Sie hat gesagt, sie will keine Scharia. Ja. Sie muss auch kein Kopftuch tragen. Sie hat gesagt, sie macht, was sie will. Seit wann gibt's das sowas? Das heißt, also, wenn jemand macht, was sie will, dann macht sie ja mit jedem. Also, oder was? Was ich will. Morgen der, oder morgen ein anderer macht. Ja, so unglaublich. Ja, läuft bei ihrer Religion. Flex, mach mal ein bisschen deine Kamera wieder. Ein bisschen in Position. Du hängst zwischendurch immer ein bisschen. Mach mal ein bisschen. Vielleicht kommt der Empfang besser. Okay. Dass du mal ein bisschen hin und her bewegst. Weil du hängst manchmal zwischendurch. Schöne Flex, Klappe. Wir haben ja einen Typ, der postet mit 20 verschiedenen Accounts dasselbe rein. Ich stumm den jedes Mal. Wie bekloppt sind die eigentlich? Was schreibt ihr denn? Ja, jetzt schreibt die ganze Zeit. Arbejaner. Ob das 10.000 Kinder rechtfertigt, jedes Mal. Ob das was? 10.000? Ja, ob das alles 10.000 tote Kinder rechtfertigt. Das schreibt ihr schon mit 20 Accounts. Erstmal, Leute, guck mal. Wir wissen nicht, was für eine Zahl da ist, ja? Wir wissen nicht, weil die Zahl kommt von der Hamas. Ja. Und jeder normale Mensch, der denken kann, glaubt ja nicht einer Terrororganisation, ja? Das heißt, wir wissen, dass da Leute gestorben sind oder sterben, richtig. Aber wir wissen nicht, ob das 10.000 sind oder 5.000. Wir wissen gar nichts. Und diese Leute, die glauben an eine Zahl, die von der Hamas kommt, ja? Die in der Vergangenheit schon so oft gelogen haben. Wer glaubt denn bitte Terror? Ich glaube kein Wort, was die sagen. Und schon wieder hat er es geschrieben. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, der soll doch einfach mal hochkommen. Nee, das sind Fake-Accounts. Der hat 21 Accounts. Dann soll er mal seinen richtigen Account holen und dann hier hochkommen. Und dann werden wir mal sehen. Ich frage mich auch, wie man so viele Accounts machen kann. Man muss so hobbylos sein. Ja, wenn es so nichts gegen dich oben, wenn es um die Juden geht, also da haben die 100.000 Accounts. Oh. Leute, ich weiß doch, Accounts. Die wissen doch, dass... Was sind doch 100 Accounts haben? Was hat er jetzt falsch gemacht? Oder nur, weil der für Palästina ist? Und es gibt kein Palästina, das ist ja das Problem. Es gibt kein Palästina, diese Flagge, die du da oben hast, ja? Hör mal kurz zu. Das ist eine Fake-Flagge, da fehlt ein Stern. Was hast du für ein Profilbild, wenn du so redest? Weil ja, das ist doch Fantasie. Warte mal. Ich warte auf dich ganz bestimmt nicht. Geh mal zu diesem Land, was ihr Israel nennt, ne? Das ist ein anerkannter Staat. Guck, eine Familie ist deutsch, die andere ist Amerikaner, die anderen sind Araber. Na, geh mal weg, Palästina gibt's doch. Bist du wo denn bitte? Kauf mir bitte ein Ticket nach Palästina, bitte. Ich will jetzt ein Ticket für nach euch Palästina. Nicht, aber bei Ach, Palästina. Gibt es ein Ticket oder was? Vor 75 Jahren gab es noch Palästina. Es gibt kein Palästina. Aber für Hunde, so wie du und wie die anderen, der Meinung sind, dass Israel ein Land ist. Israel ist ein Land und Palästina gibt es nicht. Weißt du, was es gibt? Es gibt Gaza Palästina und ein Parkplatz in Gaza und eine Baustelle. Das gibt es, Guck. Und die Hamas. Ich pisse auf diese blau-weiße Flagge, die von euch ist.
Israel-Flagge. Ich sag das offen und ehrlich. Boah, du bist so Ihr werdet noch gefickt. Ihr werdet noch gefickt. Du bist so stark. Bilder. Du redest über Koran. Warte, komm mal kurz. Von dir? Kein Anstand, wirklich. Hat er jetzt gerade, hat er jetzt tatsächlich die Flagge beleidigt? Ja, ja. Er hat alles beleidigt gerade. Mach es gleich weg damit, Flex. Weg. Ja, das gucken, ja, hier, ja, bitte raus. Guck doch mal, wie die so drauf sind. Also, ich sag mal so, ne, das ist purer Hass. Da siehst du den Hass. Es geht nicht nur um unsere jüdischen Mitbürger. Hob, ganz kurz. Es geht ja nicht um die jüdischen Mitbürger, es ist der Hass. Ciao, Bella. Das ist dieser Hass auf uns alle. Wenn sie könnten, wären wir, ne, die würden uns niedermachen. Das ist einfach so. Was denkst du, wenn er neben uns wäre oder neben mir? Der würde uns vernichten. Einfach Wahnsinn. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der reinkommt und direkt beleidigt. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber ja. Lex, ganz kurz. Es geht ja darum, dieser Hass, die denken ja, weil andere sich wehren, ja, auf einmal heulen die rum. Aber die Menschen werden sich ja wehren. Auf einmal wehrt sich jemand da, weißt du? Es Guck mal, Hamoudi, es gibt noch immer kein Palästina. Es wird auch kein Palästina geben. Also wirklich, träum bitte nachts davon, ja? Wenn du deine Augen aufmachst, ja, morgens, dann siehst du nur Israel. Mehr nicht. Es ist, ich frage hier alle Jesiden, Kurden, es ist dein Land, ey? Juden, Israel, das war schon immer ihr Land. Ihre Abstamm, ihr Baum, ihre ganze Ahnen. Das ist ihr Gebiet. Also was wollt ihr von diesen Leuten? Also unglaublich. Ja, die wollen immer das, was die nicht bekommen können. Ja. Ja, unser Land haben sie uns auch weggenommen. Kommen die mit einer Fake-Flagge, kommen die mit Fake, alles Fake bei denen. Unser Land sind selber Fake. Bei uns waren die auch, so im kurdischen, irakischen Gebiet waren ja auch viele Juden. Wir haben friedlich miteinander gelebt und dann kamen sie, ne? Und dann haben sie uns alle vertrieben. Gab es ja Juden, Christen, also wir haben alle zusammengelebt und dann haben sie uns alle vertrieben. Wir haben ja alle mit denen friedlich gelebt. So, jetzt. Und da kam das Schwert. So, jetzt, Leute. Ich bin jetzt wieder da. Habe ich irgendwas verpasst? Nein. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Leute, ansonsten erstmal an die ganzen Runde. Ich küsse eure Herzen. Okay. Und wie gesagt, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid wirklich die Besten. Ich sag's nochmal. Und ich bin später eventuell vielleicht nochmal da. Ich weiß es nicht. Bin ganz unsicher. Durch euch wachsen wir hier gemeinsam, ne? Und somit haben wir wirklich viele Meinungsfreiheiten hier. Wir können über viele Dinge hier sprechen und wir lassen uns das Mund nicht verbieten. Ja, und ich kann euch eine Sache sagen, Leute, wirklich, ich sag's nochmal, Gottes Hand ist über euch und möge der Herr Jesus Christus euch segnen, heiligen in jeglicher Form, ne? Und ja, ich sag's immer wieder, ihr seid die Besten, Leute. Wirklich, ihr seid wirklich die Besten. Durch euch erreichen wir wirklich sehr, sehr viel. Und dann gehen wir mal einfach mal die Runde komplett durch, ne? Erstmal Sabrina und dann gehen wir mal eins nach dem anderen machen. Was möchtest du noch sagen? Gottes Segen. Ich wollte nur Hallo sagen und schöne Weihnachten wünschen. Gottes Segen. Sehr schön. In the name, du? Ich wünsche euch auch einen guten Tag, schöne Weihnachten, auch dir, Flex, dir und deine Familie, Gottes Segen. Bleibt gesund. Gottes Segen. Danke. Hope? Ja, ich wollte auch sagen, frohe Weihnachten, feiert schön, lasst euch bitte nicht ärgern. Ja. Okay, super. Marouche? Ja, ich kann mich da nur anschließen. Frohe Weihnachten, Leute, und lasst euch von gewissen Gruppen nicht ärgern. Ja, die sind es nicht wert. Genau. Richtig. Ali? Ali, möchtest du noch was sagen? Ist Ali da? Hört ihr mich, Leute? Ja, wir hören dich. Okay. Ansonsten, Leute, Gottes Segen an alle. Ich küsse eure Herzen. Wirklich, möge der Herr Jesus Christus mit euch allen sein. Ne?
Und Leute, wirklich, ich küsse euch dafür. Die armenische Flagge, Leute, ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich küsse die Herzen eurer Mütter an die Jesiden und an unseren aramäischen Brüder, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Leute, es war mal wieder sehr, sehr cooler Stream heute. Ja, bis auf, dass die anderen natürlich ein bisschen beleidigt haben, aber das ist uns egal, das ist ja nicht unser Niveau. Ich küsse eure Herzen, Leute, wirklich. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Stream. Und Leute, ich sag's nochmal, bis später, peace out. Boom. Ciao.